Die Pöbelpiraten sind wieder da. Du sagst, wir wollen podcasten, ja? Ah ja? Doch, ja. Lange nicht mehr passiert. Lange nicht mehr gepodcastet. Worüber wollen wir eigentlich podcasten? Puh, weiß nicht, ist irgendwas passiert? Gibt eigentlich nichts Neues groß. Ah, stimmt. Piraten sind immer noch nicht im Bundestag. Haben immer noch nichts beschlossen. Es geht immer noch um nichts bei den Piraten. Grundeinkommen ist noch nicht da, also zumindest, als ich letztes Mal aufs Konto geguckt habe, war es bei mir noch nicht. Wir hatten einen Bundesparteitag, aber da wurde ja nichts gemacht. Also wir haben eigentlich nur über die Geschäftsordnung geredet, oder? Ja, ich glaube auch. Du warst ja gar nicht da. Ich habe es versucht von außen mitzubekommen. Wärst du da gewesen, da wäre das alles konstruktiv abgelaufen. Wir hätten vielleicht mal Programm beschlossen, aber so ist leider nichts passiert. Ja, ich wollte mich einfach mit dem ganzen Haufen da nicht identifizieren. Das ist so. Ja, das kann ich verstehen. Also für mich war es auch einfach nur peinlich. Nee, stimmt gar nicht. Aber wir erzählen einfach am Ende nochmal ein bisschen was über den Bundesparteitag. Genau. Warum waren wir so lange nicht am Podcast? Na, du wolltest nicht. Wir konnten nicht. Wir haben, wir hatten eine feindliche Machtübernahme in der Stadt Potsdam. Stimmt. Sind jetzt quasi hier die Oberhäupter und Torben ist das oberste Oberhaupt. Nix, hier gibt's keine Oberhäupter. Wir sind. Und in so einer strengen Hierarchie wie bei der Piratenpartei ist natürlich das oberste Oberhaupt der wichtigste überhaupt. Genau. Und von daher hatten wir viel zu tun. Aber eigentlich haben wir zusammen mit dem Matthias angefangen, einen Podcast zu machen zum Thema schnelles Denken, langsames Denken. Genau, genau. Welches ein Buch von, der Autor ist mir jetzt gerade entfallen, ist auf jeden Fall Kahneman. Kahneman? Ja, das kann sein, so. Ja. Genau. Interessante Sache. Werden wir noch fortsetzen und... Genau, wir wurden diverse Male unterbrochen und wir hatten auch nicht so ein richtiges, gutes Konzept. Aber wir müssen das noch fortsetzen, weil das Thema ist interessant und Matthias kann ja auch vieles gut sagen. Und Matthias kann man auf jeden Fall folgen auf Twitter, ja, mtege. Ich hab ihn gerade schon geffft, weil heute ist ein Freitag, ein Follow-Freitag oder ein Flausch-Freitag, wie er es heute nennt. Macht immer interessante Infotweets. Von daher haben wir heute den 10,5. Podcast, weil der 10. Sollte eigentlich der über schnelles Denken und langsames Denken sein. Der wird dann wahrscheinlich der 11. werden. Und heute ist dann der 10,5. und heute geht's um Medien vor allem. Genau. Ja. Medien. Genau. Wird ja immer viel geschimpft über Medien und auch gerade bei den Piraten ist das irgendwie so. Naja, so eine Dauerreiberei, Lieberei und Hasserei. Irgendwie alle pendeln sie zum Lanz und gucken es auch irgendwie alle und quälen sich, indem sie jede Woche schön fleißig den Jauch gucken und sich alle drüber aufregen. Nicht wahr? Gibt's ja so ein paar. Ich guck den Jauch nur, weil er nach dem Tatort kommt. Ja. Und die Fernbedienung nicht hast. Na, und wegen Twitter. Also mit Twitter das wird Jauch dann Jauch, auch ein bisschen... Muss man Jauche denken, also inhaltlich so gesehen. Da wird es dann schon ein bisschen erlebnisreicher und man kann sich mit der Twitter-Gemeinschaft kollektiv aufregen. Das ist dann doch schon ganz interessant über die Leute, die dort von der neuen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft reingesetzt wurden, die dann wieder uns die Weisheiten des Tages erzählen. Genau. Und uns vermitteln, wie die Welt eigentlich funktionieren sollte. Genau. Das ist mir zwar anstrengend. Aber ich habe es erfahren bei ZDF Login, was jetzt lief mit Bruno und Augenschmaus, da habe ich es gemerkt. Das habe ich tatsächlich, weil irgendwie auf Twitter alle drüber geschrieben haben, kurz eingeschaltet in den Livestream und... Lief der dann irgendwann wieder? Ja, der lief. Also ich habe am Anfang ging der nicht und dann habe ich Zattoo empfohlen. Das ging wohl. Ja. Mhm. Aber anscheinend, wenn du sagst, er ging, dann... Also der Stream, ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf dem Handy oder auf dem Rechner auf hatte, aber ich hatte ihn auf jeden Fall auf. Ich hatte den Stream irgendwann geguckt, aber auch, glaube ich, nur irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie lange diese Sendung geht. Ich habe die noch nie, glaube ich, ganz gesehen. Und irgendwie so die letzte Hälfte vielleicht oder so habe ich mir angeguckt. Also an sich ist das Format von
F-Login ganz interessant, weil man da eben auch Tweets vorliest und im Chat mitmachen kann. Ja. Aber es ist doch alles sehr gerafft und gestückelt und niemand darf ausreden und die Redaktion gibt scheiß Themen vor. Wo hat denn jetzt Schmidtlab was geschrieben? Das könnte ich auch noch in die Shownotes dann packen. Der hat einen schönen Artikel eben, war das am Freitag? Oder war das auf Telepolice, wo er sich über das Panel ist tot, war mehr oder weniger so die Aussage, wo er im Prinzip so zusammenfasste, wenn man Leute zum Panel einlädt, hat halt jeder irgendwie so seine 10 Minuten Slot in der Summe, um zu reden und am Endeffekt kommt man nie an einen vernünftigen Punkt. Es wird natürlich auch keine Diskussion groß stattfinden und ist alles irgendwie so, es ist halt alles irgendwie so Show. Und das finde ich halt am Medium Fernsehen auch so katastrophal. Also da kommst du halt, vielleicht schon direkt zu tief im Thema, oder? Ich weiß nicht. aber auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, da irgendwie einen Erkenntnisgewinn, abgesehen davon, kann sich gut präsentieren oder die Oberhand in einem Gespräch gewinnen, sehe ich im Fernsehen keine, also selten, zumindest in so Talkshows, Formaten, in welcher Art und Weise auch immer, irgendwie einen Erkenntnisgewinn. Ja. Oder vor allem, oder auch nur fruchtbare Diskussionen oder überhaupt auch nur Diskussionen. Also das Sinnvollste, was ich in puncto Erkenntnisgewinn schauen kann, sind eigentlich Dokus. Ja. Alles andere ist irgendwie... Ja, genau, weil das ist halt, das hast du halt dann auch, bla bla. Ja. Aber wir haben auch das Thema so ein bisschen strukturiert. Nee, nicht wirklich, aber wir können ja anhand... Doch, anhand eines Verschwörungsvideos. Genau. Genau, wir haben uns nämlich ein Video angesehen. Und da möchte der Filmemacher, der ist ein anscheinend doch recht ausgewiesener Verschwörer, der eben auch auf Seiten wie 9/11 Truths verlinkt und solche Geschichten. Kompaktmagazin, also hier Elsässer, ja. Jürgen Elsässer und den Kopfverlag. So, ja, super, super. Inwieweit er aber wirklich so verschwörerisch ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht so viel über den selber vielleicht gefunden. Ist er nur reingefallen auf die ganze Scheiße. Weiß ich nicht. Das wäre ein bisschen komisch, aber ja. Aber das Video lässt auch am Anfang, also wenn man das Video anfängt zu schauen, dann geht's halt irgendwie um die Manipulation der Menschen durch die Medien. Und also diesen Einstieg macht das Video erstmal. Ja. Lass uns da mal ausholen. Genau, also ich würde sagen, irgendwie so einleitend, was ist es? Also wir haben den Namen des Films auf YouTube, oder es ist halt eine Arbeit, oder es ist vorgeblich, wir müssen ja immer nur sagen, von den Quellen, die wir zitieren, seiner Seite ist es vorgeblich eine Diplomarbeit im Fach Journalistik. Ah ja. In der er einige Menschen interviewt hat, die auch aus verschiedenen Fachrichtungen recht renommierte Persönlichkeiten sind, und über Journalismus, Medien, Medienberichterstattung, Medienkonzentration, Einfluss von Medien und auf die Gesellschaft und die Gesellschaft und solche Rückkopplungseffekte im Prinzip berichten. Mhm. Das kann man schon mal irgendwie so, dass man irgendwie weiß, worum es geht. Und dieser, inwieweit, und wir haben dann geschaut, also ich bin irgendwann da drüber gestolpert und hab dir das Ding mal geschickt, weil ich es am Anfang eigentlich gesehen habe und auch genau mit der Einstellung, okay, das ist ein, es ist halt eine billige Internetseite, die ist irgendwie nicht schick oder sonst irgendwas, also es wirkt nicht so, kommt nicht aus dem Netz. Also man merkt, dass das irgendwie so ein bisschen amateurhaft ist. Das Video liegt auf YouTube und die Kommentare sind, wie man es gewohnt ist in dieser Verschwörungsecke, sehr chaotisch und sehr realitätsfern. Mhm. Und dann und im Prinzip war das Interesse, wie finden wir raus, ist das was Sinnvolles oder sowas? Oder ist das was man glauben kann? Und dann haben wir irgendwie einfach angefangen, den Kram zu gucken. Und stellen fest, dass es zwar reißerisch aufgemacht ist, zumindest am Anfang. Also der Anfang, so die, das ist ein Anfangseinblendungsteil, wo Nachrichten, Versatzstücke, Bruchstücke im Prinzip übereinander gespielt werden und das spitzt sich auch zu, also wirklich so gesteigerte Dramatik, das Wirrwarr in der Presse zu zeigen. Das ist so ein bisschen so die Beeinflussung der Menschen durch die Medien, genau. So wirkt es so ein bisschen am Anfang. Aber dann wird halt ein Einstieg gefunden, der die Interviews eben mit diesen Fachleuten macht. Und diese Interviews mit den Fachleuten wirken auf mich auf jeden Fall sehr fundiert. Genau, also es mag sein, du hast ja die Überlegung angebracht, inwieweit da nicht positive Darstellung, also man
sie sind neutral und ich glaube ich zumindest, oder so habe ich sie auch empfunden, als neutral empfunden, und ich habe sie auch nicht als jetzt manipulativ in irgendeiner Art Verschwörungsrichtung gesehen. Also die Interviewpartner. Die Interviewpartner, genau, genau. Aber ist natürlich nicht, wir wissen natürlich nicht und wir können natürlich nicht sagen, wie viel Prozent die dann im Film gezeigten Aussagen, die in sich nicht sehr, sehr stark geschnitten sind. Also man merkt schon von den Interviewpartnern, die Gedankengänge laufen. Also das ist jetzt nicht, die lässt man lange reden und es ist in sich schlüssig und es wirkt nicht sehr verschwörerisch. Aber inwieweit das nur ein Ausschnitt ist der Interviews, die tatsächlich geführt sind, können wir natürlich nicht sagen. Also genau. Deswegen mag da natürlich auch Manipulation seitens des Dokumentarfilmerstellers möglich gewesen sein oder gewünscht gewesen sein. Auf jeden Fall aber bieten diese Interviews zumindest in Teilen und aus dem Zusammenhang gerissen sicherlich vielen Futter, die auch an irgendeinen Unfug glauben, an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben. Ja. Weil natürlich die Phänomene, die dargestellt sind, sehr real sind und die auch ganz gut erklärt werden und man die Dokumentation führt. Ich kann ja mal kurz die Gäste vorstellen, die da in dieser Dokumentation auftreten. Und das sind zum einen Siegfried Weichenberg, ein Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaften, Martin Keplinger, ein Professor für Kommunikationsforschung, Professor Bernd Hamm für Siedlungsumwelt und Planungssoziologie, auch Professor, genau, ja, habe ich ja gesagt. Dann Hans Leindecker, den man als leitenden Redakteur der Süddeutschen kennt, war auch vorher beim Spiegel, hat so in der letzten Zeit zum Beispiel diesen NDR-Drehbuchskandal aufgedeckt, wo da irgendwie so eine Fernsehspielchefin irgendwie unter ganz vielen Pseudonymen haufenweise eigene Drehbücher eingereicht hat und abkassiert hat. Also eigentlich auch ein ganz renommierter Professor, Journalist. Dann Bernd Malzanini, von dem ich am wenigsten weiß, allerdings ein Mitarbeiter oder Geschäftsleiter der Geschäftsstelle der KEK in Potsdam. Das ist eine Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Ganz spannende Internetseite, kann ich nur jedem empfehlen. Da kriegt man mal aufgeschlüsselt, welcher Medienkonzern welche Publikationen vertritt, wieso die Beteiligungen von verschiedenen Sachen. Das ist ein offizielles Gremium, was im Rundfunkstaatsvertrag genau festgeschrieben ist. Also genau, ist ein offizielles. Ich glaube, in den 90ern wurde das erstellt, 97, 98. Also mit dem dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dritten Gesetz zur Änderung des Rundfunks, also Rundfunkstaatsvertrag, dritter, wurde das irgendwann eingeführt in den 90ern, klar. Und genau, das ist dann im Prinzip so, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch eine quasi nicht staatliche, aber auch nicht private Geschichte. Und die Informationen, die auf der Seite bieten, sind schon echt, echt interessant. Also ist man sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Und am Schluss dann als letzte Gesprächspartnerin ist Regine Neckel, eine leitende Redakteurin von Hintergrund und Hintergrund.de. Zu dem Portal kann ich relativ wenig sagen, außer, dass der Verantwortliche im Sinne des Presserechts schön auf 9/11 Konferenzen rumtingelt. Also auch bitte Abstand oder vorsichtig zumindest. Ich weiß es nicht genau. Das war diejenige, die im Film so ein ganz gruseliges YouTube-Einschnittvideo hatte da oder Skype oder was das war. Genau, die ist irgendwie im ehemalige Öffrecht. Genau, im öffentlichen Fernsehen oder so gewesen und dann da irgendwie ausgetreten, weil ihr das alles zu doof wurde genau. Oder so aus irgendwelchen Gründen. Weil das alles zu unfrei war. Unfrei war. Wobei, ja gut, andere Leute im öffentlichen Fernsehen sind jetzt irgendwie bei COP unterwegs oder sowas. Also die Leute muss man jetzt nicht unbedingt. Bist du auf unsere Mutterkreuzträgerin an? Ja, also das ist, genau, also da das ist die einzige Person, von der ich neben dem Macher, von dem ich wenig weiß, halt eben so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, wo ich halt vorsichtig wäre. Also ihr selber nicht und was sie sagt, wirkt auch ganz schlüssig und genau da möchte ich auch nochmal hinkommen, was die anderen sagen. Also dieser Film zeigt halt ganz viele oder reißt ganz viele Problemfelder auf und da wird dann über Einfluss gesprochen von Medien auf Politiker und umgekehrt, von PR und weiß ich nicht was. Also ganz viele systematische Schwächen im
in unserem System Medien und Gesellschaft werden da aufgezeigt und dargestellt und analysiert und das in einer Art und Weise, die in meinen Augen weitestgehend, ja, also na, sie kommt in der Dokumentation frei von Verschwörung. Also die Gesprächspartner halten sich da, halten sich nicht zurück, sie drücken sich einfach sehr korrekt aus und ich glaube nicht, dass sie da, ja, sie machen nicht ansatzweise den Eindruck, da irgendwie in die Verschwörungsecke zu gehen. Genau, ich glaube auch, die Gesprächspartner sind eben keine Verschwörungsmenschen, bei der letzten Dame weiß ich es nicht, aber die anderen wirken halt sehr kompetent und von daher ist der Film auf jeden Fall guckenswert. Ja. Ja, obwohl die Macher jetzt doch vielleicht zu hinterfragen sind. Ja. Aber die, wie gesagt, die Interviews sind, die Leute konnten ausreden und alles ist schlüssig und von daher sehr empfehlenswert. Ja, also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen wollen. So ein bisschen Faktencheck oder so ein bisschen Recherche haben wir selber dazu auch angestellt, also indem wir halt eben die Personen, die da auftreten, ein bisschen gegoogelt haben, die Portale ein bisschen geguckt haben, also diese Keck, die eben erwähnte, die habe ich zum Beispiel auch nicht gekannt, diese Konzentration und so weiter, da habe ich dann natürlich auch gesehen, okay, gibt die Internetseite, okay, es gibt den Ausschnitt im Rundfunk-Staatsvertrag, Rundfunkmedien-Staatsvertrag und haben dann auch entsprechend irgendwie bei DE-ENIC mal ein bisschen nachgeschaut, auf wen denn die Domains zugelassen sind, ob das irgendwie so einigermaßen schlüssig sein kann und das ist es eigentlich. Also deswegen, was die Gesprächspartner angeht und da würde ich schon auch sagen, kann man gut vertrauen. Ja, wie wollen wir reingehen? Na, ich würde sagen, wir hangeln uns entlang der Überschriften im Video auch so ein bisschen lang und reden einfach so ein bisschen drüber. Genau. Wie entstehen eigentlich Nachrichten, habe ich als erstes da stehen. Tja, ja, da ist natürlich die Frage, also ein Soziologe, ich weiß jetzt nicht, ich kann das jetzt gerade nicht zuordnen, welcher war es, könnte sogar... Oder war es der empirische Kommunikationsforscher Keplinger? Naja, lass mal nicht so ganz dicht daran bleiben, dass man jetzt nicht die Namen erwähnen muss. Ich denke, jeder kann sich das Video dann noch selber angucken. Es ist anderthalb Stunden lang, glaube ich. Ja, also man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, aber es ist lohnt sich. Kapitel unterteilt, kann man wunderbar stoppen und weiter fortführen. Aber grundsätzlich, wie entstehen Medien? Oder Nachrichten? Genau, Nachrichten. Was meinst du? Tja, da gibt es natürlich ganz viele Filter. Was überhaupt berichtet wird. Und wenn man sich halt anschaut, wie das in der Realität mittlerweile vor allem aussieht, dann gibt es da natürlich ganz, 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 ganz viele Ansatzpunkte für mögliche Fehlerchen oder mögliche Probleme. Zum einen ist es so ein, ist halt die Frage, was ist die Quelle der Medien und oder was ist überhaupt berichtenswert? Und da machen den Filter zumindest in großem Maße sicherlich Nachrichtenagenturen schon mal aus. Also alles, was irgendwie nicht über den Ticker läuft, passiert vermutlich schon nicht. Es sei denn, es gibt eine Alternative, die das produziert, die Nachrichten, sei es PR-Firmen. Die entsprechend was machen und aber in den seltensten Fällen oder vermutlich in den geringsten Fällen sind es halt eben wirklich tatsächlich Journalisten, die losgehen und auf eigene Faust machen. Das wird im Regionalbereich eher noch der Fall sein. Aber also so die Vor-Ort-Berichterstattung, da ist es auf jeden Fall noch schon auch so, aber auch da, das kriegen wir jetzt auch mit, wenn wir hier irgendwie für Potsdam, für die Piraten Pressemitteilungen rausgeben oder so weiter, wie kommen so Zitate zustande und wie kommen so Nachrichten in die Zeitung, da hätte ich jetzt auch vorher einen anderen Einblick oder da hätte ich vorher auch etwas anderes erwartet, als wie das so läuft. Dann da schicken wir halt unsere Pressemitteilungen hin und schon das Zitat fertig und dann wird das halt so übernommen und ja, wir freuen uns darüber, aber es ist halt, ja... Genau, also es gab halt nicht wirklich jemanden, der mit einem geredet hat. Wenn da so ein Zitat irgendwo steht, dann
ist halt so, dass man irgendwie so ein Zitat rausgibt in einer Pressemitteilung und das wird dann abgedruckt. Das Gleiche kann natürlich passieren, wenn man mit einem Medienvertreter irgendwie telefoniert oder sowas, was wahrscheinlich dann bei den etablierteren Parteien wahrscheinlich öfter der Fall ist, als dass sie irgendwelche Mails verschicken, so wie wir das tun. Ja. Aber viel entsteht halt einfach dadurch, dass Leute Mitteilungen rausgeben, die dann übernommen werden, die über die Presseagenturen weitergeleitet werden und dass viel halt voneinander abgeschrieben wird und erst im Nachhinein dann irgendwie geguckt wird, dass man vielleicht noch näher zu diesen Berichten recherchiert und da noch Nachfragen an die Leute richtet, die da irgendwie betroffen sind. Ja, und was halt auch in dem Film rüberkommt, ist, während es früher eben maßgeblich die Nachrichtenagenturen, die entweder teilweise genossenschaftlich organisiert, teilweise aber auch in privatwirtschaftlicher Hand geführt wurden, waren, die den Takt angaben, was läuft in den Nachrichten und was läuft nicht, wurde halt jetzt drauf hingewiesen, ne? Es sind immer weniger Medien oder immer weniger Journalisten und dann orientieren sich alle im Prinzip nach der Masse und im Prinzip gibt es einen Führungshund sozusagen der Welt und alle laufen hinterher und das ist momentan ja irgendwie so Spiegel Online. Also ich meine, vergleicht einfach mal bei Google News, solange das Leistungsschutzrecht das noch nicht verbietet, vergleicht da einfach mal die Überschriften und die Textinhalte von den ganzen Online-Publikationen oder achtet mal so drauf, wenn Spiegel Online irgendwas titelt, das ist eigentlich relativ schnell, dass die anderen in Anführungsstrichen Nachrichtenportale dahinterherlaufen. Also da werden dann halt auch, natürlich macht jedes Medium für sich irgendwie so seine Agenda und das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut. Also ne, es ist ja nicht zwangsläufig notwendig, dass jedes Medium irgendwie die Wahrheit und einen ganz eigenen Punkt hat, so eine gesellschaftliche Debatte. Im Großen kriegst du ja auch nur hin, wenn eben alle in einer bei dem Thema dabei sind. Aber das Thema setzt dann häufig halt eben zum Beispiel auch der Spiegel, beziehungsweise Spiegel Online, die dann eben als erfolgreichstes Portal vermutlich, ich weiß nicht, ob sich das noch geändert hat, aber so die letzten Mal, wo ich nachgeschaut habe, war das immer noch klickmäßig wahrscheinlich das erfolgreichste. Also zumindest im Internetbereich wird es auf jeden Fall Spiegel Online sein, was da einen großen Einfluss hat. Im TV-Bereich sind es dann wieder andere. Ja. Da weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, auch die Öffentlich-Rechtlichen werden da noch ziemlich viel. Da werden die Nachrichten sicherlich auch noch bei den Öffentlichen. Es wird wahrscheinlich auch auf die Zielgruppe ein bisschen ankommen. Und genau das ist dann der nächste Punkt. Wie entstehen Nachrichten, beziehungsweise wie wird Agenda gesetzt? Ist natürlich ganz wichtig, wer steckt dahinter? Also, wenn Medien konsumiert werden, und wir reden ja auch in der Piratenpartei ziemlich häufig von Medienkompetenz, dann ist es heutzutage wichtiger als je zuvor, wahrscheinlich wird es immer schon wichtig gewesen sein, würde ich sagen, aber zu wissen, von wem die Nachrichten eben kommen. Oder würdest du noch bei was anderem? Was anderes vorher? Ich weiß nicht. Ja, naja gut, aber ja, zur Medienkompetenz kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Das steht noch ein bisschen später an. Das ist also auch auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, kommt aber gleich nochmal ein bisschen vertiefender. Wir waren ja beim Agenda-Setting noch so und da ist halt auch die Frage, welche Rolle spielen Medien in Gesellschaft, in unserer Gesellschaft und vor allem halt eben auch in der demokratischen. Es gibt da eben ja dieses Ding, dass die Medien ein Korrektiv darstellen sollen und Missstände aufdecken sollen. Und jetzt sehen wir heutzutage das Phänomen, dass natürlich in jedem Lebensbereich, und da ist der Journalismus nicht ausgeschlossen, das merken wir in diesem ganz hysterischen Kampf um das Leistungsschutzrecht, natürlich ökonomische Bedingungen und ökonomische Realitäten eine ganz, ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Und wir haben jetzt, es wird ja das Zeitungssterben angekündigt und Financial Times und wer war das andere? Die Frankfurter Umschau sind ja schon am Sterben. Sterben jetzt auch schon schön fleißig und da versucht man sich halt irgendwie mit diesem Leistungsschutzrecht noch tiefer ins Knie zu schießen. Und der Journalismus leidet natürlich darunter. Und das führt zu ganz schlimmen, schlimmen Auswüchsen, denen sich immer weniger, also das ist, auf der einen Seite hat man halt immer weniger Redakteure, man hat immer weniger Journalisten, auf der anderen Seite fließen immer mehr Fremd,
Material in die Zeitung ein. Also Public Relations ist da auch so ein ganz, ganz großer Begriff, der viel, wo man viel Geld verdienen kann, also durch Werbung. Dazu kommen wir auch noch. Kommen wir auch später noch was zu, genau. Aber auf jeden Fall, die Medien haben eigentlich, sollten sie ja Missstände aufzeigen und darüber berichten. Stattdessen geraten sie im Prinzip immer mehr unter Druck zu verkaufen, was auch diese, wenn wir Piraten sind, wir die Champions. Wir haben ein Gate jeden Tag, mindestens, ja. Und die Zeitungen produzieren aber so etwas Ähnliches. Sie haben einen sehr kurzen Aufmerksamkeitszeitraum, in dem alle brüllen, das gleiche Thema brüllen. Die Sau durchs Dorf treiben. Genau, da wird die Sau durchs Dorf gejagt und das ist dann nach ein paar Tagen wieder was anderes. Oder manchmal hält es ein bisschen länger, wenn man gerade ein Sommerloch hat oder so. Aber so. Kann man mal den Gutenberg abschießen? Genau, da kann man mal den Gutenberg abschießen oder. Naja, der gute Wolf, der hat ja auch wirklich jede Woche noch eine neue Idiotie rauskommen lassen. Also den BR, der ist ja auch schon lange auf der Agenda. Genau. Europakrise, naja, da hast du eigentlich jetzt, das ist schon wieder gerettet, ne? Da ist jetzt schon nichts mehr. Ja, und das sind natürlich auch so, aber genau das ist halt auch so etwas, wo, naja, also da wird ja im Prinzip jeder Gipfel gehypt, ohne dass dann im Prinzip ein größerer Kontext, also mal der Schritt raus zu überlegen, wo liegen denn so ein bisschen Probleme. Das findet auch statt und das soll um Gottes Willen jetzt ja alles keine Pauschalbewertung sein. Das ist nicht bei allen Medien und nicht bei allen Journalisten so und in vielen Medien, wir konsumieren ja auch ganz viele Medien, aber es ist eben wichtig, verschiedenste Medien zu konsumieren, es gibt ja überall natürlich auch vernünftige Berichterstattung und gute, aber es ist halt eben schwierig, das zu identifizieren oder da eben halt vor allem überhaupt die Vielfalt zuzulassen, also überhaupt zu erkennen, ob man sich aus vielfältigen Quellen informiert oder nicht. Aber das ist ja auch wieder eher Medienkompetenz. Also an sich sind die Medien eben ein sehr wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft, so als Korrektiv. Deswegen gibt es ja auch den Artikel 5 mit der Pressefreiheit, um eben Dinge aufdecken zu können, um Missstände aufzeigen zu können. Und da gibt es ja auch diesen Begriff der vierten Gewalt, dass die Medien quasi als nicht, wie nennt sich das? Du bist hier der Verfassungsrechtler, genau. Ja? Kein Verfassungsorgan sind, aber dass sich das irgendwie so eingebürgert hat, dass es eben diese vierte Gewalt gibt. Da gibt's klar. Sie haben die Aufgabe, im Prinzip den Souverän, das Volk, zu informieren. Also und ohne die Erklärung von Zusammenhängen und ohne das Runterbrechen der Informationen für den Wähler ist ja eine souveräne Entscheidung in der Wahl nicht möglich. Und ich bin ganz felsenfest der Meinung, dass viele Demokratieprobleme, die wir heutzutage haben, auf einen schlechten Gesundheitszustand unseres Journalismus zurückzuführen ist. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt irgendwie die Schlechtesten der Welt sind, aber wir sind bei weitem das nicht. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man Pressefreiheitsindex anguckt, sind wir irgendwie auf Platz 20 oder so von 190 Ländern. Das ist auch nicht toll, aber es ist leider Das ist schon ganz toll. Also ich meine, Platz 20, ich meine, dieser Pressefreiheitsindex sagt halt auch nicht so viel aus. Ganz genau. Weil irgendwo muss ja jedes Land stehen. Ja? Und wenn jetzt alle Länder eine super geile Pressefreiheit hätten, nehmen wir mal an, dann wäre und Deutschland wäre dann auf Platz 100. Nee, das wäre ja. Weil andere Länder noch Bedingungen erfüllen, die noch besser sind, ja. Gut, aber du brauchst dich ja nur umgucken, also ich stelle ganz gern Leuten, die über Deutschland den Rechtsstaatszustand in Deutschland lästern, denen stelle ich gerne die Frage, nenn mir bitte 10 Länder, in denen es rechtsstaatlich besser läuft als Deutschland und das wird schwer. Oder in dem es überhaupt als Gesellschaft gesamt besser läuft. Also Deutschland hat schon auch, ist schon wirklich auch nicht schlecht. Aber dieser Pressefreiheitsindex, da hast du vollkommen recht, ist nicht aussagekräftig. Zum einen, wenn alle top wären und dann muss halt einer Letzter sein. Also der Index ist schon gut. Nein, ich würde dir sagen, aber der Rang ist nicht gut. Nein, der Index ist auch nicht gut, weil der Index setzt sich zum Beispiel damit zurecht, was ist möglich. Und natürlich haben wir eine Taz, natürlich haben wir auch ganz viele Schülerzeitungen und die können alle schreiben, was sie wollen. Und dieser Index bewertet, also dieser spezielle Dame, bewertet eben die Möglichkeit, ob das
machbar ist. Natürlich, heute kann jeder seinen eigenen Blog machen, seine eigene Zeitung machen. Das können wir machen. Das ist die Möglichkeit und die Freiheit haben wir. Das sagt der Index erstmal aus. Dass aber 99% oder 90% der Bevölkerung, wollen wir es mal nicht ganz so schwarz malen, sich nur aus ein, zwei Quellen informieren oder eben nur ein, zwei Produkte konsumieren. Ne? Also beim Fernsehen sagt der Index nicht. Das sagt der Index nicht aus. Und das ist eben das eigentlich Relevantere für den Status der Aufgeklärtheit der Bevölkerung. Ich glaube, solche Sachen wie Konzentration, darauf achtet der Index dann schon wieder. Also auf die Medienkonzentration, in welchen Händen ist quasi sind die Medien. Das weiß ich also, jetzt nicht. Welche Unternehmen stehen dahinter, Organisationen stehen dahinter. Aber an sich, also man kann sich das ja mal irgendwie angucken, wie dieser Pressefreiheitsindex gebildet wird. Da gibt es halt auch ganz gute Erklärungen zu. Und da sieht man dann auch, dass dieser Rang eigentlich fast gar nichts aussagt. Weil, nehmen wir an, also die ganze Welt hätte eine gute Pressefreiheit, dann würde halt Rang 100 auch gut sein. Ja, klar. Also man muss halt dann schon tiefer gucken, wie bildet sich dieser Rang und woraus setzt sich diese Wertermittlung zusammen. Oder wenn alle Länder eine total beschissene Pressefreiheit hätten, dann wäre auch Platz 1 beschissen. Genau, also von daher sagt der Rang jetzt an sich nicht so viel aus. Ja, der sagt scheinbar tatsächlich sogar noch weniger aus, weil es dann auch die Konzentration scheinbar nicht bedenkt. Also da geht es nur, wenn es komplette Monopolstellungen sind, also dann aber... Ja. Und Einschüchterung, Bedrohung, solche Geschichten. Aber Einschüchterung und Bedrohung haben wir in Deutschland auch. Cicero durchsucht, Franz Josef Strauß mit seiner Spiegel-Affäre auch eine große Erinnerung, aber in Deutschland auch. Und das deswegen, also wenn wir jetzt eben ein bisschen gelobt haben, sollte man einfach nur mal ans Landgericht Hamburg gehen und sich die Pressekammer da anschauen. Das ist eine ziemliche Ohrfeige für die Pressefreiheit und der Bundesgerichtshof verteilt regelmäßig selbige auch an die Pressekammer in Hamburg. Ich glaube, die Berliner haben auch nicht so einen guten Ruf, aber in der Regel werden alle internetpresserechtlichen Dinge wegen des fliegenden Gerichtsstandes gerne in Hamburg verhandelt und denn da hat man eine ziemlich pressefreiheitsfeindliche Justiz. Aber das ist... Das wäre auch nochmal ein Thema für eine ganze Menge Podcasts. Ja, und an sich ist es natürlich so, wie du schon sagtest, dass eben viele Leute sich nur aus wenigen Quellen bedienen. Und das ist irgendwie auch zu dem Großteil des Fernsehen. Und was im Fernsehen kommt und dann wahrscheinlich nur auf einigen wenigen Sendern, ARD, ZDF, RTL, ProSieben. Man hat etwa eine Aufteilung von 50% öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also was den Konsum angeht, 50% öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die restlichen 50% verteilen sich fast auf ProSieben Sat.1-Gruppe und RTL. So ist so grob die... Oder habe ich da jetzt irgendwie noch einen vergessen? Nicht ganz. Ich glaube 50% RTL und so weiter, also die prominenten Privatsender. Ja. Also die RTL-Gruppe und die ProSieben-Gruppe. Und dann sind es, glaube ich, irgendwie 45 öffentliche, rechtliche. Okay. Und der ganze Rest ist irgendwie dann in diesen 5% übrigen. Ja, also es gibt natürlich das Leitmedium Fernsehen und darunter dann auch nur wieder ganz wenige. Und wenn das in den Händen weniger ist, die dann quasi auf allen Kanälen dasselbe bringen, genau. Dann ist eben die Vielfalt nicht mehr so da und die die Gesellschaft erfährt eben nur das, was dort quasi gebracht wird. Ja? Genau, darauf weist auch einer der Gesprächspartner ganz stark hin, dass wenn man die Leute fragt oder die Menschen fragt, es ist gerade politisches Ereignis XY, wie bewertest du das? Was ziehen Sie dann zur Bewertung dieses Ereignisses heran? Da ziehen Sie Ereignisse aus der Vergangenheit heran, die ähnlich waren, deren Wissen oder das Wissen darum, was Sie um das Vergleichsereignis haben, ist Sie aber auch nur aus denselben Medien erfahren haben, aus denen Sie jetzt wiederum das neue Ereignis präsentiert bekommen. Und das schafft so eine Art selbstreferenziellen Zirkel, also so was man... Man bedient sich irgendwie immer wieder der gleichen Quellen, ohne dass man in der Lage ist, die Quellen zu bedienen. Oder Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Sat.1 Nachrichten schauen und denken, dann gucke ich mir zur Sicherheit lieber nochmal ProSieben und N24 Nachrichten an, dann habe ich ja drei Sachen gesehen. Es ist dieselbe Redaktion. Und wenn ich dann sage, naja, dann lese ich noch was, weiß ich nicht, was... Also man kann relativ viele Medienprodukte, populäre Medienprodukte konsumieren, ohne dass man das Verlagshaus oder beziehungsweise die Eignergruppe verlässt.
Und das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen bewusst. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür scheint mir, zumindest in den Piraten, die ich kenne, da scheint es mir bei der Piratenpartei auf jeden Fall überproportional hoch zu sein im Verhältnis zu der Normalbevölkerung. Gut, wir wissen, wer dahinter steht. Wir bekommen es ja auch schmerzlich zu spüren im Moment. Ja. Weil die Piraten produzieren anscheinend nur Skandale und nichts anderes in der medialen Welt im Moment. Aber wir als Insider wissen ja, dass da noch viel mehr passiert. Also wir haben Programme geschrieben, wir haben auf unserem Parteitag, der ja angeblich nichts Relevantes zustande gebracht hat, ein quasi Vollprogramm beschlossen inzwischen. Also wir haben ein so gut wie vollständiges Grundsatzprogramm, was dann auch wieder in den Medien so dargestellt wird, dass alles sehr vage bleibt bei den Piraten. Aber es ist Sinn der Sache, dass ein Grundsatzprogramm ein vages Programm ist, weil ein Grundsatzprogramm setzt die Leitlinien für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Na gut, du musst aber auch den Kontrast sehen. Also du hast auf der anderen Seite natürlich auch eine visionäre Persönlichkeit wie Frau Merkel, die von Anfang an immer relativ klar sagt, wo es hingeht. Also die haben ja ein ganz klares Programm und die haben ja auch einen Koalitionsvertrag und die halten sich einfach strikt daran. Es ist halt einfach, da sind keine Floskeln drin. Da ist ganz bis ins Detail geregelt, wie die Euro-Krise gerettet wird. Also du hast natürlich einen starken Kontrast. Die Piraten, die faseln halt so allgemeines Zeug, das keiner versteht. Und dann hast du natürlich solche rockenden FDP- und CDU-Politiker. Das ist ein Niveau, an das kommt man natürlich schwer ran. Na, das war jetzt Ironie. Also es ist bei den anderen Parteien ganz genauso. In vielerlei Hinsicht, wenn man es so an das Grundsatzprogramm der anderen Parteien geht, ist es natürlich genauso, dass es vage bleibt. Und es muss ja auch so sein, aber das wird natürlich nicht vermittelt, das wird verkürzt dargestellt. Viel wichtiger ist doch. Man sagt dann, die Piraten bleiben vage und es wird nichts Konkretes entschieden. Und dass wir jetzt inzwischen ein Vorprogramm haben, dass wir Themen haben zur Gesundheitspolitik, zur Umweltpolitik, zur Transparenz im Detail auch, zur das ist zum Beispiel alles Außenpolitik zur Europapolitik, also das bleibt, fällt dann irgendwo alles hinten runter. Man sagt, das ist alles sehr vage und das bleibt dann so beim Hörer und Seher dieser Medien so hängen. Ich glaube, fließt dann auch in die Bewertung der Partei an sich ein. Genau. Also ich glaube, was halt auch ganz wichtig was uns so ein bisschen zum Verhängnis wird auch, also ich glaube zum einen, dass man uns natürlich auch, da können wir Leistungsschutzrecht vielleicht mal erwähnen, dass man uns da auch zum Teil natürlich feindlich gesonnen ist, aus sehr unerfindlichen Gründen. Auch wir verschwören uns so ein bisschen. Ja, genau. Also natürlich haben Verlagshäuser gerade eben führen gerade ihren idiotischen Kampf ums Leistungsschutzrecht mit allen möglichen Mitteln. Da können wir gleich nochmal was genauer zu eingehen. Wo wir natürlich ein ganz anderes Interesse haben. So, damit hat man möglicherweise zumindest einige, die uns eh schon mal etwas feindlich gesonnen sind, möglicherweise, weil sie auch unsere Position zum Urheberrecht nicht verstehen. Wie auch unsere Position zum Leistungsrecht vielleicht nicht verstehen, unterstelle ich jetzt da einfach mal freundlich halber. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch das Phänomen, dass die Medien es gewöhnt sind, mit den anderen politischen Spielern auf einem bis ins absurde professionalisierten Niveau zu kommunizieren. Da werden Sätze so windelweich geschliffen, dass man im Prinzip alles und nichts rein interpretieren kann. Und man hat die Erfahrung gemacht in unserer jungen Demokratie in Deutschland, dass die Aussagen nicht einen Cent wert sind. Also was vor der Wahl gesagt wurde, gilt nach der Wahl natürlich nicht. Und all so ein Kram. Deswegen oder mit der Erwartungshaltung, dass das alles egal ist, was wir da verabschieden, und mit den Erfahrungen, die man mit den anderen Parteien gemacht hat, wenn man uns dann in den gleichen Topf wirft, kann ich schon verstehen, dass man sagt, naja, da kann halt das und das sein. Man verkennt dann aber, und das wäre die Interpretationsleistung, die ich eben dann verlangen würde, zum Beispiel so Dinge wie, dass halt doch auch eine Linie erkennbar ist. Also wo stehen die Piraten? Ob wir da bleiben und ob wir nicht, wenn wir denn weiter Leute zukommen, und kann sich ja immer so verändern, so eine Partei, ne? Ist halt mit der Demokratie so, dass Meinungen schwappen und ändern sich und da sind die Medien auch massiv dran, aber dass man da zum Beispiel so eine Linie erkennen könnte, die in diese Richtung Plattformneutralität geht zum Beispiel. Was man ableiten kann, was halt auch Inklusion, barrierefreie Zugang, diesen ganzen Komplex, der ist in der Piratenpartei in meinen Augen programmatisch sehr, sehr
sehr wichtig und überpräsent. Und das wird kaum rausgestellt. Beziehungsweise es wird, also das habe ich noch nirgendwo gesehen. Man kann wirklich an jedem Punkt, könnte man sich inhaltlich mit uns streiten, aber ich glaube, man spricht auf ganz anderen, also man hat das Gefühl, die Leute kommen aus ganz anderen Kulturkreisen oder aus ganz anderen Welten. Und ich glaube, und das ist ja auch zum Teil so, während die Medien, glaube ich, in einer wirklich, ja, ich glaube, dass tatsächlich die Medien stärker in einer Filterbubble stecken, als das den Piraten manchmal vorgeworfen wird. Ich weiß nicht, Piraten sind halt auch als Partei sehr anders zu den anderen Parteien. Ja. Weil es ja auch eigentlich... Wir reden jetzt wieder zu viel über die Piraten. Ja, ja, wir reden jetzt viel über die Piraten, weil es ein gutes Beispiel ist an der Stelle. Also, wer auf einen Piratenparteitag geht, der erfährt dort halt chaotische Zustände, die Tagesordnung wird ständig geändert, die Redner reden auch mal Stuss, aber es gibt auch viele Redner, die tolle Sachen reden, manchmal sind es auch dieselben Personen, und wer auf einen CDU-Parteitag geht, der hört sich die Reden des Vorsitzenden an, die Tagesordnung steht fest und ist unumrückbar. Und am Ende stimmen alle dafür. Also das aber bei der FDP, da war auch mal so lustige von der Biene Maja zu reden. Also wenn man als Journalist irgendwie diesen Parteitagen der anderen Parteien ausgeht, die so funktionieren und so einen reglementierten Ablauf haben, dann ist natürlich so ein Piratenparteitag was total Konfuses, Verwirrtes und wenn man dann nicht über die Inhalte berichtet, wie du schon zum Beispiel meinst, dass die Inhalte sowieso nicht so wichtig sind, weil am Ende ja doch nur irgendwie das Tagesgeschäft zählt, was dann irgendwie so aus oder wo dann die Programme dann irgendwie nach hinten verschwinden und das Tagesgeschäft ist halt wichtiger und alles andere fällt halt irgendwie hinten runter, weil man es nicht irgendwie auf die Reihe kriegt. Dann braucht man ja, oder dann ist wahrscheinlich die Konfusion oder dieses Anderssein an sich das Interessanteste. Mhm. Und wenn man diese strukturierte Vorgehensweise dieser Obrigkeitsparteien immer kennt, dann wirken die Piraten im Kontrast dazu extrem äußerst chaotisch. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch... Ich glaube, das kommt dann auch rüber. Ja. Und das wird dann auch vermittelt. Wobei das aber für uns so als Piraten, weil wir ja auch diese Meinungs- oder dass jeder irgendwie was zu einem Thema sagen kann und jeder seine Meinung einbringen kann, das ist uns ja extrem wichtig. Also wir wollen diese Kultur auf keinen Fall ändern. Also auch wenn es uns natürlich auch ganz schön auf den Sack geht, wenn da jemand irgendwie was von fliegenden Untertassen erzählt oder was weiß der Geier, was für absurden Verschwörungen. Aber jeder Spinner soll auch reden können, wenn er nicht gerade ein menschenverachtendes Arschloch ist. Dann soll er gefälligst rausgehen und sich bei den... Ja, dann hat er aber diese Parteien ganze... Das ganze begriffen. Parteien- oder Piraten-Ding nicht begriffen und gehört da gar nicht rein. Ganz genau. Genau. Und ich glaube, das ist. Aber sowas habe ich gar nicht erlebt auf dem Parteitag. Also so Verschwörungstheorien oder irgendwelche menschenverachtenden Sachen. Nichts Großartiges, Erwähnenswertes eigentlich. Nee, ich glaube auch, dass wir da. Aber ich habe auch nicht alles mitbekommen. Besser gefeit sind als die anderen Parteien, weil wir zumindest noch, und ich hoffe, dass das so bleibt, eine sehr starke Truppe an Leuten haben, die auf solche Dinge hinweisen. Also ich meine, zumindest gab es ja den Fail mit dem Inklusionsantrag. Ja. Und der ist ja dann zum Glück auch nochmal, wie heißt es, ja, der steht dann am nächsten Bundesparteitag an. Also an sich gibt es sicherlich Dinge, die wir an unserem Parteitag noch verbessern können. Aber dazu könnten wir später auch noch was sagen, wenn wir dann über den Parteitag reden. Aber ein anderes tolles Beispiel auch zu diesem Thema, eben wie das Bild der Medien oder das von den Medien wiedergegebene Bild Einfluss auf die Menschen nimmt, ist zum Beispiel jetzt das Thema Leistungsschutzrecht und Google. Darf ich vorher nochmal kurz, vorher nochmal bei den Piraten bleiben kurz. Da würde ich nämlich noch sagen wollen, was ganz wichtig ist,
während man eben bei den anderen Parteien häufig so tagespolitischen Kram fährt und diese aufbereitete, also ganz klar PR geschliffene Sätze hört und Schlagworte, und man merkt, dass da auch bestimmte Begriffe geprägt werden, mit denen Wahlkampf gemacht wird, und im Prinzip so eine Berichterstattung stattfindet, ist es zumindest in meinem Dafürhalten mit den Personen, mit denen ich mich umgebe in der Piratenpartei, von denen, die für mich ganz wesentlich sind, weswegen ich noch in der Piratenpartei bin und dem Projekt noch ganz viel Hoffnung entgegenbringe, dass es erfolgreich wird, dass es halt eben viel tiefer geht. Also mir ist wichtig zu wissen, was hält mein Gegenüber von Demokratie? Was hält er, was für Intentionen hat er dafür, dass er das macht? Welche Überzeugungen vertritt ein Mensch? Welche Vorstellung von unserem Zusammenleben hat ein Mensch? Und diese Dinge sind halt viel wesentlicher soll jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, auf wie stehen Sie zum nächsten Rettungspaket XY oder so weiter. Also und das ist halt etwas, was ich bei den aktuellen Politikern total, das ist, geht total nicht nur vermisse, es steht sogar in einem kompletten Widerspruch zu dem, was sie sagen und tun und wofür sie denken, dass sie stehen. Also die SPD gibt vor, eine Arbeiterpartei zu sein. Tut mir leid. Also spätestens Gerhard Schröder hat diese Partei zerstört im Prinzip. Und das mit diesem Steinbrück, ey, seriously? Also wollt ihr mich verarschen? Also was ist denn das noch? Also dann sagt doch mal, dass diese Geschichte mit dem Arbeitervertretungstram euch tierisch leid tut und ihr aber eigentlich ganz gerne irgendwie versuchen wollt, beim Zahnarzt und FDP-Wähler anzukommen. Also da klaffen Ideale oder vorgegebene Ideale und Wirklichkeit so weit auseinander. Und bei Frau Merkel, naja gut, okay, sie ist ja wenigstens so konsequent und sagt gar nichts. Also bei der Frau fehlt mir jegliches, ich würde super gerne mal Fliege an der Wand im Schlafzimmer bei Frau Merkel und Herr Sauer sein, weil bei dieser Frau fehlt mir jegliche Möglichkeit einzuschätzen, wie sie tickt. Ich habe keine Ahnung. Außer, dass ich weiß, dass sie es auf großartige Weise versteht, andere vorzuschicken und vorpreschen zu lassen und mal zu gucken, wer am wenigsten brennt, dem rennt sie hinterher. Da ist null Haltung. Da ist null Aussage, und das ist halt eben in der Piratenpartei, habe ich das Gefühl, anders. Und ich glaube, diese Skepsis, die schadet uns viel auch in den Prozessen, weil wir uns gegenseitig alle, oder ziemlich viele vertrauen sich auch gegenseitig nicht. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir an sich der Politik nicht mehr. Ganz genau, aber es ist halt schwierig, dadurch, sich da zu orientieren noch. Dadurch trauen wir uns auch gegenseitig als Politiker nicht so richtig. Ganz genau. Und das artet dann sicherlich in teilweise auch merkwürdigen und absurden Streits aus, aber es ist eben genau das, also das ist Demokratie. Also die Partei muss jetzt mal Ruhe haben und arbeiten. Nee, Entschuldigung, die Demokratie lebt von einem dauerhaften Widerstreit der Meinungen und nicht von einem, jetzt sind wir mal geschlossen, achten auf unser Bild und marschieren voran. Das war nicht Demokratie, das geht zwar auch beim letzten Mal richtig in die Hose gegangen in Europa, aber das ist es nicht. Sondern das ist das, was die anderen machen. Und so sehr wir Piraten jetzt zwar beispielsweise keine Lösung für die Euro-Krise bringen können, müsste man mal fragen, warum diejenigen, die uns in die Scheiße reingefahren haben, sie denn ausgerechnet haben, beziehungsweise warum die das Vertrauen haben, obwohl sie nicht die Lösungen haben. Also es ist halt. Würde auch interessieren, wie die Meinung der CDU zur Euro-Krise ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, manchmal ist es der Grieche, der Böse, den man rausschmeißen muss und durchs Dorf jagen muss, aber dann. Ja, das ist im Wahlkampf. Das sind irgendwelche Einzelmeinungen von irgendwelchen Typen, die sie da gerade irgendwie gecatcht haben. Ja. Aber wie ist die Meinung der CDU? Ja. Haben die da irgendwas im Programm? Haben die da irgendwas zu beschlossen? Naja, und selbst wenn nicht, dann ist also es irgendwie. Ich glaube nicht. Also man könnte das gleiche Spiel sicherlich auch. Man kann uns das fragen, aber man kann das die anderen genauso fragen und die werden keine einheitliche Antwort darauf geben ganz können. Genau. Sie werden nur irgendwelche Floskeln dröschen, weil sie einfach Floskeln dröschen können. Und bei uns ist das nicht so einfach möglich, weil unsere Führungspositionen so stark umstritten sind quasi, weil wir eigentlich auch gar keine Führungsposition wollen, sondern irgendwie eine Meinung, die aus der Meinung vieler genau oder entsteht. Und im Gegensatz dazu haben wir eine gewisse Grundhaltung, und das wird für die Piratenpartei eben, wo ich eben schon mal aufgewärmt habe, also ich wiederhole mich da tausendmal, glaube ich, weil für mich dieses Plattformneutralität und Barrierefreiheit, Inklusionsding irgendwie so für mich das zentrale Element bei den Piraten auch ist, und das scheint sich ja irgendwie bis jetzt immer im Programm wiederzuspiegeln. Ich bin erstaunt, dass das funktioniert. Das Entscheidende wird sein, dass die Partei
sich auch an diese Entscheidungen der Masse hält. Also diese Entscheidungen der Basis hält. Und dass sie das auch durchzieht und eben nicht, wie die SPD auf einmal sagt, liebe Arbeiterschaft, herzlichen Glückwunsch, ihr habt da Hartz IV, eure Rente macht dann mal bitte schön da drüben im Spielcasino bei den netten Gebrüdern Lehmann und schauen wir mal, wie es läuft. Ach ja, ihr dürft dann in 5 Jahre später erst in Rente gehen. Also dieser Verrat an allem, was eigentlich so, naja, da so hinterstand zwischen. Also ich hoffe, dass dieser Bruch eben beim Piraten, vielleicht wird er kommen, ich weiß es nicht, dann werde ich da nicht mehr bei sein, aber ich hoffe, dass es zumindest, falls wir den Weg der Grünen gehen sollten, dass es noch ein bisschen dauert und dass wir ein bisschen nachhaltigeren Eindruck lassen, was das angeht. Weil wir halt eben, da sehe ich halt die Chancen bei den Piraten, dass es eben nicht so geht, weil wir Möglichkeiten haben, die Grünen damals zum Beispiel nicht hatten, wie das Internet und so viel Shitstormerei da gerade losgeht über die ständige Mitgliederversammlung und so weiter, da streiten wir uns ja intern auch noch richtig stark. Solche Dinge, tut mir leid, die müssen einfach kommen. Das sehe ich irgendwie als alternativlos an. Ob gut, das funktioniert und so, aber genau, das stimmt ans Ende. Genau, okay. Ja, also das sehe ich aber als ganz wichtigen Fortentwicklungsschritt. Aber, ich muss jetzt ganz dringend auf Toilette. Dann machen wir doch einfach mal ein Päuschen. So, mit frischer Mate. Genau. Wieder zurück. Genau. Und weiter geht's. Wir haben die Weihnachtsmate. Prost. Ja, wir kommen jetzt mal weg vom Piratengejammer. Genau. Und probieren eine Weihnachtsmate aus. Die Winter Edition, die wir uns geleistet haben, die ja ein bisschen teurer ist. 4 Cent. Wenn wir die mal live bewerten in unserem medialen Output, den wir hier schaffen. Und ja, neuer ist Zimt drin oder sowas. Es schmeckt ein bisschen zimtig. Ja, naja. Muss man wissen. Leistungsschutzrecht. Wolltest du als Beispiel noch trinken einbringen. Wir mal weiter und sagen noch was dazu. Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, beispielhaft, um mal ein Beispiel zu geben, Google. Genau, also wir haben jetzt im Moment gerade diese Debatte um das Leistungsschutzrecht, die ja auch gestern im Bundestag war. Ja. Heute ist Freitag, gestern war Donnerstag, da war Bundestagsdebatte. Ich hab's mir live angetan. Und das war auch ganz furchtbar, was die CDU und die FDP da in weiten Teilen abgesondert hat. Aber die haben natürlich die Medien hinter sich an der Stelle. Die Medien. Wobei man natürlich sagen muss, nicht alle Medien, sondern nur die großen Einflussreichen, die auch was haben vom Leistungsschutzrecht. Genau, man muss dazu mal kurz auch das Leistungsschutzrecht vielleicht ein bisschen erklären oder worum es da im eigentlichen Sinne geht. Ich erkläre mal das Leistungsschutzrecht. Ganz tollen Tweet bekommen. Das Leistungsschutzrecht ist ungefähr so, wie wenn du zum Beispiel abends auf eine Party willst und du nimmst dir ein Taxi und lässt dich da hinfahren und bist dann da auf dieser Party und trinkst irgendwie das Getränke. Das war bei Twit Longer, oder? Wie viele Tweets waren das? Weiß ich nicht. Also du bist auf dieser Party und trinkst dort Getränke und bezahlst dort Eintritt und so. Aber die Partyveranstalter hätten gern noch Geld vom Taxifahrer, die dich da hingebracht haben. Ja. Genau, das ist das Leistungsschutzrecht. Nur eben auf das Internet gemünzt. Also soll es halt darum gehen, dass diejenigen News-Aggregatoren, die quasi kleine Schnipsel aus den Verlagen, aus den Medien, wie zum Beispiel Spiegel Online, verlinken, um darauf aufmerksam zu machen, dass das Spiegel Online gerade um dieses und jenes Thema einen neuen Presseartikel rausgegeben hat, die sollen jetzt mit Hilfe des Leistungsschutzrechts dafür bezahlen, dass sie auf Medien aufmerksam machen. Der Taxifahrer muss bezahlen. Ja, genau. Okay, erklär es mal ein bisschen strukturiert. Ja, okay. Im Grunde ist es ja richtig. Also im Prinzip wollen die Verlage Geld dafür haben, dass Geschäftsmodelle wie News-Aggregatoren, wobei ja das Witzige ist, Google News zum Beispiel verlinkt, hat ja nicht mal Werbung, also da ist ja nicht mal Werbung geschaltet. Aber dass eben solche Angebote
die eben Ausschnitte aus Zeitungen publizieren sozusagen, dass die dafür Geld bezahlen müssen. Und das eigentlich Absurde an der ganzen Geschichte ist, dass das nicht mal im Interesse der Verlage sein kann, zumindest nicht langfristig. Also kurzfristig gesehen hofft man sich natürlich als Verlag von den großen Anbietern wie Google eben da Geld. Und das ist irgendwie momentan ganz schön, weil man ganz offensichtlich bei keinem der Verlage irgendwie ein Plan besteht, wie sie das mit dem Journalismus und dem Internetzeitalter irgendwie auf die Reihe kriegen wollen. Also da scheint nichts zu geben, außer dass da irgendwie Einzelne mal mit einer Paywall diskutieren. Aber das scheint es da nicht zu geben und da will man jetzt darüber Geld haben. Als ganze Art Absurdum geführt wird im Prinzip damit, dass Suchmaschinen und News-Aggregatoren die Hauptlieferanten von Verkehr für diese Internetseiten sind. Das heißt also, wie du schon gesagt hast, im Prinzip profitieren die Verlage schon von diesen News-Aggregatoren und den Suchmaschinen, weil darüber ihre Benutzer sie finden. Gleichzeitig könnten sie, wenn sie denn das nicht wollten, oder nur gegen Entgelt, wären sie mit einer klitzekleinen Änderung in ihrer Domain dazu in der Lage, die auszusperren, indem sie in ihre robots.txt reinschreiben würden, Google, du darfst hier das alles nicht indizieren und dann bleibt Google raus und dann würde das nicht passieren. Und gleichzeitig setzen sie ja auch, ich meine, man muss sich mal bei Spiegel Online in die Redaktion begeben, also irgendwo habe ich da mal einen Bericht drüber gesehen, da sah man die ganzen Monitore, wie da in Echtzeit verfolgt wird, wie denn so die Klickraten sind auf die Artikel und wo die Leute herkommen und wie man da im Prinzip genau auch versucht, man kennt diese wunderbare Berufsgattung der SEOs, ne, der Search Engine Optimizer, und jeder Verlag setzt auch ganz viel Geld daran und ganz viel Mühe daran, schaut euch einfach mal nur die Links an von Spiegel, wie die heißen, wo der ganze Artikelname da schon irgendwie mit drin steht, um einfach gefunden zu werden von den Suchmaschinen. Das heißt, sie bezahlen jetzt schon Leute, um möglichst hoch da reinzukommen in diese Suchmaschinen, weil sie wissen, dass sie davon abhängig sind. Und jetzt wollen sie dafür auch noch Geld haben. Also das ist irgendwo, das ist in sich so widersprüchlich und merkwürdig und komisch und absurd. Aber genau, wie wir, um wieder zum Medienthema die Kurve zu kriegen, wenn man sich die Medienberichterstattung anguckt, dann sieht man nur, dass hier, dass man hier im Prinzip nur die Verlagsseite präsentiert bekommt. Und das ist eben keine ausgewogene Berichterstattung. Gleichzeitig macht man jetzt Google den Vorwurf, sie würden ja Eigeninteressen verfolgen, indem Google hat jetzt auch Anzeigen geschaltet überall in allen Medien und hat auch auf seiner Startseite, glaube ich, einen schwarzen Balken gemacht. Ich habe das gar nicht gesehen, ich war an dem Tag nicht, und irgendwann einen schwarzen Balken, glaube ich, auf der Seite und haben auf jeden Fall eine Kampagne gestartet gegen das Leistungsschutzrecht. Und da brüllen sie alle, und das war auch in der Bundestagsdebatte amüsant bis erbärmlich zu sehen, wie die Abgeordneten diese Argumente aufgegriffen haben, dass Google ja hier nur seine Eigeninteresse verfolgt. Ja, aber die Verlage auch. Und die Verlage in der Berichterstattung um das Leistungsschutzrecht machen das sogar mit einem Mittel, dem des Journalismus, wo sie eigentlich vorgeben, neutral zu berichten und Informationen rüberzubringen. Und das haben sie in dem Teil eben, zumindest in der breiten Masse von den großen Medien, die als einzige die Profiteure wären, die Leitmedien, haben sie eben nicht getan, sondern das war eine absolut einseitige Berichterstattung. Da wird dann hinkende Vergleiche gezogen wie, das ist ja Diebstahl, wenn die sich da bereichern auf unsere Kosten und weiß der Geier, was für ein absurder Stuss da erzählt wurde. Und da wurde eben nicht die Seite gebracht, dass es ja möglicherweise ein Problem ist, was die Informationsfreiheit im Netz gefährdet und all die ganzen Gegenargumente, die Google jetzt bringt, natürlich aus Eigeninteresse, die haben sie aber halt eben nicht gebracht. Und das ist das, was auch eben die Netzgemeinde und die Piraten so aufbringt. Denn natürlich, sowohl die Verlage in ihrer einseitigen Berichterstattung als auch Google vertreten Eigeninteressen. Aber wenn man sich die Argumente anschaut, ja, Entschuldigung, dann hat halt Google recht und ja, also das wäre im Prinzip dann Aufgabe eines Journalismus gewesen, diese Argumente zu sehen, herauszugreifen. Es wird ja überhaupt nicht über die Argumente berichtet. Genau. Also es wird in dieser Debatte jetzt um das Leistungsschutzrecht, also das Leistungsschutzrecht ist definitiv ein Kind des kranken Journalismus, ja. Dass sie im Moment die Umsätze wegbrechen, weil sich immer mehr Leute übers Internet informieren und nicht mehr die Tageszeitung kaufen. Also sie versuchen irgendwie auf Teufel komm raus Geld zu beschaffen,
und wollen jetzt irgendwie an die großen Aggregatoren, die Geld verdienen, indem sie Werbung schalten, die halt neben den Suchbegriffen stehen. Genau, und das ist natürlich Google ein gutes Feindbild. Aber es wird überhaupt nicht über das Leistungsschutzrecht berichtet. Genau, das stimmt. Es wird gesagt, es geht ums Leistungsschutzrecht. Und es wird berichtet, wie scheiße doch Google ist. Also es geht nicht um die Thematik. Es wird nur aufgegriffen, was Google für Mist macht. Und Google macht definitiv Mist. Also man berichtet Apple aber mehr. Apple hat aber keine Suchmaschine. Also Google macht definitiv Mist, aber man geht nicht auf das Thema ein, sondern sucht sich andere Dinge, um irgendwie den Botschafter malig zu machen. Da wird eine Kampagne gefahren. Es wird eine Kampagne gefahren für das Leistungsschutzrecht, ohne das Leistungsschutzrecht überhaupt in Frage zu stellen. Und da kommen wir auch wieder eine wunderbare Kurve zum Journalismus kriegen. Können wir wieder eine gute Kurve zum Journalismus kriegen. Natürlich ist es eine Frage, und die beschäftigt auch alle Piraten, oder sehr viele Piraten zumindest, die ich kenne, ganz stark. Wir müssen uns Gedanken darum machen, wie wir den Journalismus bezahlt bekommen und wie wir es schaffen, dass es einen breiten, vielfältigen Diskurs in Medien gibt. Und dass es auch eben viele Journalisten gibt und dass es eben Journalisten gibt, die nicht als freie Mitarbeiter mal hier, wenn sie Glück haben, ein paar Euro Zeilengeld kriegen, sondern die vernünftig ausgestattet sind, die vor allem auch mal die Möglichkeit haben, lange Recherchen zu machen, aufwendige Recherchen zu haben. Also das brauchen wir. Und da sind sicherlich auch Verlage gefragt, die da sind und eben mal so einen Journalisten 3-4 Jahre oder 5 Jahre oder weiß der Geier wie lange eben durch die Welt reisen lassen und an bestimmten Stories dran zu bleiben. Das brauchen wir und das ist eine wichtige Frage. Das Leistungsschutzrecht ist allerdings eben nicht die Lösung. Das ist halt ein Witz. Wird das Problem nicht lösen. Und es ist interessant. Ganz im Gegenteil, das Leistungsschutzrecht schafft Probleme. Das wird Probleme geben. Ich nehme nicht an, dass Google darauf eingehen wird. Ach, Google wird entweder nicht zahlen oder sie werden einfach nicht mehr auf diese Seiten verlinken. Und Facebook zählt ja auch darunter, ne? Wenn ihr unter Freunden einen Link shared, dann ist da auch ein Teaser, dann ist da auch kurz der Anriss von dem Artikel, das dürfte dann auch nicht mehr steigen. Genau, die werden einfach nicht mehr diese Snippets bringen. Und dadurch werden die Verlage noch weniger Klickraten haben und die Menschen werden weniger informiert werden über die Themen, die gerade aktuell sind. Und das ist halt die Konsequenz, die dann hinterm Leistungsschutzrecht steht. Also es wird einfach eine noch schlechtere Information entstehen. Also Menschen werden noch weniger informiert werden. Also es wird eher noch so kommen, dass sich dann... Beziehungsweise die Verlage werden vor allem natürlich auch noch weniger Geld haben, weil sie natürlich ihre Werbung dann nicht mehr vermarkten können, weil dann entsprechend nicht mehr so viele Klickraten. Also ich glaube tatsächlich, dass das dann eher dazu führt, dass das halt ein paar überleben werden. Ich weiß nicht, ob... Was ich mir vorstellen könnte, was passiert, wenn wir jetzt ein Leistungsschutzrecht hätten, ist, dass die Suchmaschinen in Deutschland einfach nicht mehr diese Snippets anbieten. Sie werden einfach nicht mehr verlinken auf die auf Spiegel Online, auf Süddeutsche, auf all die Leute, die halt Artikel publizieren im Internet. Stattdessen werden die Menschen sich bestimmte Zeitungen raussuchen, die sie für okay halten und von noch weniger Vielfalt quasi am Ende informiert werden. Also sie googeln nicht mehr nach einem Thema, sondern sie gucken direkt nur bei Spiegel Online. Ja. Gucken direkt nur bei Süddeutsche, gucken Fats, direkt nur Bild. Bei der FAZ, nur bei der Bild. Und das gesellschaftliche Wirken der Medien wird dadurch noch einseitiger. Gleichzeitig schafft man kleinen Projekten, River oder sowas, schafft man natürlich riesige Hürden. Es wird wieder eine ganze Menge an Abmahnungen. Also egal, also dieses Leistungsrecht, das kommt noch dazu. Guckt euch das an. Es ist Schwachsinn. Versucht es zu verstehen. Oder es ist ja nicht so schwierig zu verstehen. Lest es euch mal durch, schaut es euch mal an. Und dann schaut euch mal an, wie Presse darüber berichtet. Und vor allem auch, wie Politiker dazu Stellung nehmen. Und das ist teilweise, also das ist an so Absurdität echt schwer zu überbieten. Und es blendet halt das eigentliche Problem aus. Also es blendet halt wirklich das eigentliche Problem aus. Und auch da sehe ich wieder
da muss man wieder die Kurve zu den Piraten nehmen. Oder ich wieder zumindest. Damit, man steckt da zu sehr drin. Da ist halt eben auch wieder, während es bei uns eben dann so die Frage ist, wir müssen uns darum Gedanken machen. Wie kriegen wir es hin, dass wir eben einen Journalismus haben, der verdient, der wo eben der bezahlt wird, der eben uns versorgt, der eben breit gefächert da ist. Und ich sehe halt auch eine große Gefahr eben, genau wie du gesagt hast, man findet dann nur noch, man geht dann nur noch zu den großen Marken, die man kennt. Genau, und die kleinen sterben. Und die kleinen, fallen halt weg. Also und genau, sollten sich Google darauf einlassen, auf den Kram, dann ist halt auch klar, dass sie Verträge mit Bertelsmann machen, da hast du schon mal die Hälfte aller Medien abgedeckt, mit Springer machen, da hast du den größten Teil des Restes abgedeckt und dann kommt noch Bauer Verlag. Dann hast du drei Verlage, mit denen machen sie die Verträge. Die kriegen vielleicht dann auch ein bisschen Geld, wenn Google diese Sachen machen sollte. Ich wünsche mir und ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden, sollte es denn tatsächlich durchgezogen werden mit diesem Leistungsschutzrecht. Dann gibt es eben für die ganzen anderen keine Snippets mehr. Halt nichts mehr. Und das ist dann wieder eine Konzentration, die gefährlich wird. Ja. Und andererseits ist dieses Gesetz auch so schlampig, dass man nicht genau sagen kann, wie sieht es denn jetzt aus mit anderen Informationsaggregatoren. Also, wie sieht es aus mit großen Blogs, die auch Informationen aus verschiedenen Quellen gewerblich quasi, also weil sie auch selber Werbung schalten. Das ist ja schon die Frage, wo fängt gewerblich an? Ich habe also einen Blätterbutton auf der Seite, ist das schon gewerblich? Ist das schon, ja, ich habe ich auch. Also es steht ja nicht da, Blogs sollen ja eigentlich nicht nicht stehen aber drin, Suchmaschinen sein, aber, und sonstige gewerbliche. Aber es bildet eine neue Rechtsunsicherheit und das ist natürlich für diese ganze Abmahngewerbe auch eine neue große Einnahmequelle. Also wer jetzt da profitieren wird, sind vor allem diese ganzen Abmahnleute. Ja, die Juristen müssen halt auch von irgendwas leben, ne? Also einerseits werden natürlich die großen Verlage, die großen Medien könnten davon profitieren, entweder indem sie die Verträge machen oder indem sie die Verträge nicht machen und die Leute direkt auf ihre Seiten gehen. Und andererseits wird die Abmahnindustrie, sage ich jetzt mal, es ist ja davon profitieren. Aber worüber man sich eigentlich Gedanken machen muss, ist, wie kriegen wir es hin, dass Medien im Internet so viel Geld haben, Mittel haben, um unabhängig guten Journalismus zu machen. Genau. Und ja. Fürs Internet, da sind sie halt selber für verantwortlich. Und das geht nicht mit dem Leistungs- ja nicht so, dass wir jetzt irgendwann das Presse-Kostenlos-Publikationsgesetz irgendwann mal verabschiedet haben, sondern wenn man sich die Entwicklung im Netz anschaut, es waren die Verlage, die jetzt das Leistungsschutzrecht fordern selber, die ihre Inhalte im Netz kostenlos reingestellt haben, für jedermann lesbar. Und sie haben es halt kollektiv verpeilt, sich um Geschäftsmodelle zu kümmern, wie man im Internet Geld verdienen kann. Und ich weiß, es ist eine ungeklärte Frage. Und auch wenn es irgendwie von einzelnen Self-Publishing-Leuten vielleicht möglicherweise irgendwelche Refinanzierungsmöglichkeiten über Spenden, über Flatter, über weiß der Geier, was alles gibt, das reicht nicht aus, um einen Journalismus zu finanzieren, wie wir ihn brauchen. Es reicht eben nicht aus, um großflächig uns ein vielfältiges Angebot zu machen. Und das sind Probleme, die zum einen die Verlage selber angehen müssen, indem sie sich überlegen, wie man kreative Modelle des Journalismus entwickelt, der irgendwie bezahlt wird. Zum anderen müssen wir uns aber auch als Gesellschaft fragen, und ich glaube, das ist halt wirklich ganz wichtig, was es uns wert ist. Und ob wir dann nicht irgendwelche Modelle finden müssen, diesen Journalismus zu ermöglichen. Und wie auch immer das aussieht, also da muss es irgendwas geben, aber es kann halt nicht funktionieren mit so einem komischen Leistungsschutzrecht, was im Zweifelsfall Monopole fördert und vor allem halt, es ist ja im Prinzip diese Analogie, die wir auch in jedem dieser anderen lächerlichen Streits haben, wo eine Branche durch die Digitalisierung und durch die Vernetzung überrollt wurde. Sie kommen immer so scheinheimlich daher,
für die Journalisten und den Qualitätsjournalismus und bla. Ja, wie ist es denn um den Qualitätsjournalismus bestellt und wie gut leben denn die Journalisten davon? Genauso wenig wie die Musiker groß davon verdienen in der breiten Masse von den Verteilungsschlüsseln der GEMA oder von dem Urheberrecht als solches, weil die Verträge in der Regel so aussehen, tritt alle Vermarktungsrechte ab und hier kriegst du halt deine 2 Cent pro verkaufter CD. Das ist auch wieder eben genau diese Heuchelei. Und es ist eben nicht der Journalist, der am Ende davon profitiert. Und die Verlage hatten halt jetzt über Jahrzehnte ein Monopol, zum einen auf Druck im Prinzip, also Druckerzeugnisse, aber eben auch im Fernsehen begrenzte Lizenzen, begrenzte Sendelizenzen und so ein Kram. Das ist mit der Digitalisierung im Fernsehen sicherlich ein bisschen aufgeweicht. Da gibt es jetzt auch ganz, ganz viele Sender und so weiter. Aber im Prinzip gucken es halt doch nur irgendwie alle die 2-3 gleichen Gruppen. Also sie hatten da eine Monopolstellung und das war, genau wie bei der Musikindustrie, eben, das war eben Big Business. Da wurde richtig Geld gemacht. Und bei der Musikindustrie merkt man jetzt eben auch, dass es diesen Effekt des Longtails gibt. Also dass eben jetzt viel mehr Menschen noch verdienen können als vorher. Also die Masse der Umsätze macht man eben mit den Kleinen. Man hat dann zwar irgendwie seine Britney Spears, die vorne wegläuft, und gleichzeitig hat man aber eben dadurch, dass es eben alles angeboten werden kann, alle Musik im Angebot, und durch die Kleinkünstler oder die kleineren, unbekannteren Künstler verdienen die in der Musikbranche in der Summe mehr als durch die ein, zwei Top-Leute, die sie haben. Und ich glaube, sowas wird es im Journalismus auch geben. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, aber wir müssen halt irgendwelche Lösungen dafür finden. Aber das Leistungsschutzrecht ist von vorne bis hinten so lächerlich. Aber wir wollten ja eigentlich beim Journalismus bleiben. Also ja, das Rolle ist, der Medien in der demokratischen Gesellschaft ist ein wichtiges Thema, ja, über das wir uns wirklich intensiv Gedanken machen müssen. Und da muss sich vor allem auch die demokratische Gesellschaft Gedanken machen und nicht die Verlagshäuser oder die Aktieneigentümer der Verlagshäuser, also nicht die Anteilseigner der Verlagshäuser. Und momentan führt die Debatte, wird die Debatte zumindest medial ausschließlich von Seiten der Verlage bestimmt, die eigenwirtschaftliche Interessen haben und das nicht mal vorgeben, sondern angeben, für den guten Qualitätsjournalismus zu kämpfen. Und das ist einfach mal falsch. Also ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie diese Ziele nicht verfolgen würden, also dass Sie nicht glauben, dass Sie sie verfolgen, aber Sie sind da einfach auf dem Holzweg. Ja. Und da muss die Gesellschaft auch ein Problem des Fortschritts einerseits, also des Internets, und andererseits auch des Kapitalismus. Weil irgendwo muss das Geld herkommen. Ja. Und wenn man, also so als Lösungs- oder als einfache Lösungsmöglichkeit, könnte man jetzt ja sagen, wenn wir ein BGE hätten, Ausrufezeichen, dann wären ja Journalisten erstmal grundsätzlich schon mal abgesichert. Also sie hätten ihr Auskommen an sich. Ja. So, also sie können quasi ihrer Arbeit nachgehen. Und alles, was sie an Werbung, an verkauften Zeitungen, an sonstigen verkauften Artikeln noch dazu bekommen, kommt obendrauf. Also einfache Lösung BGE könnte, mal ganz abgesehen von den Problemen, die ein BGE schaffen könnte, aber die einfache Lösung des BGEs könnte schon eine Hilfestellung sein an der Stelle. Ja. Obwohl das wahrscheinlich ein bisschen zu einfach gedacht ist. Ganz klar. Ja klar, also BGE ist sicherlich bin ja auch ein ganz klarer Befürworter des BGEs, aber einfach nur, weil mir momentan die angebotene Alternative fehlt. Das ist ja auch so ein wunderschönes Beispiel. Also jeder Journalist grundsätzlich abgesichert ist und er Journalismus machen will, aus seiner Überzeugung heraus, dass es was Wichtiges ist. Es ist ja auch ein sehr ideeller Beruf. Ja. Und das ist ja auch die Tragik, glaube ich. Also wenn er nicht damit reich werden will, genau, dann wäre er grundsätzlich abgesichert und bekäme alles, was er dazu verdient, obendrauf. Genau. Ich glaube, dass das ja auch ein großer Teil der Krise des Journalismus ist, dass eben genau das eben nicht mehr gewährleistet ist, dass Journalisten vernünftig leben, zumindest nicht in der Masse.
Und das ist eben auch das Problem mit dem, wo ich eben schon mal angedeutet hatte, mit der PR-Geschichte. Ne? Also wo wird Geld verdient? Ja, mit Werbung. Und wie viele Artikel sind eben, kommen eben möglicherweise fast eins zu eins aus PR-Schmieden. Habe ich jetzt nicht weiter mehr nachgeschaut. In der Dokumentation wurde angesagt, dass es in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre Studien dazu gab und Untersuchungen dazu gab und 40% aller Produktionen in den Medien eben auf PR-Arbeit zurückzuführen sind. Und schaut man sich heute mal an, ich habe jetzt seit Jahren keinen Fernseher mehr, zum Glück, muss ich auch sagen. Aber damals kann ich mich noch erinnern, ich weiß nicht, gibt es Galileo noch? Ja. Ne? Also das wird von unseren großartigen journalistischen Ikonen des ProSiebens als Wissensmagazin, glaube ich, verkauft. Dass das aber von vorne bis hinten im Prinzip eine einzige Werbeveranstaltung ist. So, weiß ich nicht, wie kommt denn der Hasbro-Schriftzug auf das Monopoly-Spiel? Um dann irgendwie eine Stunde lang da das Monopoly-Spiel von Hasbro zu zeigen. Oder wie kommen denn die tolle, ja, weiß ich nicht, Coca-Cola in die Coca-Cola-Dose? Und was ist denn Coca-Cola für eine geile Idee mit der Dose? Und also das ist halt einfach, das ist komplett Werbung. Und schlimm wird's in dem Moment, wo es als redaktioneller Inhalt verkauft wird. Und das haben wir halt mittlerweile überall. Also das haben wir, das ist so durchsetzt, diese PR-Geschichten. Und natürlich wird PR dann auch raffinierter. Ich meine, das ist ja auch nicht immer nur ein Unternehmen. Es gibt ja auch ideologische PR. Ich erinnere an die Vorabendserien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft einfach mal so Satzversatzstücke gekauft hat im Text. Also sie haben redaktionell auf das Drehbuch eingewirkt, um Sätze reinzupacken wie... ja, und dann gibt's ja noch die Lohnnebenkosten, die so hoch sind, und denken Sie auch an die Krankenkasse und das und das und das, da kann man sich das ja heute nicht mehr leisten. Ich würde Ihnen ja gerne mehr bezahlen. Also totale neoliberale Agenda und Meinungsmache und Stimmungsmache. Also wir hatten im Repetitorium einen großartigen Repetitor, einen sehr reflektierten, der auch immer sagt, und lassen Sie sich bitte nicht diese Scheißlügen von den Lohnnebenkosten und von den zu hohen Gehältern, die wir in Deutschland zahlen, vorbringen. Ne, also da wird halt eben der ganze, da wird halt auch politische Manipulation betrieben zum Teil. Und das sind Sachen, wenn wir einen Journalismus hätten, der funktioniert und der finanziert wird, dann wäre er auch weit weniger anfällig dafür. Und das ist derzeit nicht mehr gegeben. Und das ist gefährlich. Das ist verdammt gefährlich, weil... Also wir haben noch unseren öffentlich-rechtlichen Bereich, der wird ja aus der GEZ finanziert. Ja. Und ab die haben Haushaltsabgabe, ja. Die haben noch die Möglichkeit, relativ unabhängig. Brender. Ja. Relativ, ja klar, da kämen wir jetzt zum nächsten Thema, Medien und Politiker. Ja. Also die Einflussnahme von Politikern in Medien und gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo die Rundfunkräte ja. eben von Politikern vor allem besetzt sind oder Leute, die irgendeiner Partei nahestehen, besetzt sind, da haben die natürlich große Einflussnahme. Aber grundsätzlich ist diese Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine wichtige, weil dieser Journalismus an sich unabhängig sein soll, finanziert aus allen Menschen dieses Staates, die eben diese Medien konsumieren und eben Sparten anbieten soll, die nicht rein marktwirtschaftlich funktionieren. Also das eben auch mal... Sie sollen vor allem halt auf Ausgeglichenheit setzen. Dafür hat man ja auch Senderplätze bei den Privatsendern geschaffen, wo diese Drittanbieterfenster, oder wie heißen die? Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Es gibt Fernsehfenster, auch im privaten Rundfunk, die von anderen Anbietern besetzt werden, wo es dann andere Programme gibt. Auch das funktioniert leider nicht. Aber RTL muss irgendwie so ein Fenster zwischen wahrscheinlich 1 Uhr nachts und irgendwas. Ich glaube, dieses DCTP-TV haben die da immer laufen. Wo sie dann auch anderen den Zugang zu ihrem Sender geben müssen, weil sie eben so viel erreichen und tralala, um da ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Aber da sind es halt eben strukturell immer wieder die gleichen Firmen, die den Zuschlag bekommen, auch wenn sich viele andere bewerben. Also da funktioniert das Auswahlverfahren auch nicht. Naja, bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist der politische Druck riesig. Also die Rundfunkräte sind halt, ja, die sind halt durchsetzt von Politikern. Das ist
Kurt Beck und Koch und wie sie nicht alle heißen, das Spektakel beim ZDF um den Rauswurf des, oder beziehungsweise die Nichtverlängerung von Klaus Brender damals auf Antrieb von Roland Koch, ist im Prinzip so eine Momentaufnahme, wo das mal für alle ganz stark sichtbar war. Also das funktioniert, die Einflussnahme funktioniert da nicht so primitiv wie dieser Trottel aus Bayern, der dann das tatsächlich geschafft hat, da anzurufen und im ZDF und zu sagen, hier, macht das mal nicht, hier über den SPD-Parteitag berichten. So primitiv funktioniert das in der Regel nicht. Das, also wer so auffliegt, der hat es halt nicht verstanden, wie das da funktioniert mit der Korrumpierbarkeit. Aber im öffentlichen Medienrecht-Vorlesung, die ich hatte, das ist halt strukturell durchsetzt und da war im Prinzip jegliche Illusion von freier Berichterstattung, also im Ideal klar und das ist sicherlich auch nicht offensichtlich, aber da gibt es halt systematische Probleme und strukturelle Defizite, die eben angegangen werden müssen. Also die Rundfunkräte haben da zu viel Einfluss und ja, beziehungsweise die sind halt zu sehr politisch durchsetzt. Ja, also das sind auch Sachen, die man entflechten müsste. Also da müsste man die Verbindung oder die Macht, die Politik auf die, vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien ausübt, auch irgendwie entflechten, sodass die wirklich unabhängig arbeiten können. Ja, im Idealfall sollten. Und es gibt auch ganz tolle Programme, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Deutschlandfunk, ich werbe mal für den Deutschlandfunk, da gibt es ganz tolle Podcasts, die beschäftigen sich dann wirklich mal 15 Minuten mit einem Thema und da kann man da kann man gute Informationen bekommen, die wirklich wertvoll sind und die nicht irgendwie zusammengekürzt sind fürs Fernsehen. Aber das muss man auch sagen, im Prinzip kann man, also genau bei, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, aber möchte ich hier trotzdem nochmal bringen an der Stelle. Natürlich gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gute Sendungen und auch im Fernsehen, also gar keine Frage. Und auch da, es gibt natürlich auch bei privaten Medien gute Artikel und es gibt natürlich auch gute Beiträge und gute Fernsehbeiträge irgendwie bei privaten. Das gibt es natürlich, aber halt in der Masse ist es halt eben nicht der Fall. Und das ist eben auch die Wirkung, die so katastrophal ist oder die so schlimm ist. Also, ne, wenn jetzt 90% der Medien irgendwie den ganzen Tag lang das eine berichten und dann gibt's und dann gibt's halt eben nur ganz selten irgendwie, man muss suchen sozusagen nach den Perlen. Und für denjenigen, der sich nicht aktiv mit Medienjournalismus auseinandersetzt und halt eben kontinuierlich Quellen hinterfragt, für den ist es eben nicht sichtbar. Und dann sieht man eben, dass irgendwie, dann geht das halt eben unter. Und da hat man hat ja auch, es hat ja auch nicht jeder die Zeit, sich wirklich ausgiebig mit all dem zu befassen. Und da geht halt vieles unter und dann ist es halt eben sehr, ja, da bleibt eben ein sehr verqueres Wirklichkeitsbild hängen. Und ja. Und auch bei den Privatsendern wird sehr viel politischer Einfluss ausgeübt. Ja. Also nicht nur bei den Sendern, auch bei den Zeitungen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bild-Zeitung oder sowas, da würden da ganz klare neoliberale Stimmungsmache das Schlimmste ausgeführt. Oder bei der Bild ist es ja eigentlich fast jedem bekannt. Also ich glaube, dass selbst der dümmste Leser, das ist der dümmste Leser der Bild, da dürfte wahrscheinlich so die Überlebensfähigkeit gen Null neigen. Aber das ist auf jeden Fall, selbst der dümmste Leser der Bild wird vermutlich wissen, ahnen oder schon mal gehört haben, dass dieses Blatt nicht irgendwie gerade so neutral funktioniert. Ich meine, die ganzen Volksprodukte, die sie verkaufen und was der Geier alles, also das ist ja einfach mal ein und gleichzeitig eben machen sie eben politische Meinung, aber die ganzen anderen Blätter des Springerhauses sind ja ähnlich tendenziell. Das wäre nicht schlimm, wenn es ein ausgeglichenes Gegengewicht gäbe oder so, aber die sind halt einfach mal sehr stark. Dann hast du die Bertelsmann-Gruppe, die in die gleiche Richtung schlägt wie der Springerladen, was die neoliberale Geschichte angeht. Klar, die machen Profit, die sind auf Profit orientiert, auf Gewinnmachen orientiert. Sie folgen alle, sie sind alle nach dem gleichen neoliberalen Schema aufgebaut, die Konzerne, und haben natürlich ein ureigenes Interesse daran, Gewinne zu machen und auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen und teilweise sehr plump Springer oder etwas diffiziler Bertelsmann machen sie da eben ganz stark auch Meinung. Ja, also einerseits so, also der Einfluss von Politik auf Medien und
umgekehrt gibt es das genauso. Also auch die Medien beeinflussen die Politik ganz stark. Und ich möchte fast behaupten, dass die Medien die Politik noch stärker beeinflussen als die Politik die Medien. Weil wenn irgendein, wieder das Thema irgendeine Sau durchs Dorf treiben, wenn irgendein Thema gerade hochkocht, dann haben die Medien, also die Großen, ja, auf jeden Fall die Macht, alle Politiker irgendwie auf dieses Thema zu fokussieren. Also dieses Thema muss politisch ausgefochten werden, wenn es ein politisches Thema ist. Ja. Oder es kann natürlich zumindest auch ein anderes gesellschaftliches Thema sein, weiß ich, der Fußballtrainer so und so kokst. Genau. Ja? Dann ist es halt ein Thema, womit sich dann die ganze diese ganze Sparte beschäftigt. Und, ja, klar. Das setzen Medien auf die Agenda und wenn das die großen einflussreichen Medien machen, die großen Gruppen, dann ist das Thema, dann ist das, wird das durchgepeitscht. Und auch da muss man natürlich wieder unterscheiden zwischen, bevor man dann irgendwie jetzt denkt, wir erzählen hier irgendwelche Verschwörungen oder sowas, das sind nicht unbedingt zwangsläufig immer bewusste Manipulationen oder jetzt setzen wir auch auf die Agenda und rennen dahin, sondern das sind so Automatismen. Naja, also wenn irgendwie die Bild ganz gut fährt mit jetzt hauen wir auf den drauf, dann ist das natürlich, bringt es und sie merken, es kommt an, dann springen die anderen auch auf und dann gibt es in einer Woche eben 45 Talkshows zu dem Thema. Alle springen auf das Thema auf, weil alle damit mit der gleichen Sau Geld verdienen wollen. Also es ist dann auch so ein Marktmechanismus, der dahinter steckt, dass irgendwie da alle laufen. Also es muss nicht unbedingt, muss nicht mal absichtliches politisches Interesse sein, das gibt es sicherlich auch. Es gibt immer irgendwie ein wirtschaftliches Auslöser. Interesse, genau. Ja. Und ich glaube, dass da unterschieden werden muss zwischen der Macht der Politiker und der Macht der Medien, also wer da mehr Einfluss auf wen hat. Ich glaube auch, dass es ein sehr wechselseitiges Spiel ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Politiker sowieso sehr exponiert sind, haben die Medien weniger Macht. Vielleicht in dem Fall, vielleicht ist es unterschiedlich. Kommt halt drauf an, was als Skandälchen möglicherweise in der Schublade liegt. Das kann ich mir gut auch vorstellen, dass das auch häufig der Fall ist, was dann ganz schmuddelig ist. Damit hat man dann vielleicht einen großen in der Hand. Aber ich glaube, wenn ein exponierter Politiker etwas sagt und irgendwie ein Thema setzen möchte und das immer wieder wiederholt in vielen Themen, dann kommen die Medien nicht drum rum, das darüber zu berichten oder das aufzugreifen. Aufgrund der eigenen Medienmacht sozusagen, also der eigenen Bekanntheit, die ein gewisser Spitzenpolitiker hat. Das glaube ich schon, dass da der Politiker vielleicht eher die Macht haben könnte. Auf der anderen Seite ist er natürlich, wenn er oben ist, also wenn er eine gewisse Stellung hat, ist er natürlich auch leichter runterschreibbar. Also das ist, ja stimmt, das ist wahrscheinlich die Frage. Hat ein exponierter Politiker, ist der geschützter oder gefährdeter vor den Medien? Also die Abhängigkeit da klar zu machen, er kann halt runtergeschrieben werden. Ich meine, das ist es ist auf jeden Fall ein Wechselspiel. Und ich meine, zum Beispiel, ne, das Beispiel ist doch zum Beispiel mal interessant. Wolf Schäuble. Mal einfach den Vergleich Wolf und Schäuble nehmen. Schäuble ist im Prinzip seit meiner Geburt Minister. Zwischendurch gab es mal kurz Rot-Grün, das war so ein ausversehenes, das war so ein kleiner neoliberaler Fehler, den wir da gemacht haben. Aber ansonsten war der seit meiner Geburt 30 Jahre, 40 Jahre ist er im Bundestag, keine Ahnung, und 30 Jahre ist er irgendwie fast durchgehend Minister. Schwarzgeldskandal, 100.000 Euro, Mark, D-Mark waren es damals noch in der Schublade von, ach, war, weiß nicht, na ja, mal gucken, kann halt passieren. Also ganz offensichtlich eine hochgradig fragwürdige Reputation, dieser Mann. Ist ja, glaube ich, verurteilt worden, ne? Wegen Verstoßes gegen das Parteispendengesetz, wenn ich das jetzt richtig auf dem Kasten habe. Also auf jeden Fall, echt, gäbe es da Kritik. Ich halte ihn im Moment für einen der am wenigsten lächerlichen Politiker, die so rumlaufen, weil der Mann hat, der ist, den halte ich intellektuell für deutlich, deutlich, deutlich vernünftiger als der Rest, der da irgendwie so publik rumläuft und sich zum Affen macht. Das sei mal ein Abend gesagt. Aber trotzdem, er hatte im Prinzip da einen richtig dicken Skandal, womit man ihn hätte fertig machen können. Mein Parteivorsitz hatte damals an Frau Merkel verloren und vielleicht ist er auch deswegen nicht Kanzler geworden. Aber und dann guckt man sich Herrn Wolf an.
der Wolf war einfach zu blöd, richtig zu machen mit der Korruption. Der hat wirklich also hier was mitgenommen, da was mitgenommen, da was mitgenommen, hier was mitgenommen. Also so alles, wofür ein Beamter im Prinzip entlassen wurde. Aber im Prinzip, da war nicht ein Waffenschieber irgendwie mit involviert in der ganzen Scheiße. Da ging es nicht um den größten Spendenskandal, den die Bundesrepublik bis dato erlebt hatte, ne? Schäuble, Kohl. Gut, der hat sich natürlich auch noch wirklich wie ein Vollidiot verhalten und reagiert darauf. Okay, also, ja gut, der ist es eigentlich wirklich selber schuld, dass er da gehen musste. Aber im Prinzip so von der moralischen Verwerflichkeit scheint es mir, naja, der eine ist halt total dumm und der andere hat halt da ein Netz aus Parteispendenkonten von Waffenhändlern und weiß der Geier was alles am Laufen gehabt. Also ich neige dazu, dass das andere als mehr kriminelle Energie und das andere ist halt eben so, naja, ist halt ein blöder Ladendieb. Er hat nicht geklaut, ne? Aber es ist halt einfach dumm gewesen, was er gemacht hat. Der andere steckt aber in einer viel größeren Nummer drin. Und ist durchgehend Minister bleiben. Durfte halt die ganze Zeit weiter Minister machen. Naja. Und da kommen halt keine Fragen in die Richtung. Ist auch bis heute nicht aufgeklärt. Und hier unsere Gottheit der Einheit, ne? Helmut the Glorifying Kohl, ist ja immer noch der Held. Der Mann mit seinem Ehrenwort. Beugehaft vielleicht mal oder so? Also ich meine, jetzt ist es egal. Also jetzt ist es so eine erbärmliche Gestalt nur noch. Aber es ist halt auch die Frage, wie mit den Leuten umgeht. Der wird jetzt auch wieder verklärt. Also wie da die Abhängigkeiten sind, ist es schwer festzumachen. Aber auf jeden Fall wird häufig mit zweierlei Maß gemessen. Manchmal ist es der Politiker, der vielleicht die Oberhand hat. Manchmal ist es vielleicht die Journalisten. In der Spiegel-Affäre, die ja auch ganz spannend ist, die jeder, der sich damit nicht auskennt, sollte sich das auch mal reinziehen. Da hat Bayern auch mal gezeigt mit seinem Franz Josef, was sie da für Pressefreiheit übrig haben. Da waren sie ein bisschen zum Glück im Nachhinein übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich glaube, dass es auf viel subtilere Art und Weise sicherlich heute auch noch solche Verzweigungen gibt. Und ich meine, mit dem Leistungsschutzrecht, dass da jetzt CDU, CSU und FDP ganz stark bei den Verlegern sind und deren Interessen da durchdrücken, ich würde mir nicht zutrauen, einzuschätzen, wie viel Prozent Eigeninteresse oder wie viel Prozent Angst dahinter steht. Also Angst davor, dass wenn sie das Leistungsschutzrecht den Verlegern nicht schenken, dass sie runtergeschrieben werden. Oder eben die Hoffnung, hier, wir schenken euch das, so als in Anführungsstrichen Bestechung an die Verlage, aber dafür erwarten wir die Gegenleistung, vernünftig behandelt zu werden in der Wahl. Und ich meine, Verlage werden natürlich auch aus Eigeninteresse dann sagen, Mensch, ihr habt uns das tolle Leistungsschutzrecht gemacht, da werden wir dann jetzt nochmal öfter schreiben. Wir sollten mal lieber Danke sagen bei der FDP dafür, dass sie uns die Praxisgebühr gecancelt hat und schreiben dann halt mal die ganze Zeit über Piraten, die sich nur streiten oder Nebeneinkünfte von Steinbrück oder und da wäre halt eben auch so die Sache, warum konzentriert man sich auf Steinbrück? Ich meine, ich habe jetzt keine Lust, diese in meinen Augen schreckliche Person zu verteidigen oder sowas, aber das ist ein strukturelles Problem, wenn man sich mal prozentual anguckt, mit den Nebeneinkünften gäbe es da sicherlich auch andere Felder, wo man mal und andere Parteien, wo man mal anklopfen könnte und nachfragen könnte. Das wird immer nicht getan oder wird zu wenig getan, ich weiß es nicht. Also. Ja. Politiker und Medien und Medien und Politiker ist auf jeden Fall eine ziemlich eklige Verflechtung. Also, um nochmal kurz die Piraten aufzugreifen, wir haben ja keinen Einfluss auf die Medien, wir werden aber im Moment sehr stark von den Medien beeinflusst. Ja. Einerseits regen wir uns tierisch über die Berichte auf und andererseits lassen wir uns auch sehr treiben, was unsere Inhalte angeht. Also wir versuchen irgendwie auf Krampf Inhalte zu produzieren, was aber auch in keinster Weise gewürdigt wird. Also und wir lassen uns in der Hinsicht im Moment sehr treiben. Ich finde auch, also jetzt zum Beispiel zu unserem Bundesparteitag zu kommen nochmal,
Thema Wirtschaft wurde uns ganz oft angekreidet, dass die Piraten kein Wirtschaftsprogramm hätten. Aber wir haben wirklich 4-5 Stunden nur auf dieses Wirtschaftsthema verschwendet, obwohl wir das hätten meiner Meinung nach auf den nächsten Bundesparteitag verschieben sollen und die Antragsteller hätten sich nochmal zusammensetzen sollen und versuchen sollen, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, der dann vielleicht in gewissen Einzelbereichen abweichend ist, wo dann unterschiedliche Module oder sowas entwickelt werden zu bestimmten einzelnen Bereichen, wo es keinen Konsens gibt. Ja. Und dann hätten wir das Ding auf dem nächsten Parteitag vielleicht in einer Stunde durchgekriegt. Aber dadurch, dass wir so oft auf unser Wirtschaftsprogramm angesprochen wurden, hatten wir jetzt diesen Zwang und diesen Druck, das unbedingt das zu machen und unbedingt durchzubringen. Und dadurch haben wir jetzt auf dem Bundesparteitag jede Menge Zeit verschwendet, aus meiner Sicht. Und das, was ja auch so ein Ding ist, dieses, wir werfen es ja in der Regel den, oder wir haben es jetzt in Berlin, beziehungsweise nach Berlin, nach der Berlin-Wahl, war das ja auch immer, wenn das Thema bei den Piraten war, dieses lustige, dazu haben wir noch keine Meinung, oder aber diese Aussage, tut mir leid, da kann ich im Moment nichts zu sagen, weil ich es nicht weiß. Das ist auch so eine Haltung von den Medien, die wir aber in der Regel den anderen Parteien vorgeworfen haben. Also wenn wir den anderen Parteien vorwerfen, naja, ihr habt ja auf alles eine Antwort, dann muss man sie vielleicht auch insoweit in Schutz nehmen, als dass die Medien genau dies verlangen. Und da müsste sich jeder Journalist einmal selber fragen, ob er davon ausgehen kann oder sollte, dass jeder Politiker zu jeder Zeit, in welcher Situation auch gerade, immer interviewt wird, ins Detail über eine bestimmte Sache Bescheid wissen muss. Oder ob es nicht viel sinnvoller wäre, die Ausschussarbeit mal genauer zu beobachten und zu gucken, ob die, in Anführungsstrichen, Experten, die da sitzen, von der Materie, mit der sie sich da als Experten befassen, ob sie davon eine Ahnung haben. Das wäre viel relevanter, als wenn Günther ja auch irgendwie seine 10 immer wiederkehrenden Pappnasen da ihre Werbesprüche aufsagen lassen wird und sich gegenseitig da irgendwie in einem Scheingefecht irgendwie für den intellektuell sonst nicht weit geförderten Zuschauer da irgendwie darbieten lässt. Das ist einfach mal lächerlich. Zu dem Thema kann man noch lächerlich. Kann man gleich mal auf den Interview-Podcast zwischen Holgi und Christopher Lauer verweisen. Die heißen immer irgendwie Schlacht um Lauers Büro oder die Rückkehr in Lauers Büro. Genau. Also irgendwas immer mit Lauers Büro. Im Podcast Vrindt. Wir müssen reden, sondern wer redet, ist nicht tot. Vrindt. Und da kann man sich anhören, wie kompetent denn unsere Herren Volksvertreter in den Ausschüssen agieren. Das kriegt man ja auch mit. Also ich meine, das ist eigentlich auch genau das. Das ist so das ausschlaggebende Ding. Also jetzt komme ich auf meine Piratenmotivation zu sprechen. Warum ich bei den Piraten bin. Es gibt wenige Bereiche in der Politik, wo ich sagen würde, da kenne ich mich super duper aus. Aber es gibt etliche Themenfelder, wo ich mich sehr für interessiere und wo ich mich auskenne und wo ich mich dann auch reinlese und wo ich mich über verschiedene Quellen informiere und ein gewisses Wissen ansammle. Und wenn ich dann umschalte in den politischen Diskurs und auch in das, was halt abgesondert wird von den Parteien als Stellungnahme oder als Meinungen und als Laie erkennen kann und aufzählen kann, wo das alles falsch ist und wo die alle zum Teil wirklich, wo ich mich frage, aus welcher geschlossenen Anstalt sie geflohen sind, um diese Realitätswahrnehmung zu haben, dann frage ich mich, wie läuft das in allen anderen Bereichen ab? Und bis jetzt gab es keinen Bereich, kein Politikfeld, sei es Vorratsdatenspeicherung, sei es Cyberabwehrzentrum, Terrorbekämpfungspanik, Leistungsschutzrecht, Zensursola. Oh, also egal welches Verfahren, wo ich mich reingelesen habe, wo man sich bei Experten informiert hat, wo man wirklich auch vielleicht Ahnung. Betreuungsgeld, Alter. Es ist einfach absurd, was in den Politikfeldern passiert, wo ich Ahnung habe oder wo ich so viel Ahnung habe, dass es mir möglich ist einzuschätzen, ob eine Aussage völliger Schwachsinn ist oder ob sie zutreffen könnte oder kann, und ich prüfe es dann weiter nach. Und das ist halt leider
in jedem Fall, wo ich mich informiert habe und wo ich sehr interessiert dran war, musste ich feststellen, dass die Parteien einen Schwachsinn verzetteln und dass der Journalismus das nicht entlarvt. Das wird einfach nicht, zumindest nicht in der breiten Masse. Es gibt, wie gesagt, da wieder diese Ausnahme. Es gibt natürlich immer Journalisten, die das machen, die eben nicht den ganzen Einheitsbrei mitbrüllen. Aber in der Masse findet eine solche kritische Auseinandersetzung nicht statt. Und auch wenn uns ein Kampf von Meinungen gerne dargeboten wird, in dem halt die Opposition was anderes sagt als die Regierung, dann hat die Opposition tendenziell natürlich den Vorteil, auf die echte Argumentation zurückgreifen zu können und was Vernünftiges vorbringen zu können in dem Konter sozusagen zur Regierungsmeinung. Würde aber umgekehrt in Regierungsverantwortung wahrscheinlich genau den gleichen Quark machen. Aber trotz, dass sie häufig gute Sachargumente auf ihrer Seite haben könnten, die sie einbringen könnten, tun sie dies noch nicht mal. Also selbst, also da findet ein Diskurs statt, der ja dadaistische Züge angenommen hat. Also das ist einfach alles so, das ist so lala teilweise. Und da muss der Souverän eigentlich sauer werden. Und dann ist das halt. Und ich hoffe, dass sich bei den Piraten eben sowas nicht einstellen wird. Und ja. Das ist auch immer diese. Das ist, deswegen habe ich auch immer diese Angst, wenn natürlich müssen wir auch gucken, dass wir Wähler kriegen, gar keine Frage. Wir müssen gewählt werden, um unser Programm umsetzen zu können. Und oder um Aufmerksamkeit zu haben und uns aber in den Diskurs einbringen zu können. Aber wir müssen nicht versuchen, das wird gerne häufig gesagt, wir müssen auf die Außenwirkung achten, um Gottes Willen. Hört auf, ich möchte nicht, dass wir dann irgendwann, also natürlich sollten wir uns nicht zoffen und wir sollten auch im Umgang untereinander sicherlich was überlegen, aber im politischen Streit, den sollten wir nicht so ins Absurde abdrehen lassen, wie es eben die etablierten Parteien und Medien in ihrem Zirkus gemacht haben, weil das ist dann nicht mehr schön. Absolut. Also wir sollten uns auf keinen Fall so sehr treiben lassen. Ja. Also auch ein Beispiel. Mhm. Einer der letzten Podcasts Klabautercast, da geht es ums Thema Prostitution und um Prostitutionspolitik. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was in den Medien, wenn wir uns eine Meinung dazu bilden und wir stimmen ab, dass wir diesen Programmpunkt Prostitutionspolitik in unser Wahlprogramm aufnehmen, dann wird das in den Medien mit Sicherheit nicht gut ankommen, weil man uns wahrscheinlich vorwerfen wird, die Piraten beschäftigen sich mit irgendwelchen unwichtigen Randthemen und zu anderen Dingen haben sie immer noch keine Meinung. Ja? Darf ich da gerade? Oder ja, nee, mach. Aber trotzdem ist es richtig, sich damit zu beschäftigen und richtig Dinge, die vielleicht auch nicht populär sind, anzugehen. Genau. Und da möchte ich nämlich genau auch darauf hinweisen, auf den Shitstorm, den wir auf dem Bundesparteitag hatten mit dem Inklusionsantrag. Da gab es ja die Geschichte, dass da ein Antrag für zum Programmpunkt Inklusion gab, den wir thematisch, so meine Überzeugung in der Piratenpartei, der absolut ja fast Konsensmeinung ist, würde ich fast sagen, hoffe ich zumindest. Und war von nationalen Identitäten, die zu schützen oder zu wahren waren, die Rede. Und da haben sich einige darüber aufgeregt, dass dieser Antrag deswegen nicht durchkam, weil da nationale Identitäten drin stünde und weil das eben ein tendenziell belastetes Ding ist, also beziehungsweise weil wir tendenziell eben ganz gerne diesen Nationalismus endlich hinter uns lassen wollen würden. Da wurde dann gestritten. Und genau dieses Thema, ja, kann man das dann nicht sein lassen und muss man dann gleich hier irgendwie sagen, da ist irgendwas möglicherweise problematisch oder rechts oder sonst irgendwas, da kann man ja auch mal, nein, kann man nicht. Friedrich-Ebert-Stiftung, die Studie, ne, und so weiter, strukturell, wenn man sich anschaut, wie starke rechte Meinungen wir in der Bevölkerung haben, das ist eine Katastrophe. Und wenn man sich anschaut, dass die ganzen Bundeswehrkasernen immer noch benannt sind nach irgendwelchen alten Nazi-Helden und irgendwelche SS-Waffenlieder bei offiziellen Veranstaltungen der Bundeswehr gemacht werden, das ist eine Katastrophe. Wenn man sich anschaut, was unsere
Verfassungsschützer gemacht haben, das ist nicht mehr nur noch eine Katastrophe, das ist eigentlich, also ich würde mich schämen, wenn ich so einen Verfassungsschutzmitarbeiter in der Familie hätte. Und was die Polizei an strukturellen Problemen hat in Bezug rechter Einstellung, Blindheit nach rechts. Ein Nazi zündet in Hamburg hunderte Autos an und die ganzen Jahre über wird uns was von einem Linksterrorismus erzählt. Also wir haben ein strukturelles Problem mit Rechtsradikalismus und mit rechten Gedanken und Überzeugungen in dieser Gesellschaft. Und da ist es eben auch wichtig, und da zeigt es, dass die Piratenpartei da richtig gute Leute hat, die darauf aufpassen, weil es sind nämlich eben genau diese kleinen Dinge, die man einfach irgendwie durchgehen lässt. Und es werden dann irgendwie immer mehr und es wird sich immer was finden. Und natürlich ist es häufig Unerfahrenheit oder Unreflektiertheit von den Leuten, die es nachplappern. Aber genau das ist das Problem. Wenn es eine Masse akzeptiert oder sagt, naja, ist ja nicht so schlimm und so weiter, damit verharmlos machst. Und guckt mal sich um, wir haben hier mordende Nazi-Truppen durch die Gegend ziehen, ein paar hundert Tote in den letzten 20, 30 Jahren durch rechtsradikale Gewalt. Und ach, jetzt fällt Deutschland plötzlich auf, möglicherweise gibt es ein Problem am rechten Rand der Gesellschaft. Das ist nicht der rechte Rand der Gesellschaft, das ist die Mitte der Gesellschaft, die dieses Problem hat. Und wir nehmen es ernst. Könnte man zum Beispiel ja auch mal loben im Vergleich zu den anderen Parteien, die mit Leuten wie Sarrazin immer noch Werbung machen. Oder die CSU hat ja noch viel katastrophalere Personen rumlaufen und die FDP brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Die hat es ja auch schon mal versucht mit dem Griechenland-Bashing-Wahlkampf und mit ihrer ganzen komischen Truppe da. Also das sind halt eben wichtige Dinge. Das sind verdammt wichtige Dinge. Und da habe ich das Gefühl, dass da die Prioritätensetzung schon ganz stimmt, oder beziehungsweise, dass es eben wichtig ist, dass das ernst genommen wird. Und da muss man halt auch, glaube ich, inner der Partei immer noch gleichzeitig natürlich auch für werben, weil das ist sicherlich nicht... Da besteht auch viel, viel Nachhol- und Bildungsbedarf, ja, noch, auch unter den Piraten, wo einige Leute noch viel lernen müssen, auch rechts radikales Gedankengut angeht, was Sexismus angeht und so weiter und so fort. Also da besteht immer noch sehr viel Aufklärungsbedarf, wie Dinge ankommen, die scheinbar Konsens sind. Also die scheinbar normal sind in unserer Mitte der Gesellschaft. Die aber eigentlich überhaupt nicht normal sein dürften. Das generische Feminin. Das ist ja überhaupt nicht normal. Genau. Ja. Ach so, eigentlich wollte ich am Anfang des Podcasts sagen, komm, wir machen jetzt mal... Generisches Femininum, Femininum, Scheiße. Machen wir das jetzt? Können wir versuchen. Das wird verdammt schwer, das geht nicht. Das können wir den Hörerinnen nicht antun. Ja, wir versuchen es einfach mal, die Hörerinnen dafür zu begeistern. Gut. Ach so, nochmal eine kurze Erklärung zum generischen Femininum. Wir hatten in der Woche vor dem Bundesparteitag... Also in der Woche vor dem Bundesparteitag hatten wir die sogenannte Innenwoche, die Woche des generischen Femininums. Und das generische Femininum ist quasi die Bezeichnung für die Mehrzahl von Menschengruppen, die immer dann, wenn die Mehrzahl gemeint ist, oder immer dann, wenn eine Gruppe gemeint ist, das feminine Wort verwendet. Also in der Gesellschaft ist es so üblich, dass immer das maskuline Wort verwendet wird, also immer das Sprache, ja. Generische Maskulinum verwendet wird. Zum Beispiel, wir haben eine Gruppe von Studenten, ja? Und diese Gruppe von Studenten besteht eben aus Studenten und Studentinnen. Und da können 10 Studentinnen sein und ein Student, aber man nennt die Gruppe Studenten. Ja, also dafür gibt es zwar auch ein neutrales Wort mit Studierende dafür, aber man bringt immer dieses Maskulinum. Und die Frauen müssen sich an den Stellen immer mitgemeint fühlen. Und um dieses Thema mal aufmerksam zu machen, haben wir uns vor dem Bundesparteitag und auf dem Bundesparteitag, also in der ganzen Woche, quasi diesen Spaß in Anführungsstrichen erlaubt, es einfach mal umzudrehen und immer das generische Femininum zu verwenden und dass sich die Männer einfach mal immer mitgemeint fühlen sollen. Müssen. Oder müssen.
Und das ist gar nicht so einfach, ja. Also wenn man dann von Studentinnen redet, ja, dann müssen sich eben die Herren in der Runde auch mitgemeint fühlen. Und das ist eben nicht normal. Und um eben mal auf dieses Problem aufmerksam zu machen, dass sich die Frauen immer überlegen müssen, sind sie jetzt mitgemeint oder nicht mitgemeint, haben wir es mal umgedreht. Und dann gibt es eben nicht so einen Schwachsinn, wie, also ich meine, es gab auch in den Piraten dann gleich so Scherze so von wegen, ach, es ist doch alles, wir haben doch eine Gleichberechtigung und es ist doch alles nicht schlimm. Post-Gender. Und wir sind alle Post-Gender und so ein Blödsinn. Und dann wurden da Späße gemacht von wegen, ja, wir fahren jetzt zur Parteitagin oder sowas. Nach Bochum hin. Ja, das ist keine Mehrzahl von Personen oder keine Personen, die irgendwie verallgemeinert sind. Da gibt es kein generisches Femininum oder Maskulinum. Deswegen ist es halt auch Blödsinn, da irgendwie ein Innen dran zu hängen. Ja. Also Späße sind halt dann irgendwie nicht so witzig an der Stelle. Nee, die sind vollkommen unangebracht. Genauso wie man auch bei Diskriminierung von anderen aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Behinderung keine Witze macht, sollte man es eben halt auch da nicht tun. Und jeder, der mir kommt mit Postgender und Co., der soll mal bitte sagen, wo denn die ganzen Spitzenplätze Listenkandidatinnen sind. Und ich kenne viele gute Kandidatinnen oder viele gute Personen in der Piratenpartei, die Frauen sind. Eben nicht entsprechend da hoch präsentiert sind. Ich werfe da jetzt nicht irgendwie jedem vor, sexistische Gründe zu haben, zum Beispiel, aber es gibt halt eben auch wieder, genau wie in den Medien, diese strukturellen Defizite. Es gibt da einfach in der Gesellschaft strukturelle Defizite. Und wenn das jemand anspricht und wenn es da so Aktionen gibt, dann macht man sich darüber nicht lustig. Und das ist einfach ein Zeichen für, ja, weiß ich nicht, Unreife oder Unreife im positiven Fall. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass da Aufklärungsbedarf besteht. Ja, ganz klar. Und die Reaktionen waren ja heftig teilweise. Also. Genau. Und auch Sachen wie von wegen, ja, wenn wir jetzt alle Frauen irgendwie ansprechen müssen, dann müssen wir aber auch irgendwie alle Behinderten ansprechen und wir müssen irgendwie auch alle Ausländer ansprechen oder wir müssen auch irgendwie alle ansprechen, die einen halblangen Mittelfinger haben und so weiter und so fort. Also grundsätzlich muss man natürlich auch diese Leute ansprechen, das tut man aber... Weil die Unterscheidung ist ja Männchen, Weibchen und die haben wir ja. Also zumindest rein also ich meine, ob man sich jetzt mit dem Rollenbild des Mannes oder der Frau identifiziert, das ist ja nochmal unabhängig vom biologischen Geschlecht oder so. Also da kann man ja noch ein größeres Fass aufmachen. Aber es geht ja hauptsächlich um die Unterscheidung zwischen diesen beiden Sachen, soweit ich da jetzt einen Blick habe. Und mit der männlichen Form grenzt man eben die Frauen aus. Und mit nur der weiblichen Form grenzt man die Männer aus. Und wie man es noch mit den Eichhörnchen handhabt. Aber ja. Ja, na, nur aber, um nochmal auf dieses Ding zu kommen, dass man ja dann irgendwie alle mitmeinen muss und irgendwie alle Minderheiten mit einbeziehen muss. Aber das tut man ja. Frauen sind keine Minderheit. Frauen sind 51% der deutschen Bevölkerung. Stimmt. Und von daher, ja, greift dieses Argument mal sowas von überhaupt gar nicht. Das stimmt. So. Krass. Also wir versuchen jetzt einfach mal... Aber wo wir bei dem Exkurs sind, möchte ich auch die Buchempfehlung von Dings weitergeben, von Herrn, also ich fand, der auf der Open Mind hat der Anatol Stefanovic einen großartigen Vortrag gehalten über das, über Gott, wie war denn das Topic? Auf jeden Fall war es Diskriminierung von Sprache, generisches Maskulinum und den ganzen Fu. Und er hat da unter anderem auch ein Buch empfohlen, also den Vortrag empfehle ich dringend, den werden wir auch verlinken. Und Dann empfiehlt er auch noch das Buch von Gerd Brandenberg, Die Töchter Egalias. Und den empfehle ich wirklich jedem, denn da dreht man das ganze Spielchen auch um. Da hat man nicht nur anstatt Mann, Frau, Damen, ne, also eine weibliche Sprache und das
sozusagen das generische Femininum verbannt, sondern da hat man im Prinzip die ganze Gesellschaft umgerät. Also man hat die aktuelle Gesellschaft, wie wir sie haben, das Buch ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wie sie damals war, umgedreht in im Prinzip in der Geschlechter, in der Machtverteilung der Geschlechter. Und es liest sich großartig und auch die verwandte Sprache ist toll. Es ist im Gegensatz zu vielen, Mädchenmannschaft und Co. gibt es ja auch momentan richtig Spaß im Netz. Im Gegensatz zu dem in Anführungsstrichen verbissenen Feminismus, was man ja häufig hört als Schlagwort, ist das eben nicht so, sondern das ist wirklich auch für jemanden, der dem feministischen Diskurs bis jetzt irgendwie nichts abgewinnen konnte oder so, sicherlich ein sehr lehrreiches Buch, einfach mal diese Erfahrung zu machen, wie es denn ist, wenn man plötzlich mal was ganz anderes sieht, also eben mal nicht die der Sprache ausgesetzt ist, wie wir ausgesetzt sind und den Regeln ausgesetzt sind, denen wir ausgesetzt sind und dem Alltag ausgesetzt sind, dem wir ausgesetzt sind, wo es eben für jeden ganz selbstverständlich ist, dass er in einer Welt aufgewachsen ist, wo Papa das Familienoberhaupt ist, der Geld verdient hat und Mama zu Hause war, wenn man im Westen war, aber das ist der Klassiker. Und ja, also das ist, wo man halt eben aus einer patriarchalischen Gesellschaft aufgewachsen ist, sondern eben in eine andere eintaucht. Das macht dieser Roman ganz großartig und ich habe den mit sehr viel Freude gelesen und der ist halt wirklich toll. Also den kann ich dann nur empfehlen. Aber jetzt haben wir schon wieder einen Exkurs und Co. Und ist gut. Dann versuchen wir jetzt mal das mit dem generischen Femininum im Weiteren unseres Podcasts. Wie oft haben wir das bis jetzt eigentlich schon verbockt? Ach, bestimmt schon x-mal. Ja. Okay. Also wir versuchen es einfach mal und kommen wieder zurück zum Thema Medien. Und wir wären jetzt quasi bei der Entwicklung der Medienlandschaft, wobei wir ja in dem Bereich auch schon vieles gesagt haben, vieles angesprochen haben. Ich meine jetzt nicht unbedingt das Leistungsschutzrecht, sondern eben zum Beispiel die Probleme, die die Medienlandschaft im Moment hat. Das meinte ich auch damit eigentlich. Ja. Ja, genau, dass das notwendig wird oder dass sie es für notwendig erachten. Dass es ein Zeitungssterben gibt, also dass die Zeitungen sich nicht mehr aus ihren verkauften Zeitschriften eben finanzieren können und aus der Werbung. Das haben sie ja eh nie gemacht, das ist genau aus der Werbung eben hauptsächlich, das ist das Problem. Das Verhältnis ist da, glaube ich, so 70-80% Werbung und 20-30% Vertrieb bei den Zeitungen. Genau. Gerade, ja. Aber ein anderes Problem ist zum Beispiel auch dieses Boulevardeske, dass eben vieles nur noch auf Unterhaltsamkeit getrimmt wird und nicht mehr wirklich auf die wichtigen Dinge eingegangen wird. Also selbst die wirklichen Nachrichten oder auch politische Dinge werden irgendwie Boulevardesk dargestellt in manchen Medien und hier sind auch die Piratinnen ein gutes Beispiel, wenn man da zum Beispiel mal auf das Beispiel der NRW-Piratinnen guckt, da gibt es nämlich im Moment die Fraktion mit ihren Abgeordnetinnen und da ist die Ria ja eine, die auch gerne mal private Tweets sendet aus dem Abgeordnetinnenhaus. Ach nee, wie heißt es dort? Parlament. aus dem NRW-Parlament. Und das wurde einfach aufgegriffen und da wurde dann Sextwitterei unterstellt. Und das wurde zwar in Boulevardmedien aufgegriffen und thematisiert, aber das wird den Piratinnen jetzt in der Nachbetrachtung immer wieder angelastet, auch in seriösen Medien, dass die Piratinnen vor allem auf sich aufmerksam machen mit Skandalen, wie eben der Sextwitterei von der Ria oder dem Führungsstreit der Vorstandsmitgliederinnen. Und da wird quasi in seriösen Medien auf boulevardeske Themen verwiesen. Und da hatte ich vorhin außerhalb des Podcasts mit Torben auch schon eine kurze Überlegung, ob es denn bei den anderen Parteien
auch so wäre, dass da Bevor wir darauf eingehen, möchte ich, bevor wir das aufgreifen, würde ich halt noch gerne noch was sagen. Und zwar ist das Boulevardeske oder dass die Funktion der Verlage und die Funktion der Medien dadurch, dass sie eben so ökonomisch aufgestellt sind, in der Regel, es gibt Ausnahmen, die Taz, die macht es beispielsweise eher durch Selbstausbeutung, wo sie sich alle gleich bezahlen und irgendwie im Prinzip ja zu wenig Geld da ist, ist das Ziel fast aller Medien, Auflage, Einschaltquote und Co., weil darüber das Geld reingetrieben wird. Das bedeutet, ich weiß nicht, irgendjemand hatte diesen schlauen Satz gesagt, der wurde in der Dokumentation unter anderem, glaube ich, auch verwandt oder wurde darauf hingewiesen, dass die Medien oder die Verlage mehr oder weniger eigentlich Werbeverkäufer sind, also beziehungsweise eigentlich Werbung verkaufen und der journalistische Kram drumherum notwendig ist, um die Werbung an den Mann bringen zu können. Das heißt, das Hauptziel an die Frau bringen zu können. Damn, danke. Das heißt, das Hauptziel der Verlegerin ist es, möglichst viel Reichweite zu generieren und da zielt, um eben die Werbung verkaufen zu können. Denn nur so lässt sich das wirtschaftliche Überleben rechnen. Und im Prinzip so gerade bei den Boulevardmedien ist es halt noch schlimmer, die keine Abo-Modelle haben, sondern die eben tagtäglich neu um Kunden werben und Kundinnen werben. da ist es halt ganz, ganz klar und ganz offensichtlich, dass sie entsprechend Aufreißer machen. Und bei den anderen Medien ist das aber eigentlich ähnlich. In der Hauptsache wollen sie die Werbung an die Leserinnen bringen, weil dafür kriegen sie dann mehr Geld für die Werbung. Und das ist eigentlich das Hauptinteresse, das wirtschaftliche Hauptinteresse der Medien. Und dass also im Prinzip ihre Werbeplätze teuer werden. Und das widerspricht ganz stark dem Ziel, eigentlich Informationen zu machen, wenn die Vermittlung von Informationen und die Aufklärung über Wirklichkeit und die Tatsachen trocken und langweilig ist und eben halt auch mal beispielsweise eine Serie von Artikeln benötigt, um komplexe Sachverhalte zu erklären oder längere Untersuchungen und längere Recherchen braucht, um zum Beispiel das Programm oder die Strömung der Piratinnen zu erfassen, dann ist es natürlich einfacher mit einem Skandälchen, der irgendwie lustig wirkt, koksender Pirat, NSDAP-Vergleich und weiß der Geier was. Es war aber ein koksender Pirat und nicht eine Piratin. Naja, beziehungsweise salzstreuende Piratin. Dann ist das natürlich einfacher und wenn man da eben als Verlag steht und entscheiden muss, wir klären jetzt über die komplexen Zusammenhänge auf und über eigentliche Informationen und bereiten die auf. Das kostet uns viel Geld. Das liest aber kaum einer. Also das Das kriegt die Masse der Leserinnen, interessiert das nicht, sondern die Masse der Leserinnen hat einen anstrengenden Tag und Arbeitsverhältnisse sind ja nicht mehr so dolle in unserer Gesellschaft und jeder arbeitet irgendwie mehrere Jobs, wenn man Pech hat noch und es ist halt irgendwie alles nicht so schön. Jede. damn you. Dann wollen die Leserinnen eben unterhalten werden. Und dann zählt eben sowas eher. Und dann ist es einfacher, über lustige Anekdötchen der Piratinnen-Szene zu berichten, als möglicherweise sich da tiefergehend auseinanderzusetzen. Oder aber eben einfacher, das Griechenland-Gebäsche von FDP-Politikerinnen aufzugreifen, als ernsthafter sich mal mit dem komplexen Sachverhalt auseinanderzusetzen. Und nicht glaube, dass die Leserinnen sich nicht für den Piratinnen-Kontext Content interessieren, also für die wirklichen nicht. Themen. Aber es ist einfach, denke ich, ein größerer Zeitaufwand, sich in die Themen wirklich einzuarbeiten für die Journalistinnen, als es ist einfach Themen, die schon gesetzt wurden, von irgendwelchen Boulevardmedien zu übernehmen und in anderer Gestalt wieder zu nutzen. Ja. Da ist es aber auch, da müssen Sie also Zeit kostet Geld. Und in dem Fall fällt es dann. Was aber halt noch ganz tragisch ist, dass die Verlegerinnen nicht begreifen, dass sie sich mit der Konzentration auf eben diese anderen Berichte,
dass sie sich damit auch schaden. Also, dass sie durch die Aufgabe vielleicht der ganz wichtigen Information und eben eher der Konzentration auf so Boulevardesken eben halt, dass sie sich damit im Prinzip ihrer Marke schaden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in meiner kurzen Lebensspanne irgendwie so große Veränderungen gab, aber ich hatte jahrelang den Spiegel abonniert, schon eine ganze Weile her, und ich hab's in zunehmendem Maße, also ich fand in zunehmendem Maße merkte ich irgendwie was. Ich glaube, dass da auch dass der Konsum von Spiegel Online ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich die qualitativ schlechte Berichterstattung und diesen boulevardesken Stil von Spiegel Online, der ihnen die Meinungsführerschaft im Internet, im deutschsprachigen Medieninternet irgendwie gebracht hat, dass das abgefärbt hat auf die Hausmarke und für mich der Spiegel damit mehr und mehr seine Reputation als Sturmgeschütz der Demokratie verloren hat. Und damals war es noch Aust, die ewige Hitlers linkes Ei, Hitlers rechtes Ei, Hitlers Freundin, oder nee, Quatsch, der war eher auf Raff aus, ne? Hitler war eher, ist ja eher dieser Nachrichtensender. Der hat halt immer Raffs Schwester hier, Raffs Bruder da. Also das war ja irgendwie so bei Aust irgendwie so ein Ding. Also so diese reißerischen Dinge, Aufmacher oder so. Damit haben sie ihrer Marke und der journalistischen Qualität der Marke geschadet. Wohingegen jetzt zum Beispiel so eine Persönlichkeit wie Frank Schirmacher, zumindest in Nordkreisen habe ich den Eindruck, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eher gut tut. Also die Verlegerinnen sollten da mehr drauf achten, das, was sie gerne als Qualitätsjournalismus bewerben, für den man ihnen trauen soll, für den man sie bezahlen soll, das geben sie jetzt im Kampf immer mehr auf und zerstören damit im Prinzip die Reputation, die sie möglicherweise hätten anders nutzen können, um alternative Geschäftsmodelle zu finden. Also, denn nichts sehnlicher wünschte ich mir, dass ich eine vertrauenswürdige Quelle habe, wo ich zumindest nicht, wenn ich mich denn mal mit einem Thema genauer auseinandersetze, relativ schnell merke, dass da schlecht recherchiert wurde, dass da falsche Zitate gebracht wurden, dass da irgendwelche Globulis als wirksames Medikament dargestellt wurden oder so ein Unfug, was also wirklich mit ein paar Klicks für jeden Menschen, der es drauf hat, wissenschaftlich zu denken und journalistisch zu arbeiten, eigentlich klar ist, dass es da eben keine zwei Meinungen gibt oder so. Also das fehlt leider. Also dieses Vertrauen haben die großen Verlage weitestgehend verloren. Und so ist es ja auch, kommt es auch zu solchen Phänomenen, wie die Süddeutsche über den Bundesparteitag geschrieben hat, die dann so in so einem Nebensatz, glaube ich, sich verwundert zeigten, dass bei den Piraten es ganz auffällig ist, dass die den Namen der Journalisten kennen. Ja, das sind die neuen Marken. Wir kennen genauso, wir beurteilen die Leute nach den Äußerungen, die sie getätigt haben. Und die Journalistinnen, die uns eben auffallen, und das ist eigentlich das Armutszeugnis für die Medienbranche, die Journalistinnen, die uns auffallen, weil ihre Artikel häufig keine Fehler beinhalten, die merken wir uns und an denen orientieren wir uns. Aber es ist eben nicht mehr die Marke, Spiegel, FAZ, Süddeutsche und Co., sondern es ist die Journalistin, die den jeweiligen Text geschrieben hat. Deswegen identifizieren viele Piratinnen, orientieren sich dann an den Journalistinnen, die sie kennen. Und das ist dann wesentlicher. Und diesen Vertrauensverlust müssen die Verlegerinnen irgendwie korrigieren, um ernst genommen zu werden. Oder aber sie hoffen darauf, dass es den Menschen weiterhin egal ist. Und ich denke schon, dass den meisten Menschen das nicht so... Aber sie merken es nicht. Die meisten Menschen merken es nicht. Ich glaube, dass die meisten Leserinnen von FAZ, Welt und Co. denken, dass sie durch ihre Medien weitestgehend gut informiert sind. Ich bin der festen Überzeugung. Ja. Und was halt auch noch das Tragische ist, wenn wir nicht mehr solche starken Medienvertreterinnen haben und starke Verlage haben,
kommt natürlich auch, da gibt es einen kleinen Teil einer Bildungselite oder einer Netzelite, wie man sie auch immer nennen möchte, auch wenn der Elitenbegriff irgendwie böse ist. Aber da gibt es eben einen kleinen Teil an Menschen, die sich die Informationen einzuschätzen wissen und zu bewerten wissen und sich dann eben anderweitig ihre Quellen zusammensuchen, ne? Also so über Blogs, auch das ist möglich und so. Man kommt ja an die Informationen dran durch das Netz sehr gut. Und man kommt auch, wenn man an der Universität ist, hat man sogar die Möglichkeit, in den wissenschaftlichen Publikationen rumzustöbern. Und man kommt an die Informationen dran. Aber ein anderer großer Teil, der merkt, und das ist mittlerweile, bin ich der festen Überzeugung, ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, der merkt, dass die Medien einen nicht vernünftig aufklären oder falsch berichten oder irgendeine Agenda fahren, sei es nun bewusst oder eben strukturell bedingt. Die orientieren sich dann möglicherweise bei anderen und dann ist man auch ganz schnell bei irgendwelchen esoterischen Spinnern oder bei irgendwelchen Rechtsradikalen, die Begriffe wie Systempresse benutzen und damit natürlich einen tatsächlich existierenden wunden Punkt in unserer Gesellschaft finden und den als Aufhänger machen, um ihre menschenverachtende Propaganda da durchzudrücken und in den Köpfen der Menschen einzupflanzen. Und das ist dann für so eine Gesellschaft richtig problematisch. Ja. Ich wollte nicht so lange monologisieren. Ich fand vorhin, wo wir noch nicht aufgenommen haben, fand ich aber auch deine Erklärung ziemlich interessant und gut zu dem Thema, warum denn gerade Piraten oder über Piraten auch in seriösen Medien boulevardesk berichtet wird. Oder Boulevardesca im Vergleich zu den anderen Medien. Genau, Boulevardesca im Vergleich zu anderen Parteien. Anderen Parteien, genau. Ja. Kannst du das nochmal reproduzieren? Ich kann mir Mühe geben. Es ist, ich glaube, dass es eine Wechselwirkung ist zwischen dem Verhältnis von den etablierten Parteien zu den Medien und dem Verhältnis von den Piraten zu den Medien. Und auch der dahinterstehenden Organisation. Während ein Pirat sich in der Regel seine, so wie wir es gerade auch, wie ich es auch gerade auch aufgeführt habe, seine Informationsquellen sehr bedacht auswählt, seine Piratin sich ihre Informationsquellen sehr bedacht auswählt, ist es bei den Politikerinnen der etablierten Parteien eher so, dass sie zum einen einen Medienspiegel jeden Tag aufbereitet bekommen von ihren PR-Agenturen und gleichzeitig dann das Bild, welches sie abgeben und die Äußerungen, die sie tätigen, natürlich ganz krass bedacht sind und im Prinzip hochprofessionell nur auf das Thema ausgerichtet, was sie gerade bewerben oder was sie gerade vorantreiben wollen und entsprechend ja von so vielen Köpfen ja bearbeitet, mehr oder weniger. Und da ist halt das ist halt so eine hochprofessionelle Art und Weise, wie herkömmliche Politikerinnen mit den Medienvertreterinnen kommunizieren, während es bei den Piraten eher so ist, dass das sehr viel Privates zum Teil und sehr viel Emotionales und sehr viel Streit in den Diskursen und in den Unterhaltungen drin ist. Und das natürlich, also da natürlich auch der Anteil des Boulevardesken in der Kommunikation sehr hoch ist. Und in meinen Augen sollte eine Journalistin in der Lage sein, über diese Inhalte rausfiltern zu können, um darüber zu berichten. Vielleicht müssen wir auch in der Kommunikation da irgendwie noch ein bisschen gucken, dass wir da vielleicht sicherlich manchen Quatsch sein lassen oder sowas, aber ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, weil genau dieser ganze Quatsch drumherum auch eher Einblicke gibt oder Möglichkeit gibt, die Person und die Haltung dahinter zu erkennen, was bei den anderen Parteien eben nicht mehr möglich ist. Ja. Da ist es im Zweifelsfall nur noch der, da lacht man sich kaputt, wenn die Hinterbänklerin mal ans Mikro kommt, die bis dato eben nicht mit täglichen Presseanfragen konfrontiert war und die
es eben nicht gewöhnt ist, solche sauberen PR-Texte runterzureden und möglicherweise eben nicht von der Parteiführung diese Sachen hat, dann wird es schwieriger. Dann macht man sich darüber lustig über die Abgeordnete. Und ja, also ist dann vielleicht auch Profilierungssucht oder sowas. Aber ja, ich glaube, dass tatsächlich in der Kommunikation der Piratin deutlich mehr Boulevard mit drin ist. Es aber eigentlich nicht unsere Aufgabe wäre, für die Medien das so aufzubereiten, dass sie es nur noch abdrucken müssen, wie es bei den anderen Politikerinnen der Fall ist, sondern dass es eigentlich die Aufgabe der Medien wäre, das, was die Piratinnen wollen, von dem sie angeblich nicht wissen, was sie wollen, das da rauszufiltern und vor allem das von den Boulevardesken zu trennen. Das machen bei den etablierten Parteien eben die PR-Beraterinnen für die Medien schon. Und dann kriegen sie saubere, gewaschene Texte und haben ganz klar den Kram, den sie im Prinzip dann so drucken können. Und dann können sie sich auf der unterhalten. Aber da ist das im Prinzip das Boulevardeske rausgewaschen. Und dieses, wie gegenüber Wolfgang Bosbach, ich kann ihre Fresse nicht mehr sehen, dass sowas findet da halt eben hinter versteckten Türen statt, hinter verschlossenen Türen statt. Und sowas kriegt man in der Regel nicht mit. Und bei uns kriegt man es halt die ganze Zeit mit. Ja, das heißt aber nicht, dass die Journalistinnen die ganze Zeit nur darüber berichten können, denn das andere ist auch da. Und das andere ist das Wichtige. Und bei den anderen Parteien hinterfragt man eben nicht, dass hinter diesen Statements, beziehungsweise noch schlimmer, zum einen berichtet man über die Themen und hinterfragt nicht, ob die Aussagen richtig sind oder ob die Aussagen auch so gemeint sind. Und oft im Rückblick, wenn man merkt, okay, die Aussagen der Politikerin waren falsch oder waren egal, ne, so 12% Mehrwertsteuer, 2% Mehrwertsteuererhöhung, 3% Mehrwertsteuererhöhung, 0% Mehrwertsteuererhöhung und wir einigen uns auf 3% Mehrwertsteuererhöhung und so weiter. Also wenn es im Rückblick dann falsch war oder die Aussagen, dann begeben sich die Medienvertreterinnen damit zufrieden, zu sagen, naja, ist ja eh so. Die sagen ja eh vorher immer, was sie nicht einhalten. Ja, was möchten sie denn dann von den Piratinnen? Dass wir irgendwas sagen und den Boulevardesken-Kram rausfiltern, damit sie zufrieden sind und wenn wir danach uns komplett gegensätzlich verhalten zu dem vorher Geäußerten, damit sie dann sagen können, Mensch, ihr seid endlich etabliert? Also es ist halt, ich habe das Gefühl, gerade also, da fehlt sehr viel Selbstreflexion. Ich glaube, also einerseits versuchen wir langsam unsere Themen so zu vermitteln, dass die Pressevertreterinnen damit besser umgehen können. Also unsere Presse professionalisiert sich. Wir haben in Brandenburg zum Beispiel ganz tolle Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, gute Presseartikel zu formulieren, wo man schöne Zitate entnehmen kann und wo man gut Informationen bekommen kann. Aber andererseits es darf halt nicht so weit gehen, dass es dass wir uns im Prinzip von dem bisher bestehenden System aus Kommunikation zwischen Politik und Medien und Bevölkerung im Prinzip, also diesem Dreieck, dass wir uns so in Anführungsstrichen anpassen, wie es die anderen Parteien tun. Und also dass das auch so absurd wird. Dadurch, dass die Piratinnen ja so auf Twitter oder auf Mailinglisten sehr offen kommunizieren und auch streiten und auch sich auch gegenseitig Vorwürfe machen oder irgendwelche Fails ablassen. Mhm. Also das ist alles sehr öffentlich und die Medienvertreterinnen können das sehen und können das verwenden. Aber in anderen Parteien ist es nicht so öffentlich. Aber es entsteht langsam. Also wir haben die ersten Parteienvertreterinnen auf Twitter. Ja. Und auch dort wird zwischen den einzelnen Politikerinnen gestritten. Mhm. Und auch dort bietet sich mit der Zeit oder wird sich mit der Zeit eine neue Möglichkeit bieten, boulevardeske Diskussionen oder Tweets zu nutzen, um darüber zu berichten.
Bei den Piraten ist es natürlich ganz besonders intensiv, weil wir ja sehr stark zum Beispiel über Twitter kommunizieren, mhm. bei den Piratinnen. Aber ich glaube, hier müssen auch die Medien dazulernen und verstehen, dass Tweets nicht die Meinung der Partei widerspiegeln. Ich glaube, das haben sie mittlerweile einigermaßen, aber sie gehen jetzt, ich glaube, dass sie, also, dass sie mittlerweile eher die Ebene angreifen, guck mal, Leute, die so und so sich verhalten, können doch nicht ernsthaft Politiker sein, Politikerinnen werden. Ja, aber bei den anderen Parteien passiert genau das Gleiche, nur hinter verschlossenen Türen. Genau, ja, aber genau, das ist, ja, genau, das ist das Richtige, ja. Und das ist, also sie sehen es einfach nicht. Ja. Und von daher müssen vielleicht auch die Medien an der Stelle was lernen. Und zwar, und auch, dass unser Diskurs öffentlich läuft. Und wenn einer unserer bekannteren Vertreterinnen, mit irgendeinem anderen Mitglied der Piratenpartei sich streitet, bedeutet das nicht, dass es ein Streit ist, der die ganze Partei bewegt. Ja. Und es bedeutet nicht, dass es irgendeine Parteiposition ist, was da gestritten wird. Und das müssen die Medien vielleicht auch noch bewerten lernen. Also ich glaube, dass das aber auch so teilweise kommt. Aber ich meine, du siehst ja auch genau, diese Front ist tatsächlich nicht unbedingt eine Front zwischen Piratinnen und Medien, sondern dass es tatsächlich so in dieser Generationenkonflikt oder dieser im Netz aufgewachsen, im Netz nicht aufgewachsen Konflikt ist, wenn du dir solche Journalistinnen wie Richard Gutjahr anguckst, die ja auch im Netz arbeiten und die Kommunikationsmittel nutzen. Da ist ja auch ein krasses Missverhältnis zwischen seiner Position und dem der restlichen Medien. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz krass ist. Aber Wobei die Medienvertreterinnen, die jetzt wirklich auf Twitter achten, auch alles, vor allem junge Leute sind. Ja. Aber sie sehen es bei anderen Parteien eben nicht, dass so diskutiert wird. Und deswegen sieht es so aus, als wenn die Piratinnen sich ständig streiten, obwohl es nicht so ist. Sie diskutieren einfach nur. Genau. Und jeder diskutiert mit jedem. Und so, da kann es auch mal heftig zugehen. Ja. Und genau das Gleiche passiert bei den anderen Parteien auch. Nur eben am Stammtisch, auf internen Listen, genau. In den Führungsebenen. Und das findet eben nicht, und das ist das Wichtige, und das ist genau das, wo ich denke, das fällt mir gerade so auf in der ganzen Sache, eigentlich ist es doch absurd, dass wir uns hinsetzen müssen in der Partei, und natürlich müssen wir gucken, wie wir Wähler erreichen, und natürlich müssen wir gucken, was ist denn tatsächlich derzeit gegebener Zustand der Gesellschaft und wie wird kommuniziert und wie findet politische Meinungsbildung statt, und die findet, da müssen wir uns nichts vormachen, hauptsächlich durch die Hauptmedien, die Medien statt, die eben die etablierten Medien, die Holzmedien oder die Fernsehmedien. Und wir geben uns Mühe zu verstehen, wie sie funktionieren, mit einer kompletten ehrenamtlichen Partei. Wir müssen zum einen die Prozesse innerhalb unserer Partei beobachten und Meinungsbildung beobachten, das dann fertig formulieren und der Presse mitteilen, damit die Journalistinnen darüber berichten. Aber wäre es nicht eigentlich Aufgabe einer Presse, sich diese Filterarbeit auch zu übernehmen? Bei den anderen Parteien, die nicht basisdemokratisch organisiert sind, sind es die Medienvertreterinnen gewohnt, zum Chef zu gehen, zur Chefin zu gehen, das sage ich jetzt Chef, weil das ist in der Regel ein Mann, zum Chef zu gehen und zu sagen, hier, sag das mal. Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Wie steht ihr denn dazu? Was ist denn da eure Meinung? Und ohne, dass da irgendwie eine Diskussion innerhalb der Partei stattfindet, es mag sicherlich Fetzereien auf Stammtischen geben, die ist aber relativ belanglos, weil die nicht oben ankommt, weil es eben top-down organisiert ist, kriegen sie da die Antworten, schreiben ihren Kram, haben einen O-Ton und ist wunderbar. Während sie bei uns eigentlich in der Sekunde scheitern, und zwar
eigentlich sich disqualifizieren, ihren Job vernünftig machen zu können, wenn sie hinkommen und uns fragen, wie ist denn ihre Meinung zu etwas, wo es möglicherweise noch keinen Beschluss zu gibt. Weil da wäre es, wenn sie das wirklich wissen wollten und uns nicht nur vorführen wollten, wäre es ihre Aufgabe, den einsehbaren, offenen Diskurs aufzuklappen und nachzuschauen und zu gucken und zu zählen und zu überlegen, ach, da gibt es eine ganz starke Strömung von Piratinnen, die vertritt diese Auffassung in dem Bereich, wo noch nicht abgestimmt wurde, und da gibt es ein paar, die vertreten den Bereich, und da sind, da ist diese Piratin gerade recht exponiert, die hat wahrscheinlich viele Zustimmung oder hat viele Follower, und deswegen könnte man sich vorstellen, dass diese Meinung sich durchsetzt. Das wäre Aufgabe eines Journalisten, zu recherchieren. Derzeit läuft es aber so, weil die Journalistinnen es gewöhnt sind, von den anderen Parteien den ganzen Kram im Prinzip nach Hause geliefert zu bekommen, dass wir uns darauf auch ein Stückchen anpassen müssen und ihnen entsprechend Pressemitteilungen mit O-Tönen und Co. hinschicken müssen. Aber eigentlich ist das die Rechercheaufgabe. Wir sind eine Partei mit über 30.000 Mitgliedern. Wir haben Vertretung in vier Länderparlamenten. Man hat uns zwischenzeitlich auf 13% in der Bundestagswahl hochgeschrieben von den Medien. Wir hätten da wahrscheinlich sogar für die Wikipedia ein Relevanzkriterium überschritten. Und da wäre es gottverdammt einfach nochmal die Pflicht der Journalisten, da zu recherchieren. Und das sehe ich häufig nicht. Ich sehe häufig das nicht. Und das mag unterschiedlichste Gründe haben. Es gibt sicherlich Leute, die sich damit gut auseinandersetzen, mit dem Prozess. Und ich will auch nicht verhehlen, dass wir nicht total viele Spassemackeln haben. Aber wenn wir jetzt rumgehen würden und die Spassemackeln von allen Parteien vorführen würden, ja, da würden wir nicht fertig werden. Und geht mal in die anderen Parteien, die deutlich mehr Mitglieder haben als wir. Da ist der Spassemackenanteil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit größer. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt sogar, dass auch die Faschisten da deutlich stärker vertreten sind in den anderen Parteien als bei den Piraten. Faschistinnen, stimmt. Die gibt's nämlich auch. Bäh. Gut. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt erschöpfend behandelt. Aber ich mag Journalistinnen total. Und ich mag auch Journalismus. Und ich halte Journalismus für wichtig. Und ich weiß, dass da draußen auch viele sind, die das gerne machen wollen und es vielleicht nicht vernünftig können, weil die Mittel nicht da sind. Und ich wünschte mir, dass wir als Gesellschaft, denn das ist verdammt wichtig, eine Lösung finden, wie wir es auf die Reihe kriegen, auch einen vernünftigen Journalismus zu kriegen. Und da sehe ich eben wieder, da möchte ich auch wieder die Kurve zum BGE, das ich als derzeitige Lösung sehe. Wir haben viele solcher Berufsgruppen wie Journalisten. Wir haben die Lehrerinnen. Wir haben die Pflegekräfte. Wir haben so viele Menschen, die in unserer Gesellschaft essentielle, wichtige Jobs machen, und häufig sind es diejenigen, die die wesentlichen Jobs machen, die alle Personen, die Bedürfnisse erfüllen, die wir Menschen am dringlichsten haben, die am wenigsten bezahlt werden, die unter den prekärsten Bedingungen arbeiten müssen. Und das sind nicht nur Journalistinnen, das sind eben, wie gesagt, Krankenpflegerinnen, es sind Pflegebildung, und da sind wir auch wieder bei dem Sexismus-Thema, alle die typischen Frauenberufe werden scheiße bezahlt bis katastrophal und haben erbärmliche bis katastrophale Arbeitsbedingungen. Und auch der Journalismus. Und wir können nicht beides haben, Qualität und das. Und da müssen wir uns mal überlegen, welche Sachen systemrelevanter sind. Es gibt Bereiche, da regelt der Markt nichts. Und ganz im Ernst, und möchte nicht zu diesen, diesen Bereichen gehören all die erwähnten Berufsgruppen, gerade eben. Und wahrscheinlich noch viele, viele, viele mehr. Richtig. Das ist ein Hauptthema, was die Piraten umtreibt. Und das ist, egal in welchem Politikfeld man kommt, wird man irgendwann zu diesem Problem kommen. Egal in welchem Problemfeld man kommt, wird man irgendwann merken, dass es eben Marktversagen gibt und dass man da irgendwo gegen vorgehen muss. Und natürlich schafft man keine großartigen Werte, die sich verkaufen lassen, wenn man einen alten Mensch auf seinen letzten Tagen pflegt und begleitet. Ja. Und da muss man halt gucken, wollen wir das als Gesellschaft? Gerade als überalternde Gesellschaft? Oder nicht? Genau. Gut.
Nächstes und Thema. Und außerdem möchten wir endlich mal wieder vernünftig einfache Informationen kommen. Ja. Nächstes Thema. Was ist das nächste Thema? Kritik und Kontrolle. Ach, das ist doch alles jetzt schon in dem Brei mit drin gewesen. Kritik und Kontrolle. Ich glaube auch. Lass mal. Das war jetzt ganz schön viel Kritik. Ja, ja, ja. PR haben wir auch schon mit drin. Eine Public Relations würde ich gerne nochmal aufgreifen, ja, weil ich heute gelesen habe, Thema, das Thema hier. Welches denn, was ist das? Ach Gott, Thema. Die Klimaspinner. Ja. Die Klimaspinner. Heute gelesen, einen ziemlich langen Bericht über die Entwicklung der Bewegung, die den Klimawandel gesellschaftlich, die irgendwie Desinformation zum Klimawandel betreibt. Und in dieser marktwirtschaftlichen Medienlandschaft findet diese Desinformation einen wunderbaren Anklang. Also da möchte ich auf jeden Fall empfehlen, diesen ewig langen Artikel zu lesen. Da geht es eben um diese Gruppe von Menschen, die finanziert wird von der Industrie, die finanziert wird von denjenigen, die besonders viel Treibhausgase produzieren. Die versuchen, die ganze Bericht die ganze Information zum Klimawandel zu vertuschen, zu diskreditieren, die Wissenschaftler in ein schlechtes Licht zu rücken. Und in den USA nimmt das abstruse Züge an. Und das ist auch ein ganz schlimmes Ding. Fox News, die ja ein ganz katastrophales Beispiel für manipulative Medien sind, die sogar ganz, ganz, ganz klar politische Kampagne fahren, dass es im Journalismus häufig schick wird, auf eine pseudoneutrale Position zurückzugehen und so zu tun, als gäbe es zwei Meinungen. Das ist nämlich das Katastrophale. Und das ist, es gibt eine Meinung von Wissenschaftlern, genau. Oder keine Meinung, sondern eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und es gibt eine bezahlte, inserierte Public Relation von PR-Experten, die das Gegenteil behauptet. Das ist ja in Amerika, ist es halt eben tatsächlich zugespitzt, und wenn man sich da die Wahlkämpfe anschaut und die Themen, über die behandelt werden, da wird der schwachsinnigste Unfug, so er denn von öffentlichkeitswirksamen Personen geäußert, für bare Münze genommen und gegen die Realität gestellt, und die Journalistinnen versuchen da eine vermittelnde Position, es gibt die Seite und es gibt die Seite der Medaille zu machen. Und das findet man eben auch ganz häufig, zum Beispiel bei solchen Artikeln über alternative Heilmethoden, die häufig eben Quatsch sind, oder also, so irgendwelchen Homöopathiekram, wo man es geschickt schafft, durch wirtschaftliche Interessen, PR, von den einzelnen Firmen zum Beispiel, so tut, als wäre diese Position nicht entschieden und als gäbe es da zwei Meinungen, wo es Aufgabe eines Journalisten wäre, einer Journalistin wäre, da zu recherchieren und darauf hinzuweisen, dass dem eben nicht so ist oder dass es eben hier nicht so stimmt. Und da muss ich auch mal kurz den Hersteller deines Mobiltelefons mit ins Feld führen. Es ist bezeichnend, wie die Berichterstattung und der Hype um Apple-Produkte regelmäßig war. Ich finde diese Produkte auch schick und gut und ich wünschte mir, sie würden bestimmte politische Entscheidungen bezüglich ihrer Verfügbarkeit von Apps und iTunes und Co. anders tätigen, damit auch dieser Markt, auch diese Produkte für mich zugänglich werden. Ich kann sie aus Überzeugung finden und ich kann sie mir auch nicht leisten, okay. Aber ist egal. Aber im Prinzip war da eine sehr positive Berichterstattung, und wenn man sich Aussagen anhört, wie die von Döpfner, Chef des Springer Verlages, der in Amerika in einem Interview, aufgezeichnet auf Video, solltet ihr mal googeln, ich guck mal, ob ich den Link finde, schmeiße ich da in die Show Notes rein, sich hinstellt und Sätze sagt wie: Wir Verleger sollten jeden Morgen als allererstes nach dem Aufstehen zu Gott beten und ihm danken, dass Steve Jobs die Verlagsbranche rettet.
dann kann ich mir vorstellen, dass die kompletten Springer-Medien, die dieser Person unterstellt sind oder dem Wohlwollen dieser Person unterstellt sind, natürlich vollkommen sachlich und kritisch, vor allem Computerbild und Co., natürlich dann mit den Produkten umgehen, diese Sachen. Also das ist so, also da muss ich fragen, also jemand, der... Wobei das ja an der Stelle macht, jetzt nicht so wirklich katastrophal ist. Nee, da ist es nicht. Das mit dem Klima ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, das mit der Evolution oder mit dem, genau, mit diesem... Oder mit der Scharlatanerie im Medizinbereich ist es eine Katastrophe. Genau, da hängen da sterben Leben von Menschen, da geht die Welt zugrunde und da werden Menschen systematisch verdummt mit diesem Intelligent Design Kram. Und es ist ja nicht so, als ob wir diese Sachen nicht kennen, die Tabakindustrie in der Vergangenheit. Es ist doch alles da gewesen. Also die USA sind ein wunderbares Beispiel, wo es hingehen kann, wenn nur noch der Markt regelt, was Medien sagen. Denn die goldene Hand ist wahrlich golden. Und da verkommt quasi die gesamte Medienlandschaft nur irgendwie im Interesse dessen, der am besten zahlen kann. Und in diesem Artikel hier um die Klimaleugner, die wir natürlich auch in die Shownotes einstellen werden, geht's am Ende darum, wie die Leute, die in Amerika schon erfolgreich manipuliert haben, versuchen, in Europa Fuß zu fassen und in Europa dasselbe erreichen zu können. Also, sehr gut. Es ist wirklich gefährlich, was diese Menschen tun, um ihre Agenda finanziellen Interessen erhalten zu können oder irgendwie auf ihrem Standpunkt beharren zu können, dass das Verbrennen von Öl, Kohle und Gas eine super geile Idee ist. Oder eben, dass Homöopathie Krebs heilt. AIDS heilt alles. Homosexualität heilt es übrigens auch. Katholische deutsche Ärzte. Das tötet. Ja, das ist ein Riesen... Naja. Es tötet und es ist vor allem... Und was das halt eben auch ganz wichtig ist, es ist halt auch perfide. Und genau das Gleiche hat man, weil es halt eben tatsächliche Missstände aufgreift. Aber es wäre Aufgabe eines Journalisten, einer Journalistin, zu zeigen, ja, dieser Spinner, der euch hier gerade die Zuckerkügelchen, die Spinnerin, die euch gerade die Zuckerkügelchen verkaufen möchte und als Medizin verkaufen möchte, führt dafür an, dass die Pharmakonzerne böse sind und dass ja irgendwie die Ärzte keine Zeit haben und das ist ja alles irgendwie so unmenschlich und tralala. Also sie führen Belege für das tatsächliche Missstände in unserem Gesundheitssystem natürlich, die da sind und die berechtigterweise da sind, an in der Argumentation, die jeder auch bestätigen kann, auch ich bestätige die Missstände, und tun so, als würden sie die Gegenlösung darstellen. Das ist aber ein ganz anderer, das ist aber ein krasser Unterschied zu dem, was zumindest wissenschaftlich dahinter steckt. Das eine ist Medizin, das andere ist das Gesundheitssystem, und da muss man halt dann eben unterscheiden, also im Bereich der Alternativmedizinspinnerei. Und das wäre Aufgabe von Journalistinnen und dem kommen sie zu wenig nach. Also gerade Deutschland bringt gerade, so wie die Amerikaner, uns diese Klimaleugnungskacke und die Evolution, die Kreationistenscheiße hier rüber schwappen, sind wir gerade dabei, unsere Homöopathie-Scheiße darüber zu exportieren. Da freuen sich gerade die Wissenschaftler da drüben, dass dieser Unfug, den wir hier mit dem Zucker veranstalten, jetzt auch gerade darüber schwappt. Der kommt dann von unseren natürlich komplett altruistisch arbeitenden Globuli-Herstellern. Aber die Medien sind nicht schuld daran. Nein. Es ist das Problem, dass die Leute oder dass es nicht mehr genügend Leute gibt, die bezahlt werden können, um diese Scheiße zu recherchieren. Ja. Und von daher macht man sich's einfach und sagt einfach, es gibt zwei Meinungen und es gibt diese Meinung, es gibt diese Meinung und recherchiert nicht, ob das andere tatsächlich wahr ist oder ob es einfach nur erstunkener, erlogener Scheiß ist. Ja. Genau, also es gibt nicht genügend Geld, um Journalisten zu bezahlen, um dem nachzugehen. Und von daher macht man sich's einfach und dann kommt sowas dabei raus. Und es ist jetzt auch nicht, also wenn wir jetzt da auch ganz, ganz, ganz schlimm geschimpft haben auf den Markt und komplett dereguliert oder weitestgehend sich selbst überlassen eben zu solchen abstrusen Unfug führt. Deswegen muss man da jetzt nicht komplett nur gegen sein, aber man muss sich halt dieser Probleme bewusst sein
und muss überlegen, ob es nicht hier und da Korrekturmöglichkeiten gibt, eben da als Staat zu gucken, wenn wir als Menschen auf diesem Planeten hier noch ein bisschen länger irgendwie leben wollen und wenn wir uns möglicherweise nicht die Köpfe einschlagen wollen, dann wie wir dazu kommen, dass wir zu vernünftiger, sachlicher und ja, gut recherchierter Informationen gelangen als Bevölkerung, denn das ist eben diesen, sowohl die Wirtschaftswissenschaft, der fällt gerade auf, dass es den komplett, dass es diesen Homo economicus nicht gibt, also den sachlich entscheidenden Menschen, der im Prinzip nur guckt, wo kann ich es am günstigsten und am qualitativ hochwertigsten kriegen, den gibt es nicht, weil es einfach mal schon faktisch nicht möglich ist, diese Informationen sich selber zu beschaffen und diejenigen, die helfen sollten, diese Informationen zu beschaffen, nicht mehr in der Lage sind, das eben bieten zu können. Und da scheitern wir also an vielen Stellen den Ansprüchen, die wir haben. Und die Menschen wählen mit den Parteien nicht mehr ihre Interessen und haben das wahrscheinlich noch nie wirklich getan. Aber dieser Widerspruch wird halt mittlerweile immer deutlicher. Und ich glaube, in der Piratenpartei ist das auch sehr stark vertreten. Deswegen dieser basisdemokratische Ansatz, glaube ich, so viel Zuspruch auch empfinden. Die Leute fühlen... merken, dass diejenigen, die da sonst so angeboten sind, nicht sie oder ihre Interessen vertreten. Tja, und dann ist natürlich immer die Frage, wie stelle ich fest oder wie kann ich die Vertrauenswürdigkeit von Medien einschätzen? Und wie kann ich jetzt Informationen finden und sie bewerten? Wie kann ich das rausfinden? Und das ist dadurch, dass wir also den ganzen Kram, den wir jetzt im Prinzip hier vorher an Beispielen gebracht haben und an Einflüssen, und das wird in einer an einer deutlich strukturierteren Art und Weise und qualifizierteren Art und Weise auch in diesen Einzelinterviews dieser Dokumentation getan. Wie kann man in der heutigen Zeit dann gucken, dass man eben noch ja Medien findet oder Berichterstattung findet oder Informationen findet, die eben vertrauenswürdig sind? Und im Prinzip muss man da sagen, naja, da muss man selbst Hand anlegen. Und da gibt es bestimmte Grundregeln, die man da einhalten kann. Also ich meine, jeder, der das Privileg hatte, in einer wissenschaftlichen Ausbildung gesteckt zu haben und das Arbeiten oder das wissenschaftliche Arbeiten gelernt hat, kann einschätzen, ob es wie die Quellen sind. Die sieht also, ich habe hier diesen Text und ich sehe, die Aussagen in dieses Textes sind belegt durch Aussagen der Autorin oder durch das Buch der Autorin XY. Die Autorin XY ist und so weiter. Also hinter die Sachen schauen, wie die Piratinnen sich anschauen, welche Journalistin hat den Text geschrieben und nicht welches Blatt. Natürlich gibt es auch einen Vorfilter, welches Blatt. Und da muss man dann auch weiter schauen, welcher dahinterstehende Verlag. Und manchmal muss man noch darüber schauen, welche dahinterstehende Aktiengesellschaft. Und zu welchem Konglomerat gehört der ganze Kram. Also zu welchem, das soll jetzt wertfrei gemeint sein. Und also man schaut, wer steht hinter, welche Interessen mögen da möglicherweise mit drin sein in diesen Informationen oder welche Intentionen können denn, da muss man ein Gespür entwickeln. Möchtest du was sagen? Ja. Du zeigst dich. Das ist auch noch ein Thema, was wir jetzt noch nicht hatten, und zwar diese Verbindung. Ja. Ja. Genau, darauf müssen wir noch eingehen. Aber an sich ist das Problem ja auch, dass die Menschen nicht genügend Zeit haben, um sich das genau anzugucken. Und von daher müsste eigentlich die Medienlandschaft funktionieren, Informationen so wiederzugeben, wie sie auch tatsächlich sind. Ja. Und eben nicht wünschenswerte Wirklichkeiten nur wiedergeben. Das, wie der eine ja auch da schön in dem Video Begriff der wünschenswerten gesagt hat. Die wünschenswerten Wirklichkeiten, ist die Frage, für wen sind die wünschenswert? Genau. Nicht? Ja. Also eigentlich müssten es die Menschen so aufbereitet bekommen, dass es stimmt, dass es korrekte Informationen sind. Es kann natürlich nicht immer alles korrekt und vollständig wiedergegeben werden. Es wird immer verkürzt wiedergegeben werden. Es wird auch Fehler geben und all das. Aber das ist normal und das ist in Ordnung. Es muss auch verkürzt werden, weil sonst kann man nicht so viel Information vermitteln.
Also wir müssen wieder versuchen, also eigentlich müssen, einerseits müssen die Menschen mehr Medienkompetenz lernen und andererseits müssen die Medien so gestärkt werden, dass sie unabhängig sein können, also wirklich unabhängig sein können. Aber genau, ich wollte jetzt eigentlich hauptsächlich darauf hinaus, wie man jetzt in der heutigen Zeit und unter den derzeitigen Gegebenheiten eben, vor allem halt auch, weil ich denke, wenn uns hier bis jetzt noch jemand zuhört, dann werden es eher dann doch Piratinnen sein, wie man eben in der heutigen Zeit so etwas findet. Und wir haben ja auch, oder wie man in der heutigen Zeit in der Lage ist, sowas einzuschätzen. Wir verlinken auch auf die KEK, die Medienkonzentration auflistet. Da könnt ihr jede einzelne Publikation, sei es Zeitung, Zeitschrift oder Fernsehsendung, Fernsehsender oder sowas, aufgelistet sehen und seht, wer da daran beteiligt ist. Also welche Person oder welcher Verlag oder welcher Fonds gerade irgendwie die Entscheidungsmehrheit hält. Also so, es ist irgendwie Bertelsmann-Gruppe kennt. Mittlerweile, zumindest bei den Piraten, habe ich den Eindruck, kennen relativ viele die Bertelsmann-Gruppe und wissen, was denen so alles gehört, denken aber, dann ist ja der Spiegel was anderes. Nee, aber 25% des Spiegels gehört auch noch der zur Bertelsmann-Gruppe und was da nicht alles zugehört. Also die sind somit eine der größten Meinungsmachthaber neben dem Springer Verlag. Und, das ist in Deutschland ja nicht ganz so schlimm wie in Italien, wo ja genau, die Firma von Berlusconi da das ganze Fernseh, oder die ganze in Amerika Fernsehbranche mit Murdoch, hält. Fox. Aber es ist halt eben, also das ist dann halt auch eine Erfahrungssache. Und natürlich kann man ja auch nicht sagen, dass jetzt alle Fox-Journalisten oder alle Bertelsmann-Journalisten katastrophal sind. Aber man muss wissen, dass diese Medien gefärbt sind. Und dann ist es halt, es ist ein Trial-and-Error-Spiel. Und also auch wenn man die Journalistin mit Sicherheit nicht. Genau. Also die Journalistin werden auch versuchen, unabhängig zu berichten, aber naja, es geht ja immer noch durch irgendwelche Chefredaktionen und die haben dann vielleicht schon irgendwie eine gewisse Linie, worauf sie achten sollen. Ja. Und dann fällt vielleicht mal der ein oder andere Artikel nochmal zurück und muss überarbeitet werden, weil da irgendwie die Interessen der Bertelsmann-Stiftung nicht der ganz Stiftung, das so ist die AG. Die Stiftung tut so, als wäre sie gemeinnützig. Der Bertelsmann AG nicht ganz so positiv wiedergegeben wurden. Genau. Und der nächste Schritt ist dann halt eben auch gerade, also ich meine, wir haben das Privileg und wir haben die Möglichkeit, im Internet ziemlich viel zu recherchieren. Und die Piratinnen, die mir am nächsten sind und deren Durchsetzung ich mir wünschte, orientieren sich stark an sehr wissenschaftlichen Personen, also wissenschaftliche Blogger, wo man also Bloggerinnen, wo also die Reputation irgendwo da ist, während, das ist so das krasse Gegenstück, würde ich so sagen, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ... Berichte in irgendwelchen Zeitungen von Journalistinnen. Guckt euch die ganzen Weltuntergangsszenarios und die Erde wird von einem Kometen 2020 erschlagen oder 2012 endet der Maya-Kalender und deswegen macht's bumm und wir sind alle weg. Und an einigen ganzen Unfug, es gibt Wissenschaftler, die sich mit Dingen auseinandersetzen. Es gibt die Wissenschaft an sich, die in der Lage ist, dadurch, dass sie eben über Peer Review, über bestimmte Verfahren, also man kann sich auch da informieren und es gibt mittlerweile immer mehr wissenschaftliche Blogger. Aber wenn man da hingeht, dann natürlich gibt es auch dort Mindermeinungen und natürlich gibt es auch in Blogs irgendwelche Spinner, die sich als Wissenschaftler ausgeben. Ne? Ich meine, Dr. Axel Stoll ist ein ganz großes Beispiel. Googelt Dr. Axel Stoll mal. Und schaut euch an, was diese Wissenschaftlerin so von sich gibt. Es ist von größtem Vergnügen. Und das ist halt eben auch da. Und dann gehört eben auch dazu, bestimmte Recherchen anzustellen. Also als ich diesen Film beispielsweise hier gesehen habe, war mein Grütze-Detektor, hat da ziemlich stark ausgeschlagen, weil es am Anfang eben sehr populistisch losging und vor allem auch diese Internetseite sehr merkwürdig aussah. Und da waren meine ersten Schritte zu überprüfen, wie heißen diese Gespräche. Also erstmal habe ich es angefangen zu schauen, es wurde von den Gesprächen her ganz gut und fand ich vertrauenswürdig, aber ich habe dann halt trotzdem geschaut, wer sind diese einzelnen Personen, die da gesprochen haben. Habe entsprechend geguckt, wo sie herkommen. Journalistisch gearbeitet. Ja, ich habe einfach im Prinzip journalistisch gearbeitet. Dann diese Keck
kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass es die KEK gibt, also diese Kommission zur Ermittlung der Medienkonzentration und so. Und habe aber die Internetseite gefunden. Aber ich habe auch, als ich die Internetseite gesehen habe und noch nicht gesehen habe, dass das im Rundfunkmedienstaatsvertrag geregelt ist, habe ich als allererstes bei DE-NIC nachgeschaut, wo ist denn der ganze Kram gehostet, um mal zu gucken, wo liegt denn die Quelle? Ist das möglicherweise eine Witzseite? Und das habe ich bei den anderen Quellen auch gemacht. Und da habe ich also so Quellen recherchiert. Wenn ich also eine Quelle nicht kenne und eine Person mir etwas sagt, was ich schlüssig finde, oder wenn ich in einem Blog etwas lese, was mir schlüssig scheint und mit meiner kritischen Betrachtungsweise glaubhaft, ich die Person aber noch nicht kenne und es nicht sicher weiß, was sie mir da erzählt, dann versuche ich erstmal rauszufinden, entweder noch eine andere Quelle zu finden, die sich mit der gleichen Sache auseinandersetzt, der ich möglicherweise schon vertraue, oder aber ich schaue, wer steckt überhaupt dahinter. Und dass wenn man sich gerade in diesem alternativmedizinischen, in Anführungsstrichen medizinischen Bereich oder bei den ganzen Verschwörungstheoretikerinnen und so weiter anguckt, dann merkt man, dass da ziemlich häufig ein sich selbst immer wieder im Kreis drehender Referenzierung stattfindet. Also das heißt, der eine Verschwörer kopiert von, der Mondverschwörer ist ziemlich schnell irgendwo bei 9-11 und der 9-11-Verschwörer ist dann schnell bei der Holocaust-Leugnung und dann hast du direkt daneben den Pendler und den Hellseher. Dann weiß man, in welchem Umfeld man sich bewegt und weiß eben auch, diese Information eher einzuschätzen. Und eine Initiative, die in der Öffentlichkeit auftritt und mit so einem Namen wie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auftritt, wenn man sich mal anschaut, das ist eine Bertelsmann-Stiftungs- PR-Agentur mehr oder weniger ist, die Arbeitgeberinteressen durchsetzt. Hauptbahnhof mit irgendwelcher anti-erneuerbare Energien-Propaganda vollgeklebt hat. Genau, also die vertritt halt ganz, da kann man dann halt ganz schnell feststellen, wenn man sich über die Hintergründe informiert, dass das einfach mal, naja, pure Propaganda ist. Das ist einfach nur PR nicht mal. Es ist wirklich Propaganda, weil es eben tatsächlich, es gibt vor die Interessen. Und das ist ganz stark in Amerika wieder beispielhaft, also leider kopieren wir den ganzen Müll von da drüben ja gerne, diese Tea Party-Bewegung, setzt euch bitte mal damit auseinander. Das ist eine von oben nach unten organisierte Gruppierung. Die Gebrüder Koch Industries, die größte Firma, von dessen Existenz sie nichts wissen, solltet ihr euch mal drüber recherchieren, haben dieses Ding im Prinzip mehr oder weniger im Alleingang von oben nach unten durchstrukturiert. Die ersten Veranstaltungen von Tea Partys, da hat man diesen dummen Mob, der da rumläuft und seine homophobe, rassistische Scheiße von sich plärrt und die ganze Zeit brüllt, hier keine Steuern für die Reichen, dann werden wir vielleicht auch irgendwann wieder aus dem Auto in ein Haus einziehen können, Schwachsinn, plappert. Und den religiösen Fundamentalismus-Kram, das wurde von oben nach unten durchorganisiert und die wurden da instrumentalisiert. Und das ist natürlich ein Klientel, was da irgendwie so durch die Straßen mobartig läuft, was eben nicht die Möglichkeit hat, durch eine vernünftige Bildung in der Lage zu sein, Informationen zu bewerten. Und die haben halt noch eine katastrophalere Situation da mit der Presse. Noch so ein Ding. Bildung ist ganz schlecht mit dem Markt vereinbar. Ja. Tja, ja, weiß ich nicht, ja. Kann ich die These, weiß ich nicht, aber ja. Also wir brauchen, genau, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Aus- und Bildung. Unternehmen wollen top ausgebildete Leute, sie wollen aber keine Gebildeten. Weil wenn der Mensch sich hinterfragt, ob er das, was er da macht, ob das sinnvoll ist, dass er jetzt gerade einen 40-Tonnen-Geländewagen für die Innenstadt designt, das will das Unternehmen auch nicht. Es will einen, der in der Lage ist, das, was ihm gesagt wird, auszuführen. Und da ist der Unterschied zwischen Ausbildung und Bildung. Da kann man mal den Soziport über Bildung hören. Da geht es nämlich darum, geht's nämlich um Bildung und Wissen. Und dass Bildung und Wissen unterschiedliche Dinge sind. Ja. Wer viel Wissen hat, muss nicht gebildet sein. Ja. Und wer wenig Wissen hat, kann trotzdem gebildet sein. Sehr schön. Auch noch ein schön interessanter Verweis. Ja, sehr gut. Ja, und was... Jetzt muss ich... Was man halt auch noch... was auch noch sehr bezeichnend ist für den Zustand des Journalismus, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist, und besonders im Bereich des Fernsehjournalismus, wenn man sich anschaut, wie stark der Wahrheitsgehalt oder Wirklichkeitsgehalt von
Nachrichtensendungen ist, die vorgeben, eben Nachrichten zu senden und von Formaten, die eigentlich dies nicht im Sinne haben, dann wird es erschreckend. Denn in Amerika sind zum Beispiel die Heute-Show, Realtime mit Bill Maher oder großartige Art und Weise Stephen Colbert weitaus sachlicher und realitätsnah als eben die Nachrichtensendungen, weil sie eben diesen ganzen Kasperle-Theater, obwohl sie eigentlich Comedy-Sendungen sind, nicht mitmachen, sondern tatsächlich eigentlich das Ganze nur vorführen und das im Prinzip das anbieten. Und das macht ja die Heute-Show auch nach. Und die Heute-Show hat einen der renommiertesten Fernsehnachrichtenpreise gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie hieß der noch? Der hieß Hans. Um jetzt mal einen Gottwein zu bringen. Genau. Am Anfang der Nazi-Zeit war Kritik auch nur noch in Form von Satire möglich. Ja. Das ist eine Katastrophe. Und genau, also nicht, wie heißt der Fakt? Hans-Joachim Friedrichspreis. Ich bin im Journalismus nicht so drin. Schaut mal nach, wer den sonst hier bisher getragen hat. Bis jetzt noch nicht eine Satire-Magazin oder sonst irgendetwas. Das ist ein Nachrichtenjournalismuspreis. Und damit zeichnen wir sowas wie die Heute-Show aus. Nicht die Leute, die uns jeden Abend erklären, wie wir aus der Euro-Krise wieder rauskommen und was es gerade irgendwie für Probleme mit Linksradikalismus gibt, weil da ein Nazi in Hamburg Autos anzündet. Das sind die Satire-Magazine, die da sind. Und wenn man sich anschaut, wie die den Piraten gegenüber oder unseren inhaltlichen Äußerungen gegenüber eingestellt sind, muss man feststellen, die haben es scheinbar auf dem Schirm teilweise, was da so an Richtung hinter uns steckt. Die freuen sich auch über unsere lustigen Leute, die über den Parteitag laufen und die witzigen Kostüme und so weiter. Den Spaß machen sie auch mit. Die erkennen aber auch, dass das nicht das ist, was die Piraten irgendwie ausmacht. Aber ich will ja gar nicht von den Piraten reden. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob diese Tatsache, dass die Heute-Show diesen Preis bekommen hat, nicht Bände spricht über das, was der Journalismus sonst noch zu leisten imstande ist. So ist das, Journalismus, Medien. Das war jetzt noch eine Nachdenkpause. Also, ihr seht schon, wir machen uns Sorgen. Ja. Das Problem ist, dass die Konsumenten dieser Nachrichten, die das eben noch tatsächlich so als Nachrichten hinnehmen und nicht zu sehr hinterfragen, alle Wähler sind. Es gibt mit Sicherheit immer noch sehr viele gute Nachrichten. Aber wir sehen, wo es enden kann, wenn wir einen Blick über den Ozean in die USA und wagen. Da ist ja auch der positive Beispiel, also im Vergleich zu diesem ganzen Schwachsinn, der da auf Fox News und MSNBC läuft, der ganz starke Kampagnen und reißerische Scheiße ist, die von Realität irgendwie ganz weit entfernt ist, gab es ja dann eben in diesen Fake News Formaten wie Heute Show und Heute Show. Daily Show und Colbert Report, gab es auch so eine tolle Aktion, Rally to Restore Sanity, das war ein großartiges Event, da hat man sich an ein Hetzer aus Fox News hat eine Kampagne gemacht, ich weiß gar nicht, Rally to Restore America? Naja, irgendwie wollte er amerikanische Werte retten und hat da diese ganzen rechtskonservativen Deppen, die irgendwie glauben, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, Obama ein muslimischer Kommunisten, Nazi-Terrorist aus Afrika und weiß der Geier, was für ein abstruses Zeug. Die hatten halt eine Rallye gemacht an dem Tag, wo Martin Luther King seine Rede gehalten hatte am Kapitol. War das nicht Kapitol? Nee, Quatsch, das war hier das Memorial, Lincoln Memorial, glaube ich. Und da hatten eben diese ganzen Rechtskonservativen damit 20.000, 30.000 Leuten Aufmarsch irgendwie so eine Hetzkampagne gemacht. Und daraufhin als Konteraktion dazu haben die Heute-Show und die Daily Show, von denen die Heute-Show kopiert wurde, haben da eine Rally gemacht, Rally to Restore Sanity and or Fear, weil der Colbert simuliert halt einen Republikaner. Wer den nicht kennt, guckt es euch an, großartiger Mann, großartige Shows beide. Beste Shows, um sich politisch über Amerika zu informieren, besser als da die Nachrichten zu gucken, leider. Und bei deren Gegenkundgebung waren halt eben über 100.000 Menschen da, also das verzerrt natürlich auch den Blick, den wir auf Amerika haben oder so, ne? Also wir dürfen nicht das
für bare Münze nehmen, was da in den Medien stattfindet und was da sicherlich natürlich auch stattfindet. Es gibt auch einen sehr großen Teil an sehr leisen Menschen, die vernünftig ticken. Und ich glaube, dass das Gleiche auch hier in Deutschland ist. Ich glaube, dass auch hier in Deutschland es viele gibt und in solchen Dingen wie diese Plagiatsgeschichten um Gutenberg, wo man ganz gemerkt hat, dass es ja doch sehr, sehr viele gibt, die sagen wollen, das geht jetzt hier gar nicht oder so. Also wo halt auch, klar, die Medien haben ihn dann zum Fall gebracht, weil sie es aufgegriffen haben, aber die Empörung kam zuerst aus anderen Kreisen. Und ACTA oder war ja auch im Prinzip so eine Bürgerbewegung. Da scheiden sich ja auch Menschen jenseits der offiziellen Medien gut informiert bekommen zu haben und was gemacht zu haben. Also sicherlich ist da noch nicht alle Hoffnung verloren, aber es ist halt eben eine Katastrophe, in welchem Zustand die Medien so sind. Und das ist ein Problem, was wir als Gesellschaft als Ganzes angehen müssen, aus ureigenen Interessen. Was mir jetzt noch einfällt zum Thema Medienkompetenz, was ich immer hinterfragbar finde, sind Argumente, die mit Angst oder mit der Angst der Menschen spielen. Ja. Ich meine, wir sind als Piratinnen davor nicht gefeit. Wir haben das auch schon getan und wir haben auch schon Horrorszenarien an die Wände gemalt, wenn irgendwas beschlossen wird. Mhm. Aber an den Stellen habe ich immer ein Ausrufezeichen und gucke, was ist denn da wirklich dran. Ja, das stimmt. Angst ist immer ein ganz, 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 ganz wichtiges Also Ding. Da fallen viele Leute schnell drauf rein, obwohl sie eigentlich genau an der Stelle gucken müssten, ob das denn wirklich wahr ist, was genau. wo da Angst geschürt wird. Das ist auf jeden Fall richtig. Also auch da informieren und wenn irgendwie alle in einem Rohr brüllen, nicht glauben, das wird schon stimmen, sondern vielleicht mal genauer hinschauen und überlegen, welche Fakten gibt es denn dazu. Also gerade auch wenn man sich halt eben da kann man ja auch wieder diese schöne Diskussion führen, oder da kann man es wunderbar exemplarisch zeigen, die Wahrnehmung von Linksextremismus, Rechtsextremismus und islamischem Extremismus. Und wenn man sich halt mal anschaut, was das jetzt gegeben hat, man muss eigentlich sagen, am meisten Angst sollten wir wahrscheinlich vom Verfassungsschutz haben, weil zumindest in den linksextremistischen und in den islamischen Kreisen waren diejenigen Anschläge, die es gab, unter massiver Hilfe und auch beim Recht, bei dem NSU-Mord, unter massiver Hilfe durch den Verfassungsschutz im Prinzip zustande gekommen. Die ersten Brandsätze der daraus entsprangenden RAF-Bewegung der 68er damals bei den Springer-Hochhäusern waren im Prinzip mitgebracht worden von Verfassungsschutzmenschen. Was da an Beihilfe geleistet wird, also muss man sich langsam auch mal fragen, wie viel Prozent denn der Anschläge darauf gehen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sind denn durch islamischen Terror in Europa ums Leben gekommen oder in Deutschland vor allem ums Leben gekommen und wie viele durch rechten Terror und wie viele durch linken Terror und in welchem Verhältnis reden wir in den Medien oder wird in den Medien darüber berichtet. Es gibt keinen rechtsextremen Anschlag, als Breivik durch Norwegen da zog. War auch hier unsere Witzfigur Friedrich, der immer auch den Innenkasper spielt, sofort mit dem Statement dabei, dass es keine Gefahr von rechts gibt und man darf auch den Linksextremismus nicht aus den Augen verlieren, wie das kleine Blondchen, was da auch noch irgendwo mit so einem Ministertitel rumrennt, die ganze Zeit irgendwie vor der deutschen Feindlichkeit warnt. Und das ist halt, das ist schon absurd, wenn man sich auf die Zahlen guckt. Ja, das war schon ein bisschen sexistisch. Achso, das war sexistisch. Ja, stimmt, das tut mir leid. Diese Frau, diese Frau ist einfach mal eine Katastrophe. Aber Entschuldigung, also natürlich ist der Friedrich und sie, die geben schon ein ganz gutes Duo Infernale ab. Ich habe, glaube ich, von beiden noch nicht irgendwas intellektuell Brauchbares gehört. Also Friedrich ist ja ein Dummbrot vor dem Herrn und Frau, wie heißt sie denn eigentlich? Schröder heißt sie jetzt, ja. Die ist ja auch also jenseits von Gut und Böse, also das ist eine Katastrophe. Ja, also, naja, egal, unabhängig davon ist es halt
ja, auch gerade in dem Bereich, ne? Ich meine, seit der Wiedervereinigung haben wir an die 200 Morde durch Rechtsextremisten gehabt und wir machen uns nur Sorge um die Linksextremisten, die vermeintlich Autos anzünden, wo sich sowohl in Berlin als auch in Hamburg rausgestellt hatte, dass es eben keine linkspolitischen Anschläge waren. Und wie viele Morde gab es von denen? Von der Linken, von den Linksextremisten gab es in der Zeit seit der Wiedervereinigung keine. Und von den Islamisten? Von den Islamisten gab es doch mal einen Todesschützen am Flughafen in Frankfurt, der auf so Soldaten geschossen hat. Wobei ich da das Ding gar nicht mehr verfolgt habe. Also diese komische Sauerland-Geschichte, das war ja komplett ein Verfassungsschutzding, glaube ich. Soweit ich das mitbekommen hatte. Also sowohl die Materialien, die man dann später da beschlagnahmt hat, waren von Verfassungsschutz oder irgendwelchen Ermittlungsbehörden da untergeschoben worden. Und da muss man sich halt auch fragen, inwieweit da im Vorfeld überhaupt die Leute dazu gedrängt wurden, da was zu machen. Also bei den Islamisten könnte man noch diese Ehrenmorde mit rein. Ja, obwohl das ja, nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun hat. Genau, das würde ich, glaube ich, auch ausschließen. Da müsste es ja auch. Also ja, aber klar, könnte man vielleicht. Aber ja. Aber auf jeden Fall die Rechtsextremen, die sind diejenigen, die hier am fleißigsten gemordet haben. Und ja, also ich meine, ist halt die Frage, wie man Angst macht. Und ich meine, also das sieht man halt auch bei solchen Dingen wie EHEC, BSE und Co. Wo Panikmache gemacht wird. Und da gibt es so einen schönen Pissbass, der da auch irgendwie großartig seinen Witz drüber macht. Wenn die Ärzte sich mal die Hände waschen würden, würden wir deutlich weniger Menschenleben durch Infektionen verlieren, was an die, was eine 5- oder 6-stellige Zahl an Menschen ist, die jedes Jahr daran stirbt, im Vergleich zu BSE oder EHEC oder sonst irgendwas, was oder Vogelgrippe, Schweinegrippe, was der Geier, was sonst noch uns irgendwie immer berichtet wird. Und da ist es halt auch so eine Frage. Oder die ganz normale Grippe, die jedes Jahr Millionen Menschen tötet auf der ganzen Welt. Ganz genau. Und das sind halt so, oder man kann dann ja auch die Zahlen heranführen von Menschen, die im Haushalt von Leitern fallen beim Fensterputzen. Also Fensterputzen ist wahrscheinlich deutlich gefährlicher als die Grippe. Oder Menschen, die joggen gehen nach einer Erkältung und damit an einer Herzmuskelentzündung sterben. Es gibt so viele, das Leben ist nun mal verdammt tödlich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar. Und es gibt ganz viele Ursachen. Und man muss halt mal gucken, warum uns bestimmte Gefahren immer wieder ins Gehirn geballert werden, ob da nicht möglicherweise Interessen hinterstecken, warum bestimmte Ängste geschürt werden. Und ja. Wobei man natürlich jetzt, wenn man jetzt nochmal auf dieses Klimathema geht, da ist jetzt natürlich eine reale Gefahr da und da wird natürlich auch mit dem Angstargument argumentiert. Man sollte mit überhaupt Angst versuchen, ohne Angst zu argumentieren. Und das ist ja Ding. Ja, das weiß ich nicht. Das Problem wäre dann, dass diejenigen, die keine guten Argumente haben, immer mit Angst argumentieren und mit Angst und lügen. Und die anderen immer versuchen, sachlich zu argumentieren, aber das lange nicht so viel stimuliert und nicht so eine Wirkung erzielt. Ja. Es ist auch ein Problem. Ja. Na klar. Fruchtet halt besser, wenn man den Leuten Angst macht. Ja. Nun gut, ich hoffe, das Medienthema war interessant. Es war sicherlich vieles dabei, was euch bekannt ist oder was euch nicht interessiert hat, weil es irgendwie nur Piratengejammer war. Ich hoffe, dass vieles, was an medienkritischem Kram kam, also und was ihr vielleicht in der Doku auch findet, wenn ihr sie euch anschauen wollt, was ich wirklich auch empfehlen würde. Ich würde mir wünschen, dass das für viele im Prinzip eine Auflistung von Selbstverständlichkeiten ist. Freue mich natürlich auch, wenn mir hat diese Dokumentation geholfen, vieles, was irgendwie schon klar war, irgendwie mal ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen strukturierter darzubieten, als wir das hier vielleicht, als wir vielleicht hier in der Lage waren dazu, aber ja, es ist auf jeden Fall gut. Aber schließen wir das Mediending, wa? Ja, okay. Bewertet uns mal auf iTunes. Echt? Ich hätte gerne mal eine iTunes-Bewertung. Also nicht nur Sterne, Sterne gibt es irgendwie schon, aber so richtig mit einem Text oder so. Also so von wegen,
die sind ja ganz schön, die labern ganz schön viel rum oder so. Ja, wir müssen also irgendwie Struktur reinkriegen müssen, aber unser das wäre mal was Neues, das wäre mal cool, irgendwie so eine iTunes-Bewertung mit Text zu haben. Das wäre klasse. Und wir wollten noch was zum Bundesparteitag sagen. Ja, das kannst du ja machen, weil ich war ja nicht da. Du warst nicht da. Ja, also wir haben ja schon jede Menge über die Medienberichte geredet, aber ich habe mir jetzt im Nachhinein auch ein paar Gedanken dazu gemacht, einerseits über das, was so berichtet wurde und über das, wie es jetzt so weitergehen könnte. Und ich habe auch mit anderen Leuten irgendwie im Mumble über das Thema geredet und also für mich war der Parteitag insgesamt sehr gelungen, obwohl es von vielen Leuten und auch von den Medien nicht so gelungen dargestellt wurde. Also wir haben jede Menge Programm beschlossen, wir haben, wie vorhin schon gesagt, jetzt schon fast ein Vollprogramm. Aber es gab halt auch viele, auch unter den Piraten, die meinten, das wäre nicht so gut gelaufen, dieser Parteitag. Und wir brauchen jetzt dringend eine Alternative zum Parteitag. Wir brauchen jetzt dringend die ständige Mitgliederversammlung. An sich stimme ich dazu, weil ich möchte auch gerne eine ständige Mitgliederversammlung und bin auch davon überzeugt, dass wir die brauchen werden. Spätestens dann, wenn wir quasi Volksvertreter im Bundestag haben oder in den verschiedenen Landtagen, sollten wir irgendwie eine Möglichkeit haben, für diejenigen schnelle Meinungsbilder zur Tagespolitik bilden zu können. Und da wäre es dann schon nicht schlecht, wenn wir so eine Art ständige Mitgliederversammlung zur Verfügung hätten, die uns sowas eben auch ermöglicht. Andererseits, der Parteitag lief insgesamt gesehen dann doch ganz gut, auch wenn der Samstag mit der Wirtschaft relativ schleppend war. Aber wir können noch einige Sachen verbessern. Also wir haben im Mumble noch drüber geredet, es wäre zum Beispiel eine super Sache, wenn wir vor dem Parteitag eine Tagesordnung hätten, die wir auch durchziehen. Also wenn wir 800 Anträge haben, können wir niemals im Leben alle Anträge lesen. Und wenn wir eine Tagesordnung hätten, wo wir zumindest irgendwie eine Top 50 hätten oder eine Top 42, die wir dann auch diszipliniert beschließen und nicht einfach umwerfen und eine ganz andere beschließen, dann können wir uns zumindest auf diese 42 Anträge schon relativ gut vorbereiten und die zumindest schon mal gelesen haben oder die in verschiedenen Podcasts zum Thema machen und uns da generell schon mal drüber informiert haben. Also ich habe mich noch nie so uninformiert gefühlt wie auf diesem Parteitag. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe einige der Anträge erst dort vor Ort gelesen und das ist nicht gut. Also da glaube ich echt tatsächlich auch irgendwann, also deswegen bin ich auch für die möglichst schnelle Einführung irgendwie solcher Dinge wie ständige Mitgliedervertretung, Versammlung, weil weil das einfach dann den Prozess streckt. Also es ist vor allem auch nicht vorhersehbar, ob man jetzt, wenn man jetzt sagt, wir machen 42 Anträge, das ist natürlich eine großartige Zahl, oder 23 pro Tag, mal gucken, dass man das macht. Also auf jeden Fall halte ich auch das für sinnvoll, dass man eben vorher dann weiß, welche Anträge dran kommen und behandelt werden, sodass die Leute sich darauf vorbereiten können, weil das ist schon verdammt, verdammt wichtig. Und dass vor allem auch davor die Diskussion intensiv darum stattfinden kann. Ja. Aber ich glaube, so in der Masse ist es sinnvoll, dass wir eben auch gucken, wie wir eben dazu kommen, dass wir so etwas kontinuierlich dauerhaft machen können, dass eben das dauerhaft stattfindet, dass die Prozesse dauerhaft auch laufen können. Und da müssen wir experimentieren, weil da werden wir noch viele Fails haben, da wird es viele Fehler geben, da wird es viele Probleme geben, vor die wir jetzt noch nicht absehen können, da wird es Probleme geben, die wir jetzt schon absehen können mit Akkreditierung. Es wird eine ganze Menge losgehen und da müssen wir gucken, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass also wirklich auch es jedem möglich ist, zu partizipieren. Genau, und wenn ihr jetzt denkt, ständige Mitgliederversammlung, oh Gott, das wird an ein Liquid Feedback, wo dann Superdelegierte über uns alle ihre Macht ausüben. Einerseits
ist die Frage, was kommt am Ende hinten raus? Ja, also klar, ihr macht die Leute zu Superdelegierten, indem ihr auf sie delegiert oder indem ihr nicht mehr auf sie delegiert, sondern andere Delegiertenkreise bildet. Die vielleicht am lautesten gegen Superdelegierte schreien, zum Beispiel. Zum Beispiel bildet eure eigene Community und bildet eure eigenen Superdelegierten. Aber wichtig ist nicht, ob es Superdelegierte gibt oder nicht. Wichtig ist, was am Ende dabei rauskommt. Nee. Und wenn das, was am Ende dabei rauskommt, was Sinnvolles ist und da ein Superdelegierter mit abgestimmt hat, dann sehe ich das nicht kritisch. Stopp. Ja, nein, der Prozess muss natürlich sauber sein. Also es ist nicht das Ergebnis das Wichtige. Der Prozess und die Möglichkeit, dass ein jeder partizipiert, ob das nun über Delegation läuft oder nicht, egal. Also der Prozess muss nachvollziehbar sein. Und es muss klar sein, dass eines jeden Stimme zählt und dass ein jeder in der Lage ist, delegieren. Also ich finde, das Delegieren ist eine der wichtigsten, eine ganz wichtige Voraussetzung, und es muss die Möglichkeit der Delegation innerhalb von Liquid Feedback oder welchem System auch immer man dann da verwendet, muss es irgendwo geben, weil es kann einfach nicht funktionieren, wenn man dass ein jeder, und ich möchte auch nicht, also ich möchte zum Beispiel, ich weiß, dass ich in den meisten Politikfeldern nicht die Ahnung habe, darüber vernünftig abzustimmen. Und derzeit läuft es halt so ab, dass ein jeder, der zu einem Parteitag fährt, abstimmt. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen, bis auf kleine Einzelmaßnahmen, aber Einzeldinge, aber es ist ja kein Wunschkonzert, sondern es ist Demokratie. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich möchte einfach, dass ein jeder abstimmen kann und ein jeder aber auch in dem Moment, wo er weiß, okay, da kenne ich mich halt nicht aus, da kann ich nichts. Ich möchte, dass die Leute in der Lage sind zu erkennen, wann sie keine Ahnung haben und dann auf einem Parteitag eben sich enthalten oder nicht abstimmen, wenn sie eben keine Ahnung haben, statt irgendeiner Masse hinterherzulaufen. Oder aber eben in einem solchen System sich dann eben Leute aussuchen, denen sie zutrauen, dass sie Ahnung haben oder von denen sie meinen, Mensch, das, was der sagt, das glaube ich und das halte ich für plausibel und deswegen gebe ich dem meine Stimme. Und dass wir auch, und deswegen bin ich halt für eine schnelle Einführung eines solchen Systems. Wir brauchen die Zeit, damit zu lernen, und wir müssen so etwas auch die Zeit geben, dass man dadurch lernt. Dass also erstmal alle damit umgehen und dass dann vor allem auch, wenn Fehler gemacht werden, nicht alles in Frage gestellt wird, sondern geschaut wird, woran lag das denn? Ach, guck mal, da haben alle irgendwie im Kreis delegiert oder haben alle irgendwie nicht drauf geachtet, wie die Delegation war oder sowas. Ne? Also wenn jemand merkt, Mensch, da ist eine Entscheidung getroffen worden, die ganz und gar nicht in meinem Interesse ist, und dann schaut mal rein und sieht, ach, damit, ich habe ja auch dafür gestimmt, weil ich delegiert habe. Ja, das sind die Fehler und die Erfahrungen, die man dann damit macht. Und damit kann man dann eben auch lernen, dass man dann einen gewissen Blick drauf hat. Ja. Und ich will einfach auch gerne, dass ihr euch wirklich mal mit dem Thema ständige Mitgliederversammlung beschäftigt, weil ich der Meinung bin, dass wir sowas brauchen. Ja. Also vielleicht nicht zwingend, um ein Wahlprogramm zu beschließen oder um ein Grundsatzprogramm zu beschließen und schon gar nicht, um unsere Vorstandsämter zu besetzen. Ja. Aber für Tagespolitik werden wir das definitiv brauchen, wenn wir Abgeordnete wollen, die noch die Meinung der Basis erfassen können. Ja. Ansonsten hat jeder nur seine Peer Group. Und das muss nicht Liquid Feedback sein. Wenn ihr andere Ideen habt, wenn ihr bessere Ideen habt, wenn ihr was Besseres umsetzen könnt, macht euch Gedanken. Also es gibt zumindest jetzt schon mal in Bayern dieses Pirate Feedback. Dieses Pirate Feedback ist ein Liquid Feedback System, hat aber andere Delegationsarten. Und zwar gibt es dort eine Präferenzdelegation, wo man eben jeden, auf den man delegieren will, explizit festlegt. Und vielleicht ist das in der Piratenpartei insgesamt eher konsensfähig als Mittel der ständigen Mitgliederversammlung. Darüber muss man diskutieren. Oder vielleicht brauchen wir aber noch was ganz anderes. Aber dann müsst ihr euch, macht euch Gedanken darüber. Und sagt nicht, nein, wir wollen das nicht, weil das ist Liquid Feedback, da gibt es super Delegierte. Sondern macht euch Gedanken über die Thematik, und wenn das anders laufen soll, als wie es bisher in Liquid Feedback läuft, dann sagt wie.
Ja, und das ist halt auch wieder, kümmert euch darum, dass es gemacht wird. Lasst euch nicht Angst machen, dass dann irgendwelche, also ich höre häufig irgendwelche Argumente, wo Angst gemacht wird vor Einzelpersonen, die Superdelegierte sind, wo man sagt, ja, hier und der hat dann alles und der leitet dann die Partei und so. Ja, dann, wenn ihr diese Gefahr seht, dann überlegt, wie es anders geht und überlegt vor allem, ob wir sowas brauchen oder nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen etwas in der Art. Und wenn wir bei dem basisdemokratischen Modell bleiben wollen, müssen wir halt gucken, wie wir das umsetzen. Und da bieten sich halt jetzt diese beiden, also eben halt eine Liquid-Feedback-basierte Lösung bisher als Lösung an. Und naja, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Und wenn wir das erstmal so versuchen und mit der Zeit ändern, weil wir sehen, dass es doch nicht so gut klappt, dann ist es eben auch so. Ja, das ist besser, auch nicht schlimm, wenn wir es mit der Zeit verbessern. Ja. Dass es für uns alle irgendwie brauchbarer ist. Aber um nochmal hier den Bogen zu Parteitagen, oder also wenn wir tatsächlich irgendwie vorhaben, Programm zu beschließen über eine Mitgliedschaft oder eine Online-Versammlung, dann wäre ich zum Beispiel eher dafür, dass wir das nicht ständig machen, dass wir nicht ständig Programme schließen, sondern dass wir Termine festlegen, dass wir sagen, wir haben im Januar unseren programmatischen Monat. Hm. Versucht bitte bis Ende Dezember eure, eure Beschlüsse fertig zu bekommen, die im Januar ins Parteiprogramm aufgenommen werden sollen, über diesen programmatischen Monat, der dann online verläuft. Ja. So, dass man sich wirklich die Zeit nehmen kann, dann im Januar wirklich mitzuwirken und nicht zwingend delegieren muss, weil man die Zeit nicht hat, weil es ständig passiert. Dann wäre vielleicht sogar eine Überlegung, wenn sowas zum Beispiel über die Feiertage, zwischen den Feiertagen sowas. Zum Beispiel. Also sagt, okay, die letzten zwei Dezemberwochen oder die ersten zwei Januarwochen, da hat man den Jahreswechsel drin und hat vielleicht irgendwie etliche Feiertage mit drin. Ja, oder in den Sommerferien, obwohl das ist dann aber eher schwieriger. Schon gibt's kein Internet. Genau. Also dass man explizit irgendwie darauf hinarbeitet und dann einen festen Termin festlegt, wo wir dann eben keinen Parteitag an der Stelle machen, sondern eben so einen programmatischen Monat oder sowas in der Art, wo alle Bescheid wissen, jetzt geht es hier online um das Wahlprogramm oder online um die Satzung und sich alle darauf einstellen können, dass es in diesem Zeitraum passiert. Also in diesem Zeitraum Beschlüsse gefasst werden. Also eine ständige, also das ist jetzt so meine Kritik an der ständigen Mitgliederversammlung. Ich würde ungern ständig das Grundsatzprogramm über eine ständige Mitgliederversammlung modifizieren wollen, weil dann einfach die Beteiligungsquote zu gering ist, weil sich zu wenige beteiligen können. Und das vor allem kann dann halt auch was verloren gehen oder untergehen oder irgendwas. Oder aber wir sagen, wenn wir das ständig machen wollen, wir kündigen, also es gibt irgendwie einen Beschluss pro Woche oder sowas, also dass man sich damit beschäftigen kann. Also es gibt nur einen Beschluss pro Woche oder sowas. Das würde natürlich auch gehen, also dass wir halt irgendwie eine Rundmail haben. Diese Woche wird über dieses Thema abgestimmt oder so. Und das soll jetzt ins Programm aufgenommen werden, wollt ihr dafür oder dagegen? Naja, also im Prinzip ist ja der Vorteil. Achso, ja gut, okay. Wenn's aber für Tagespolitik braucht man natürlich irgendwas Ständiges. Ne? Da braucht man eine SMV. Du kannst den gleichen Einwand auch bei dem machen. Also eigentlich ist ja der Vorteil auch, dass eben Sachen parallel stattfinden. Und ich glaube, das ist. Also ich finde es schon wieder weg vom Innen. Ja. Aber, Ich glaube, es gab auch gerade nicht so viel. Ich sehe den Nachteil dieser Ankündigungsidee, die du da hattest, so jetzt diese Woche das und die nächste Woche das, dass dann wieder es dazu führt, dass viele Leute dann eher mitmachen oder abstimmen, die vielleicht, jetzt ist ja das, es wird abgestimmt, das mache ich da mit, auch wenn ich keine Ahnung habe und statt zu delegieren. Also ich glaube, dass eben dieser Vorteil des Ständigens ist, ich beobachte den Themenbereich, wo ich mich auskenne und wo ich selber abstimmen möchte und lasse in dem anderen halt die anderen machen, denen ich vertraue. Und das sehe ich ja auch. Da muss man halt gucken, dass das vernünftig aufgearbeitet wird. Da muss man vielleicht auch überlegen, ob man an das System
ich kenne mich da jetzt auch zu wenig aus und ich bin jetzt auch nicht der Nerd, ob man irgendwelche APIs schafft, mit denen man statistische Auswertung macht. Gibt's die? Ich weiß es nicht. Also dass man halt auch... also die APIs gibt es, aber es gibt die Tools noch nicht, die das auswerten. Genau, also das wäre zum Beispiel auch noch eine ganz wesentliche Dinge, also Richtung Datenjournalismus und so weiter zu gehen. Weil also der Vorwurf hier mit den Superdelegierten und weiß der Geier was, das ist ja im Idealfall, ne? Da gibt es ja Auswertungen. Ja. Also im Negativbeispiel gibt es Auswertungen. Ich weiß, also, was gegen Liquid Feedback spricht, ja. Von dem Street Dog. Und diese Auswertungen sind ja alle fundiert und muss man auch ernst nehmen. Ja, klar. Und das muss aber halt auch einfacher werden. Also es muss auch überschaubarer sein und es muss dann auch solche Tools geben. Aber das sind halt auch so Sachen, wir sind jetzt vor der riesigen Herausforderung, im Prinzip jetzt schon so ernst genommen zu werden, als hätten wir irgendwie die ganzen Prozesse schon am Laufen, wie alle anderen Parteien. Aber wir haben halt eben andere Ideen. Und wir müssen halt gucken, dass wir die Entwicklungsschritte nehmen, dass wir da weitergehen. Und da müssen wir jetzt erstmal mit einer, wie auch immer, gearteten ständigen Mitgliederversammlung, glaube ich, anfangen, um irgendwie die Tagespolitik unterstützen zu können. Also es wäre grandios, wenn wir bis Neumarkt ein Konzept für eine ständige Mitgliederversammlung hätten oder mehrere Konzepte, wo wir dann zusammen eins auswählen, was für uns ein halbwegs konsensuales System ist. Ja. Ja. Genau. Soweit, Mensch, so gut. Haben wir noch irgendwas? Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Jetzt haben wir noch Werbung für die SMV gemacht. Naja. Ja. Ganz vieles wirres Zeug über Medien erzählt. Ach, wir sind erschöpft. Und und Weihnachtsmate getrunken. Gut, dann. Ja, Weihnachtsmate. Nochmal ein Abschluss. Ich muss mal gerade meine aus der Küche holen. Abschluss. Erzähl mal was über Weihnachtsmate. Fazit zur Weihnachtsmate. Kauft euch Club Mate und ein bisschen Zimt. Streut dieses Zimt in die Mateflasche. Und dreht die Mateflasche wieder zu und lasst es eine Weile da drin einziehen und das Aroma annehmen und dann habt ihr die Weihnachtsmate. Meinst du Zimt? Ja. Also irgendwie so ein Weihnachts... Lebkuchengewürz oder so. Ich bin jetzt nicht der große Schmecker. Ja, das auch nicht. Aber für mich schmeckte es genau wie Mate mit einem Tick Zimt. Ja, irgendwie so das Gefühl habe ich auch. Gut, es war ein Experiment. Keine Experimente. Ja, mehr Experimente wagen, sag ich. Damit wir hier auch mal gegensätzliche Meinungen haben. Ich keine bin für Experimente. Ich bin keine Experimente. CDU. Ja. Ne? Und ansonsten, Ponys gehen weiter. Yay. Mein Little Pony. Läuft jetzt wieder 3-4 Folgen. Was haben wir jetzt gerade? Wir labern jetzt noch so ein bisschen rum. Und jetzt, genau. Vielleicht schneiden wir das ja alles raus. Ach klar, wir schneiden das alles raus. Dann Torben hat übrigens ein grünes Schwein. Hey. Und das ist ein Sparschwein. Das ist ein Ikea-Sparschwein, das hat mir meine Schwester geschenkt. Und das ist bezeichnenderweise komplett leer. Ja. Gut. Na gut, dann machen wir einfach Feierabend, oder? Sagen wir noch Tschüss. Ja. Und wünschen euch irgendwie, danken euch fürs Zuhören. Ja, ne? Bis demnächst. Tschüss. Ciao.